Se voice me chat. We can play mage. We can play camel urine. What? Mage. We can play camel urine when you want. I don't understand. Go this mage. This is the new game here on TikTok. Camel urine. It's a trend. It's a trend. The new trend on TikTok. Do you know? No, I don't know. Why don't you know the new trend? It's a new match. It's called camel urine. I don't know this trend. Go match. No, this is the best match that you can do. It's camel urine match. You have to sing the camel urine song and then match. Camel urine für euch beide. Camel urine, hör auf zu streiten. Camel urine, trink doch Wein. New match, new trend auf TikTok. Da, so muss man diesen Teufelsbraten nur antworten. Ey. Sie kommen hier hin, um Match zu spielen, um das Geld der Leute aus der Tasche zu ziehen. Diese Teufelsbraten. Ja, die müssen das neue, den neuen Trend mitmachen. Neue Match. Camel Urine Match. Gänsehaut. Danke. Ach, das kannst du keinem erzählen. Das ist so krank. Komm, wir play Match. Match, komm. Match, das haben die gelernt. International. Egal, ob du aus Deutschland kommst, Spanien kommst, England kommst, Frankreich. Alle verstehen Match. Play Match. Ja, Play Match. Camel Urine Match. Who drink the better camel urine? Who drink much? Much more than the other. Wer trinkt am meisten camel urine? Ja. Traurig. Mir hatte genug. So. Wahrer Muslim. Bismillah. Was hast du gesagt? Bismillah. Warum sagst du Bismillah? Weil man mit dem Namen Allahs anfängt. So. Aber Allah ist ja nicht der Name Allahs, oder? Der heißt ja Allah. Wer ist Allah? Das ist eine Abkürzung im Arabischen. Also ist das wirklich so, ne? Al ist der Artikel und Allah ist dein Gott, ne? Bruder, kannst du mir Hesekiel 4, Vers 12 erklären, bitte? Warte erstmal, ich hab dich doch erstmal was gefragt. Beruhig dich doch erstmal. Nein, warte mal, du kommst immer mit diesem Kamelurin, aber in deinem Bibel steht Hesekiel 4, Vers 12, dass man auf Kot warten soll. Und im 15. Vers wurde. Warte mal, einen Moment, bitte. Einen Moment, bitte. Ja. Und im 15. Vers steht mit der Kacke von einer Kuh. Ja, lies mal bitte vor, damit du dich blamierst. Lies mal bitte vor, damit du dich vor allem blamierst. Warst du schon wieder in den Dauerräumen unterwegs? Ich habe kein Bibel zur Hand. Oh, du hast kein Bibel, aber redest einfach, ne? Sehr gut machst du das. Ja, ich bin draußen. Ja, es spielt doch keine Rolle. Du hast doch bestimmt die Möglichkeit, auf dein Zweithandy zu greifen oder so. Heutzutage hat ja wohl jeder fast ein Zweithandy, weiß ich. Ich habe kein zweites Handy. Du kannst ja die Bibel auspacken. Ja, ich bin gerade am Fahren. Soll ich noch für dich lesen und fahren und alles Mögliche, mein Lieber? Das machst du einige Male in deinen Lives. Aber findest du das nicht erstaunlich, dass ihr sogar eine Fatwa habt, in dem ihr erlaubt wurdet, auf Kuh zu backen? Astaghfirullah. Das stimmt wirklich. Ihr dürft wirklich euer Brot auf Kot backen. Das nennt sich Ballen, Kotballen. So eine Fatwa, selbst wenn es diese Fatwa geben würde, die ist batel, ungültig. Ach, warum ist sie denn ungültig? Weil du TikTok-Muslim das sagst? Was TikTok-Muslim? Welcher Muslim macht das? Mohammed hat sich sogar in einem Drecktümpel gebadet, wo tote Hunde drin lagen, menstruationsbefleckte Klamotten und der Müll der ganzen Stadt reingeworfen wurde. Nein. Hat der Voodoo da drinnen gemacht? Ibn Taymiyyah hat den Hadith erklärt. Ja, Ibn Taymiyyah hat den Hadith erklärt, dass Wasser rein ist und durch nichts rein wird. Die Leute haben sich gewundert, haben gesagt, Rasulallah, dürfen wir in den Brunnen von Buddha und Voodoo machen? Hat er gesagt, ja, Wasser ist rein und wird nicht unrein. Ibn Taymiyyah sagt in Majmu' al-Fatawa, dass damit das Wasser gemeint ist. Oder einen Moment.
Ja. Er sagt in Majmu al-Fatawa, dass damit das Wasser gemeint ist, das aus dem Brunnen rauskommt und nicht das, was drinnen ist. So, ah, nicht das Musch. Ist doch kein Problem. Würdest du, wo Tote, kein Problem, ich frage dich, kein Problem. Ich frage dich, wann kam denn der Ibn Taymiyyah? Hunderte von Jahren später, richtig? Und der versucht dir gerade etwas zu erklären. Ist das dieser gleiche, ja. Ist das dieser gleiche Ibn Taymiyyah, der gesagt hat, dass man mit Babys verkehren kann? Astaghfirullah. Warum ist das voll? Oder lügst du über unsere Gelehrten? Nein, oder das ist dein Ziel, als Fatwa. Hadith 6058, ich meine Fatwa Nummer 6058. Kannst du mir das zeigen, bitte? Ja, steht doch, guck mal, die Leute haben es für dich gepostet. Fatwa 6058, da du ja Ibn Taymiyyah ja so hoch schätzt, sagt er zu dir, dass es kein Problem ist, ein Baby zu heiraten. Du darfst dann selber entscheiden, wann du gerne eindringen möchtest. Ist das okay für dich? Ist das dieser Ibn Taymiyyah? Oder ich muss diese Aussage prüfen, aber ich kann nicht einfach solche Aussagen... Gehen wir rein hypothetisch davon aus, dass ich recht habe. Annehmen, weil... Ich habe dir auch die Fatwa gegeben. Einen Moment, bitte. Ja. Ja. Aber es ist ja Ijma im Islam, dass man erst eine Frau heiraten darf, wenn sie pubertierend ist. Nein, so. Das stimmt nicht. Dann hat man die Erlaubnis. Und das nein, steht auch es gibt kein Heiratsalter im Islam. Der Koran erwähnt auch gar kein Heiratsalter. In Sure 65, Vers 4 steht, von wem du dich scheiden lassen darfst. Und da werden drei Kategorien der Frauen erwähnt. Du kannst die ganzen Gelehrten dazu aufschlagen. Alle sind mit mir einverstanden. Und sagen, dass du dir früh pubertäre Kinder, beziehungsweise auch Baby, zur Frau nehmen kannst. Selbst der Liebe zum Hadith, kennst du diesen Einen Moment. Kennst du diesen Kamelurin für diesen hier auf TikTok? Liebe zum Hadith, der war wenigstens ehrlich. In diesem Vers geht es um Frauen, die keine Pubertät mehr bekommen können. Dabei sind denn die Frauen, Vers die keine Pubertät hatten? Ein Moment. Das ist aufgrund Krankheiten oder anderem. Da habe ich doch gerade gesagt, so. Da werden drei Kategorien genannt. Ja. Schlag mal bitte den Tafsir von Al-Jalalain, Ibn Abbas, Al-Qurtubi, Al-Tabari und Ibn Kathir auf. Alle haben ein Ijma gebildet. Es handelt sich um Kleinstkinder. Also zuerst mal der Tafsir, dieses Buch von Ibn Abbas, das ist daif. So. Okay, kein Problem, lass Ibn Abbas weg. Ibn Kathir auch daif? Nein, aber das muss ich prüfen, aber so wie ich es erklärt bekommen habe, geht es in diesem Vers um Frauen, die aufgrund Krankheiten nicht die Pubertät bekommen haben. Ja, okay, kein Problem, habe ich schon gerade gesagt, da werden drei Frauen kategorisiert. Einmal eine ältere Frau, einmal die durch Krankheit keine bekommt und einmal die noch nie menstruiert hat, wegen ihres jungen Alters, das heißt Kinder. Das sagen die Gelehrten. Das ist eine Fatwa, die ich gerade genannt habe. Das steht in Klammern, Nein, die erklären dir das doch, wer damit gemeint ist. Die erwähnen die drei Kategorien. Das ist ein Ijma unter euch Gelehrten, unter den Gelehrten. Kannst du mir das zeigen, weil ich... Also ich habe den Vers nicht so erklärt bekommen. Ich habe die Fatwa von Ibn Taymiyyah hier, ich lese dir das vor. Aber kannst du zeigen, inshallah? Ja, wie soll ich dir das zeigen? Ich habe dir gesagt, Fatwa Nummer 6058, du kannst selber nachschlagen. Du brauchst mir nicht zu glauben, du kannst selber nachschlagen. Okay, ich schau nach dem Stream, inshallah. So. Ja, gerne. Danke, warte. Okay, fair. Ich bin auch nicht allwissend, aber ich rede einfach... Das ist kein Problem. Ich rede nur von dem, was ich weiß und was ich an Wissen habe, mit dem kann ich mit dir darüber reden. So. Sie haben Ibn Taymiyyah gefragt, Frage, ist es erlaubt, ein Säuglingsbaby zu heiraten und darf ich mich mit ihr vergnügen, indem ich sie küsse und andere unschädliche Handlungen außer Sex begehe? Pass mal auf, Antwort. Wenn der Ehevertrag den islamischen gesetzlichen Anforderungen entspricht, gilt sie in jeder Hinsicht als seine Frau und er darf sie ansehen, berühren und küssen. Er darf keinen Sex mit ihr haben, bis sie den Sex ertragen kann, ohne ihr Schaden zuzufügen. Majmu' al-Fatawa Scharia, Fatwa Nummer 6058. Siehst du, was für eine Sekte das ist? Verlasse den Islam. Der hat null Moral, null Anstand. Der Gott des Islams ist Satan höchstpersönlich. Babys, wenn man, einen Moment.
Ja, okay. Also wenn man solche Aussagen hat, hast du vielleicht zum Beispiel den Taklif von Adahabi oder anderen Gelehrten zu diesem zu dieser Aussage? Weil man kann nicht deine Aussage... Jeden Gelehrten zum Thema Sure 65 Vers 4 nachschlagen, Aussagen. Sie haben einen Konsens gebildet. Der Islam erlaubt dir, der sunnitische Islam, auch die Schia haben das ja, auch der Khomeini. Die erlauben dir, ein Baby zu heiraten. Das kannst du jeden Gelehrten, der ein Funken Ehrlichkeit besitzt, der ein Funken Glaubwürdigkeit besitzt und der ehrlich ist zu sich und seiner Religion. Er wird es dir bestätigen und sagen, ja, Ahmed ist zwar vielleicht ein Kafir, aber das ist Fakt in unserer Religion. Wir dürfen ein Baby zur Heirat nehmen, nur wir müssen warten, bis dieses Baby SX ertragen kann. Wahnsinn. Kann ich kurz aussprechen? Also diese Aussage von Ibn Taymiyyah, da musst du mir auch zum Beispiel die Aussage von Ad-Dahabi oder anderen Gelehrten, die dazu was sagen, so. Weil es kann auch sein, dass da etwas anderes steht und du es einfach so interpretierst, wie du es willst. Akzeptierst du das Buch Al-Mughni von Ibn Qudama? Ibn Qudama? Ja, das ist eine Riesennummer, der Typ, richtig? Von der hanbalitischen Schule. Ja. Ist das nicht einer der größten Gelehrten des sunnitischen Islams? Sag mal allen hier. Also, Ibn Qudama habe ich mich noch nicht so groß beschäftigt, aber er ist schon bekannt dafür, dass er ein großer Gelehrter ist. So. Er ist einer der größten Gelehrten des sunnitischen Islams und er gehört der hanbalitischen Rechtsschule an. Er schreibt zum Beispiel in seinem Buch Al-Mughni in Band 10 auf der Seite 143, dass es keine Strafe gibt für jemanden, der seinen Finger in die, du weißt schon, in von einem Mädchen reintut. Und darüber hinaus gibt es keine Strafe für eine Frau, die den Penis eines kleinen Jungen, der unter 10 Jahre ist, in sich einführt. Da gibt es keine Strafe für sie. Hast du schon mal sowas Abartiges gesehen? Kannst du mir die Quelle geben? Ich muss das alles nachprüfen und ich werde dann dazu dann wieder hochkommen und dann kann man nochmal darüber sprechen. Das Buch von Ibn Qudama, Al-Mughni heißt das Buch. Der Gelehrte heißt Ibn Qudama. Ja. Das Buch ist ja Al-Mughni, das kennst du ja bestimmt. Ne? Welcher Band? Band 10 auf der Seite 143. Okay. Und Online-Ausgabe auf islamweb.net hast du das im Band 9, Seite 55. Dass ich das alles noch im Kopf habe, Mama. Okay, ich prüfe das dann. So. Ja. Und dann mal schauen, ob du die Wahrheit sagst oder ob das jetzt verdreht ist oder Allahu Alam. Habib, du denkst doch nicht allen Ernstes, dass ich hier ins Internet komme, einfach irgendein Quatsch erzähle und nicht prüfe für das, was ich sage. Merkst du, was du da gerade machst? Ich kann nicht wissen. Von wo will ich wissen, dass du die Wahrheit sagst? So. Okay, kein Problem. Würde sich einfach jemand ins Internet stellen und einfach so eine krasse Behauptung aufstellen? Lernen, so. Die aber Gelehrten, du kannst es nicht erklären, dass dieses Kind mit Puppen gespielt hat, ne? Eine Frau, die mit Puppen spielt, ist geistesfrei. Da hat er sie noch nicht angefasst, so. Ach, da hat er sie nicht angefasst, doch. Die war doch in seinem Haus. Die Freunde haben mit ihr gespielt. Ja, aber er hat sie nicht angefasst. Man darf ja erst... Mit 9 Jahren hat er sie angefasst. Und sie war immer noch mit Puppen gespielt. Bitte, lass mich ausreden. Bitte. Okay, ja. So, also, man darf sie, bevor sie pubertieren wird, darf man sie sozusagen verloben und dann, wenn sie die Pubertät erreicht, darf man mit ihr intim werden. Und das war auch in der Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so. Kennst du Ibn Hajar al-Asqalani? Ja, einen Moment, bitte Amir. Ja. Natürlich in unserer Zeit jetzt ist das nicht mehr wie früher so. Aber damals war das normal und die Feinde des Islam haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dafür nicht kritisiert. Ja, so, was passiert denn, wenn man Muhammad kritisiert? Ich bitte dich. Moment. Die waren doch in der Überzahl. Die hatten den Propheten an der Macht zuerst. Ist so, doch kein Problem. Was passiert denn mit Menschen, die Mohammed kritisieren? Die haben ihn geschlagen, die haben ihn vertrieben, die haben Steine auf ihn Menschen geworfen. Kritisieren, Habib, bitte komm, hör auf damit. Aber das war in der Zeit, wo die Mekkaner an der Macht waren. Kannst du den Leuten erklären, was mit Ka'b ibn Ashraf passiert ist, der ihn kritisiert hat? Ich spreche gerade von der Zeit, als die Mekkaner an der Macht waren. Wer waren die Mekkaner? Waren die nicht an der Macht mit Ka'b ibn Ashraf, als er ein Gedicht gegen ihn gemacht hat? Kannst du einen Moment bitte, also mich ausreden lassen? So.
Also zuerst mal der Prophet am Anfang des Islam, als er noch in Mekka war und nach Taif gegangen ist. Du kennst wahrscheinlich die Geschichte. Ich muss sie nicht erklären, was sie mit ihm gemacht haben. So, du weißt das, oder? Ich kenne die Geschichte sehr gut, so wie At-Tabari uns das berichtet, dass die Mekkaner überhaupt kein Problem hatten mit Mohammed, dass er gepredigt hat. Sie hatten erst ein Problem damit, dass er ihre Familientradition angegriffen hat, ihre Götter beleidigt hat und sie aufs Übelste beleidigt hat. Damit hatten sie ein Problem, deswegen haben sie ihn vertrieben, so wie At-Tabari uns das berichtet. Nicht, weil er einfach so gepredigt hat. Okay, und sie okay, warum? Nein, sie hatten kein Problem mit ihm. Zu seinem Onkel Abu Mutalib haben die gesagt, sag deinem Neffen, er soll aufhören, unsere Götter zu beleidigen. So wie heute die Islamkritiker euch die ganze Zeit kritisieren und beleidigen und man ihnen sagt, hört auf damit, sonst werden wir dann anwenden? Also das ist im Koran gestanden. Allah hat ihnen gesagt, sie beten etwas an, was nichts nützen kann. So, das hat Allah gesagt. Und das hat sie gestört, dieser Vers. Nein, das hat sie nicht gestört. Weißt du, was sie gestört hat? Al-Qululahu at-Da'ayla Abik. Weißt du, was das bedeutet? Ist das ein Vers oder was ist das? Nee, Mohammed hat diese Aussage getätigt in Al-Jami As-Sarir Band 1, Seite 47. Da sagt er, wenn du stolz bist auf das, was vor dem Islam war, geh und sag, er soll, beleidige ihn und geh und sag, er soll in den Penis seines Vaters beißen. Stell dir mal vor, ich komme zu dir und sage das zu dir. Wie würdest du dich fühlen? Kann das Daif sein oder ich weiß nicht. Ich kenne diese Aussage. Die Aussage, die er getätigt hat. Und was für Daif? Wer hat sie gestuft? Von wem ist denn Al-Jami As-Sarir? Ja, aber wer hat sie gestuft? Es braucht die Einstufung. Ist sahih, ist korrekt. Die Leute kennen den Hadith. Okay, aber von welchen Gelehrten wurde es eingestuft? Du kannst das nachschlagen. Tabarani, alle haben das als authentisch eingestuft. Du musst nur nachschlagen. Jami As-Sarir. Und nicht nur das. Okay. Das befindet sich auch in Faidul Qadir. Der Brief von Hamza, Hadith 697. Einen Moment, ich krieg gerade einen Anruf. Einmal. Okay, ich höre dich. Okay, wo war ich? Auf jeden Fall, also als der Prophet nach Taif ging, so hat er normal gepredigt und die haben Kinder befohlen, Steine auf ihn zu werfen. Warum tut man so etwas, wenn er nichts gepredigt hat? Abi, was hat er denn gepredigt? Kannst du uns das mal sagen? Okay, er ging zu den Menschen normal und respektvoll hat ihnen gesagt, ich bin der Gesandte Allahs, folgt mir. So. Nein, der ist nicht respektvoll zu ihnen gegangen. Er hat ihre Familientradition beleidigt. Er hat sie als Götzendiener beleidigt und. Er hat sie also aufs Übelste kritisiert und beleidigt. Und deswegen haben die Mekkaner zu Abu Mutalib gesagt, geh und sag deinem Neffen, er soll aufhören, uns zu beleidigen und unsere Götter zu anzugreifen. Ich rede so gerade von Taif. Was passiert? Habib, was passiert, wenn Menschen in einer islamischen Mehrheitsgesellschaft deinen Gott kritisieren und deinen Propheten? Was passiert mit denen? Also die Murtad-Strafe oder die Beleidigungsstrafe, so wenn man Allah subhanahu wa ta'ala in der Öffentlichkeit beleidigt, in einem islamischen Staat, dann muss das der Richter entscheiden, aber die normale Strafe dafür ist eigentlich, und das kennst du. Tschüss. So. So, okay. Aber noch eine Sache. Da findest du das in Ordnung? Also ich folge ja dem Islam, weil das ist meine Religion. Und in der Bibel gibt es auch. Aber findest du das in Ordnung, dass man das mit dir und deiner Familie macht? Stell dir mal vor, du sagst, ich akzeptiere Jesus nicht als dein Gott und wir sind hier in einer christlichen Mehrheitsgesellschaft. Sollte man dir das antun? Aber das ist halt deine Religion und ich glaube, in deiner Bibel gibt es auch. Lass mich ein bisschen deine Religion an dir mal praktizieren. Was hältst du davon? Wenn das deine Gerechtigkeit ist. Gibt es in der Bibel nicht ehrlich auch solche Murtad-Strafen? Gibt es nicht solche Murtad-Strafen? Also ich habe im Alten Testament, dass der Herr sein Volk befohlen hat, dass das Volk reingehalten werden sollte und dass sie nicht falsche Götter anbeten sollten. So, dein Gott, Allah, zieht also los und wenn wir in einer islamischen Mehrheitsgesellschaft sind, können wir nicht den Gott des Islams kritisieren, seine Religion zum Beispiel entlarven und Mohammed als falschen Propheten entlarven. Kritisieren ist etwas anderes als beleidigen. So, okay, kein Problem. Kann ich sagen, Allah, ich bin nicht einverstanden in einer islamischen Mehrheitsgesellschaft, wo Scharia herrscht. Ich gehe also los und sage, Allah, ich bin nicht einverstanden mit deiner Ungerechtigkeit, dass du jemand anderes ans Kreuz hast schlagen lassen, anstatt Jesus das tragen lassen. Warum hast du die Last einer lasttragenden Seele eine andere tragen lassen? Ich dachte, das machst du doch nicht. Warum hast du dir Ungerechtigkeit zugesprochen?
Darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten, was am Kreuz genau passiert ist bei den Gelehrten. Aber lass mich bitte etwas sagen. Ja, das ist ein Ijma, das die Gelehrten bilden. Das ist keine Meinungsverschiedenheit. Die sind sich nur uneinig, wer ans Kreuz geschlagen wurde. War das jetzt Judas? War das ein anderer Gefährte von Jesus? Okay, also... Allein jemand transformiert hat, darum sind sie sich alle einig. Amir, bitte lass mich kurz aussprechen. Also, du kritisierst die Murtad-Strafe, die Hatz-Strafe, aber in Exodus, also das, was dein Gott, also Jesus, befohlen hat, wurde ja befohlen, dass jeder, der... Dass jeder, der einen anderen Gott anbetet, muss... Was mit ihm passiert werden? Kannst du bitte ehrlich zugeben? Innerhalb Israels, genau, da das Volk reingehalten werden muss, bis der Messias kommt. Außerhalb des Israels, wo die Gesetze nicht herrschen, da konntest du machen, was du wolltest. Ist gar kein Problem. Aber was passiert, wenn du zum Beispiel hier schon Kritik ausübst und die Muslime fühlen sich dazu genötigt zu handeln? Du siehst ja, ich hätte zweimal fast mein Leben verloren, wenn der Herr Jesus Christus nicht da wäre. Aber was ist dann zum Beispiel mit Lukas 19, 27 oder anderen Versen? Das hat doch nichts mit dir zu tun und mit uns zu tun, mein Lieber. Ja. Das darum geht, da geht es um einen König. Das ist ein Gleichnis, das der Herr erwähnt. Du musst mal von dem Anfang eines Kapitels lesen und nicht einfach solchen Dauerteams zuhören. Lies doch selber mal Lukas 19, das Kapitel 19. Okay, aber zum Beispiel im Korintherbrief gibt es auch gewisse Strafen, die ich gelesen habe. So, mein Problem ist, dass du Sachen im Koran kritisierst, die es ähnliche Dinge in der Bibel gibt. Und nein. Doch, das muss man ehrlich sagen. Nein. Zum Beispiel steht, wenn eine Frau sich nicht bedeckt, dann soll man ihr den Kopf scheren. Oder andere Dinge. Du weißt, was ich meine. Achso, du setzt also Kopfscheren gleich mit Kopfnackentherapie machen. Aber du stellst das Christentum als Demokratie. Nein, überhaupt nicht. Hast du überhaupt 2. Korinther 11 mal weitergelesen? Ich habe das für alle in meiner WhatsApp-Gruppe gepostet, damit sie auch die arabische Quelle haben aus der Internetseite. Einen Moment. Ja, im Zeitalter des Internets können wir miteinander so viele Informationen tauschen, dass es unmöglich ist für den Islam einfach irgendetwas zu machen, ne? Schau mal, ich bin ehrlich, ich werde diese ganzen Dinge, die du gesagt hast, ich werde die prüfen. Super. Und wenn du die Wahrheit sagst, dann werde ich zurückkommen und zugeben, dass es stimmt. Und wenn nicht, dann komme ich zurück und ich sag dann, dass du das falsch interpretiert hast oder falsch erklärt. Oder der Erzähler ist Abu Said al-Khudri, das ist ein Sahabi, aktualisiert von Al-Albani, Quelle Sahih al-Tarqib. Seite oder Nummer 1934. Zusammenfassung der Entscheidung des Hadith Hassan Sahih. Abschluss überliefert von An-Nasai in Al-Sunan Al-Kubra 5386 und Al-Bazar wie in Al-Tahrib wa Al-Tahrib von Al-Mundiri Band 3, Seite 35 und die Aussprache ist seine und hier geht's dann weiter, ne? Dann wird der Hadith auch zitiert. Also der ist Hassan Sahih, korrekt, authentisch. Wahnsinn, ne? Okay, selbst wenn er Sahih ist, was ist daran jetzt so schlimm? Was hältst du denn davon, wenn deine Mutter von deinem Vater den Eid und den Blut aus ihrer Nase lutschen muss? Was ist daran so verwältlich? Verstehe ich gerade gehört, nicht. Jetzt geht's in die Lächerlichkeit. Was ist denn daran so problematisch? Habt ihr es gesehen? Was ist daran so schlimm? Also, du findest das nicht schlimm, dass die Frau das Blut und den Eiter aus der Nase von dem Mann lutschen sollte? Ja, das ist nicht schlimm. Also ich persönlich finde das nicht schlimm. Weißt du auch, warum du das nicht schlimm findest? Weil du deinen Propheten nicht verurteilen willst. Deswegen. Weil ich Alhamdulillah Muslim bin. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Noch eine Frage, eine letzte Frage. Siehst du, in was für einer Lächerlichkeit man geht, um Mohammed und seinen Islam nicht zu kritisieren? Ja, das ist gar nicht so schlimm, wie du es darstellst, aber khair, inshallah. Kannst du mir Offenbarung 2, Vers 23 erklären, bitte? Abi, bitte spring nicht von Thema zu Thema. Siehst du, du hast gerade gemerkt, dass wir diesen Vers. Dass man das Vorbild Mohammed verwerfen sollte, weil man nicht weiß, ob er das unter schwarzer Magie getätigt hat oder nicht. Kannst du mir beweisen, dass Mohammed das nicht unter schwarzer Magie gesagt hat?
ich habe dir jetzt bitte eine Frage gestellt. Ich möchte, dass du darauf eingehst. Weil du stellst die ganze Zeit die Fragen. Du hast gesagt, falls er nicht authentisch wäre, oder falls er authentisch wäre. Hat der Mohammed das unter schwarzer Magie gesagt oder nicht? Also zuerst mal die schwarze Magie, und du lässt mich nicht mal meine Frage stellen, aber ich antworte kurz. Also zuerst mal, die schwarze Magie hat keinen Einfluss auf die Offenbarung. Du hast doch die gesagt, diese schwarze Magie. Hä? Aber jeder Hadith muss in Frage gestellt werden. Wenn du also Mohammed nachmachst, kannst du mir beweisen, ob du das, was du gerade nachmachst von deinem Vorbild, unter schwarzer Magie und Illusion entstanden ist? Allah sagt im Koran, Allah wird dich von den Menschen beschützen. Und da geht es um die Offenbarung. Allah hat gelogen. Allah hat gelogen in Surah 69. Lass mich erklären. Lass mich bitte erklären. Okay. Wenn Allah sagt, also in diesem Vers geht es um die Offenbarung, weil Allah sagt im gleichen Vers, wir werden, du verkünde, was von dir, von deinem Herrn herabgesandt wurde. So. Und Allah wird dich vor den Menschen beschützen. Das ist auf die Offenbarung bezogen. Hat er doch nicht gemacht. Vater, alles, was Rasulullah hat der Mohammed beschützt, er hat ihn noch nicht beschützt, Sure 22, Vers 52. Bitte, lass mich doch ausreden. Das ist auf die Offenbarung gemeint. So. Okay, kein Problem. Hatte Satan Macht über Mohammeds Offenbarung gehabt? Über die Offenbarung nicht, nein. Okay, siehst du, jetzt haben wir dich. Sure 22, Vers 52, als Verb in Nusul von Al-Wahidi. Bitte aufschlagen. Was steht da? Kannst du mir den Vers vorlesen? Da steht, dass Mohammed die Quraysh versammelt hat und er so gerne sich gewünscht hat, dass sein Gott Allah die Quraysh recht leitet sozusagen, ne? Und der Mohammed hatte diesen Wunsch so sehr, und Satan hat das gecheckt, und Satan hat ihn dann etwas zitieren lassen, auf seinen Mund seine Rezitation geworfen, das hat er rezitiert. Habt ihr von Allat, Al-Uzza und Manat gehört, der Dritten? Für wahr, ihre Fürsprache ist erlaubt. Und die Quraysh und Mohammed haben ihre Knie vor den Götzen gebeugt. Und dann kam auf einmal Gabriel, hat zu ihm gesagt, Mohammed, was hast du getan? Das war von Satan die Verse. Und Mohammed war sehr traurig. Wo war Allah? Dieser Hadith ist zu 95% da. Ich werde das gleich prüfen, was da steht. Ich hab dir gerade erst zu 95%. Schau mal, du bringst einmal eben Tafsir, dann bringst du als Suyuti, dann bringst du da, dann bringst du da. Warum sind deine Tafsir so verschieden? Wir beide halten die Klappe. Erzähl mir bitte den Grund für die Herabsendung des Verses Sure 22, Vers 52. Du schau mal nach, was deine Gelehrten sagen. Okay, ich schau gleich. Einen Moment. Soll ich kurz schauen gehen, oder? Ja, bitte, ich bestehe darauf. Geh bitte bei Asbab al-Nuzul, bitte erklär den Leuten, was das ist, Asbab al-Nuzul. Okay, aber ich will noch anmerken, ich wollte meine Frage stellen, du hast mich nicht gelassen. Abid, sag bitte den Leuten, was Asbab al-Nuzul bedeutet. Asbab, was nochmal? Asbab al-Nuzul, und jetzt sag mir nicht, dass du das nicht weißt. Nein, ich weiß es nicht. Als Verb in Nuzul ist der Grund und der Grund für die Herabsendung eines Verses. Wieso und weshalb ein Vers herabgesandt wurde. Und das wird dir erklärt von Al-Wahidi. Ja. Okay. Ja, ich bitte dich jetzt Sure 22, Vers 52. Und dann schau dir mal an, was die Gelehrten zu dieser Sure und den Vers sagen. Da kriegst du Schock. Okay. Dann denkst du dir, Islam ist einfach eine Lüge. Okay. Ich prüfe das alles, aber darf ich jetzt bitte meine, also du hast vorhin nicht geantwortet auf Offenbarung 2, Vers 23. Was denn mit den Kindern, meinst du? Ja, also Jesus kommt ja wieder und tötet Kinder. Und ich wollte fragen, was... Also ich muss den Vers schon lesen. Bitte, ich wollte fragen, also was ist der Grund, warum kleine Kinder getötet werden? Hast du ein Problem damit, dass kleine Kinder getötet werden? Ich frage dich, weil dann feuerst du wieder. Kannst du. Da vernichtest du jetzt deinen Allah, wenn du sagst ja. Khidr oder so kommt, dann werde ich dir antworten. Bitte? Wenn du gleich mit Khidr a.s. kommst, dann werde ich darauf antworten. Ja, du siehst ja, dass der Khidr. Ich weiß, du willst was. Okay, ich antworte dir gleich auf Khidr, aber bevor ich auf Khidr antworte, bitte antworte auf meine Frage. Ja, also in Offenbarung 2 geht es ja darum, dass es eine metaphorische Herangehensweise ist. Du musst also lesen, was damit gemeint ist. Wenn der Herr Jesus Christus Isabel
die ja verführt, die ja die das Volk verführt hat, ne? Da geht es ja um Isabel, richtig? Und dass der Herr ihre Kinder zerschlagen wird, richtig? Hörst du mir auf zu? Ja. Ja, das ist also metaphorisch. Ja, das steht nicht, dass der Herr wirklich ihre Kinder zerschlagen will. Verstehst du? Aber bei euch ist irgendwie alles. Ja, genau, die Offenbarung ist Bildsprache, metaphorisch zu sehen. Du kannst euch alles. Wie willst du denn zum Beispiel, willst du erklären, dass das nicht metaphorisch ist, wenn zum Beispiel ein Wesen mit 7 Hörnern beschrieben wird? Würdest du da nicht sagen, ey, das ist ernst gemeint, ein Wesen mit so 7 Hörnern und sowas? Ja, das steht ja in Offenbarung 5, Vers 6. So zum Beispiel, siehst du, also Offenbarung kannst du nicht einfach so mit deinem pervertierten Verstand so lesen. Du musst also wirklich tiefgründiger nachdenken, was der Jesus Christus da meint. Du kannst nicht einfach also so das mit dem nicht, die Offenbarung auslegen, wie du möchtest. Nein, es gibt gute Gelehrte, die Offenbarung so auslegen. Bitte? Hast du deine Interpretation von Kirchenväter oder was? Oder von wo kommt deine Interpretation? Der Heilige Geist, der uns das sagt. Der Heilige Geist denkt uns in alle Wahrheit. Der Heilige Geist lässt dich die Bibel erklären. Ja, natürlich, wer denn sonst? Die Bibel legt sich mit sich selbst aus. Aber wenn du Kirchenväter willst, die zum Beispiel Dreieinigkeit, Gottheit, Jesu Christus, alle haben daran geglaubt, möchtest du, dass ich sie zitiere? Dass sie die frühen Kirchenväter alle an die Dreieinigkeit geglaubt haben und dass Jesus Christus Gott ist. Ist kein Problem. Okay, aber wenn es Christen gibt, die sagen, das ist wortwörtlich gemeint, was machst du dann? Das ist ein Dummbatz, was für wortwörtlich gemeint. Es gibt keinen Christen, der sagt, das ist wortwörtlich gemeint. Da musst du mir zeigen, wer sowas sagt. Ich frag nur, ich will nur wissen, was du dazu sagst. Sag nur, ich sag dir ja, es gibt keinen Christen, der sagt, dass es wortwörtlich gemeint ist. So, okay, du siehst also, jetzt, dass der Herr Jesus Christus in Bildsprache spricht und Isabel auch keine richtige Frau ist, sondern sondern jemand ist, der die Völker dazu bringt, Unzucht zu treiben, das heißt Götzendienst. Unzucht ist auch ein anderer Begriff für Götzendienst in der Bibel. Okay. Ja. So, und jetzt musst du schauen, was der Allah in Sure 18, Vers 74 macht. Er lässt durch Khidr einen unschuldigen Jungen massakrieren und das durch Vermutungen, Habib. Durch Vermutungen. Nein, das ist keine Vermutung. Die Propheten bekommen Offenbarungen von Allah. Und Allah hat offenbart, dass dieses Kind verderbt wird, wenn es größer wird. Und deswegen ja, muss es. Dann, ja, warum hat er ihn überhaupt dann leben lassen? Warum hat er ihn überhaupt gebären lassen von der Frau? Damit er ihn umbringen lässt auf diese Art und Weise? Wusste Allah das nicht in seiner Weitsicht? Dein Gott hat auch Kinder töten lassen. Warum lässt er sie gebären? Das ist das die gleiche Frage. Du sagst mir das. Ich sage zu dir, das steht in deinem Koran. Und wir fürchteten, dass dieser Junge Schmach über uns bringen würde. Allah weiß ich nicht sicher. So, mit diesem Fürchteten im Arabischen ist nicht gemeint, dass er Angst hat oder so. Damit ist gemeint, wir wissen so. Wir wissen es nicht, genau. Wir fürchten, wir sind uns nicht sicher. Allah kennt auch sehr oft die Zukunft nicht. Mit diesem Fürchten, das wurde so übersetzt, aber das ist nicht so gemeint, sondern das ist anders gemeint. Das ist gemeint mit, wir wussten, es wird so passieren. Verstehst du? Okay, lass mal Khidr und den kleinen Jungen weg. Ist es wahr, dass dein Prophet angeordnet hat, kleine Kinder ab einem Alter von 8 Jahren Nacken zu therapieren? Kannst du mir das zeigen? Nein, das kann nicht sein. Ja, ab wie vielen Jahren wächst denn einem Kind Schamhaare? Ungefähr 10? Ungefähr mit 12, 13. Warte mal, ich google das mal. Ab wann setzt bei einem Kind die Schambehaarung ein? Du meinst die Pubertät. Also das, ja. Okay, mit 12, ja, 13 wann, Durchschnitt. Ja, aber ab wann? Mit 12 kommt die erste Schambehaarung. Also Mohammed lässt Kinder ab einem Alter von 12 Jahren Nacken therapieren. Ist das okay? Ist das besser dann für dich? Das kann nicht sein, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einigen Hadithen, dass man nicht mal im Krieg Kinder oder Frauen oder Bäume oder Häuser oder Kirchen. Du kennst den Hadith. Ich muss dir das nicht erklären. Ich kenne den Hadith. Es gibt aber auch andere Hadithe, die sagen, in einem Kollateralschaden ist es erlaubt, um ein Dorf einzunehmen. Kannst du auch Frauen und Kinder auseinandernehmen. Das kann gar nicht sein, weil der Hadith ist klar. Ja, das ist das Problem mit dir.
deine ganzen islamischen Schriften sind ein einziger Widerspruch in sich selbst. Wenn es darum geht, im Allgemeinen sollst du ja auch nicht Kinder, Kinder und Frauen einfach so, du weißt schon, nackt therapieren. Aber wenn du zum Beispiel ein Dorf angreifst, was willst du da machen? Die Leute haben ja Mohammed gefragt, ja Mohammed, wir greifen die Frauen und, also wir greifen ein Dorf an in der Nacht und darunter befinden sich auch Frauen und Kinder. Was sollen wir tun? Sagt er, sie sind von ihnen, innahum minhum, sie sind von ihnen kein Problem. Okay, kannst du mir das bitte zeigen? Und ich frag mich, von wo du das immer hast, weil ich... Das ist jetzt Sahih Bukhari. Wenn die Hadiths... Der Prophet sagte, tötet keine Kinder, tötet keine Frauen, tötet keine alte Menschen, tötet keine Kirchen. Habe ich dir gerade erklärt. Okay, dann, aber dann musst du mir... Schreib dir das bitte auf. Sahih Muslim, schreib dir das bitte auf. Sahih Muslim 1745a. Okay, ich kann ich kurz jetzt schauen? Ja, bitte, schau mal. Sahih Muslim 1745a. Ja, das ist das, ne? Der Mohammed hat angeordnet, wenn du auf deinen, wenn du auf den Nicht-Muslim triffst, dann setz ihn vor drei Alternativen, das ist der Hadith, den er meint, und töte keine Frauen, Kinder und alles Mögliche. Aber wenn es darum geht, ein Dorf einzunehmen und in der Nacht haben die ja die Leute angegriffen, ne? Hier, it is reported on the authority of Saab Jathama that the Prophet of Allah, when asked about the women and children of the polytheist being killed during the night ride, also zu den nächtlichen Angriffen, sagte er, sie sind von ihnen. Seht ihr? Also das Mythos, das Mohammed angeordnet hat, im Allgemeinen Frauen und Kinder zu verschonen, das stimmt nicht. Was sagst du dazu? Also ich habe geschaut, ich kenne gesagt den Hadith nicht. Ich werde das auch prüfen. Aber da steht, they are from them. So, ja, also genau, da steht die, nur, die sind von du ihnen. Du siehst ja, der Mohammed wurde gefragt, ja Mohammed, wir in unseren nächtlichen Angriffen sind ja auch Frauen und Kinder darunter. Was machen wir denn? Ja, hat er gesagt, die sind von ihnen. Kein Problem. They are from them. Kann auch einen Grund gehabt haben. Ich weiß es gerade nicht. Es kann auch einen Grund gehabt haben. Dass die vielleicht, wenn die älter werden, Allahu Alam, irgendwas. Aha, siehst du jetzt, wenn wir so reden, Allahu Alam, vielleicht, wenn sie später, du hast doch gerade zu uns gesagt, Frauen und Kinder sind verboten. Schau mal, ich habe dir am Anfang gesagt, wenn ich etwas nicht kenne, dann kann ich nicht darüber reden, so. Ja, anscheinend kennst du sehr vieles nicht. Ja, aber das muss ich prüfen und dann komme ich nochmal, inshallah. Warte ganz kurz, ich möchte dir noch zeigen, dass Mohammed 12-Jährige enthaupten lässt. Ja, Estaghfirullah, sehr gut. Estaghfirullah, sagt er. Ja, weil du das nicht ertragen kannst, ne? Jami At-Tirmidhi 1584. Sunan An-Nasai, Hadith 3429, der ist Mutawatir, mehrheitlich übersetzt, der ist stark. Wahnsinn. Mohammed hat wirklich Kleinstkinder Nacken therapieren lassen. Wahnsinn, ne? Da, wo Schambehaarung eingetroffen ist, es könnte auch sein, dass zum Beispiel 10-Jährige darunter waren. 9-Jährige, wo eventuell so ein bisschen Schambehaarung eingesetzt war. Jetzt geht er das nachprüfen. Heftig, ne? Sunan An-Nasai 3429, dann haben wir Jami At-Tirmidhi 1584, dann haben wir Sunan Ibn Majah 1541, das ist also ein starker, sehr, sehr starker Hadith, Mutawatir, mehrheitlich überliefert. Da gibt's nichts dran rumzurütteln. Na, das war's. Seht ihr, was für eine verquirlte Sichtweise er über den Islam hat?
Das ist das Problem. Okay, und jetzt noch zu einem Vers in der Bibel. Warte, habe ich recht? Habe ich jetzt recht gehabt? Also so wie es jetzt augenscheinlich klingt, kann es sein. Also das kann sein, das muss ich ehrlich sagen. Ich prüf das alles. Und, Was hast du mit deinen Augen gelesen? Nein, ich habe jetzt einen anderen Hadith geschaut. Was hast du gerade gelesen, was ich dir gerade gesagt habe, Jami at-Tirmidhi 1584? Das habe ich nicht gelesen, ich war etwas anderes am Lesen. Ja, bitte kannst du mal kurz rausgehen und lesen, dass Mohammed Kleinkinder nackt therapieren lässt. Nochmal den Hadith. Ja, gebe ich dir, kein Problem. Der ist Mutawatir, der ist also mehrheitlich übersetzt worden. Das findest du in Jami at-Tirmidhi. Warte, der Hadith ist in Sunan an-Nasai 3429. Sunan an-Nasai 3429. Das ist heftig, ne? Was der gute Junge, der hatte ein noch normal funktionierendes Gehirn. Das kann er auch nicht akzeptieren, einfach so, ne? Weil das, was zum Beispiel seine Gelehrten ihm über Mohammeds Leben und Mohammeds Taten berichtet haben, passt also nicht zu dem, was er die ganze Zeit in seinem Hinterkopf hatte, was er gelernt hat. Jetzt auf einmal kommt das natürlich raus mit dem Internet, ne? Dass der Mohammed sowas angeordnet hat. Viele Muslime, Millionen von Muslimen wissen das nicht. Die denken, Mohammed war so der beste Mensch, Al-Insan Al-Kamil, also der Vollkommenste, der Gerechteste, der Beste. Und das ist also das Gerechteste, das Vollkommenste. Da steht, dass eine Person gesteinigt wurde, wenn ich das gelesen habe. Was geht es da? Also ich habe nur gelesen, dass eine Person gesteinigt wurde. Warum lügst du gerade so? Ja, Jami at-Tirmidhi 1429, was du gelesen hast. Nein, siehst du hast mir noch nicht mal richtig zugehört. Du hast gesagt, Jami at-Tirmidhi 1429. Nein, nicht mal Jami at-Tirmidhi hast du richtig von mir gehört. Das kann doch nicht wahr sein. Jami at-Tirmidhi 1584, bitte. Aha, ich habe etwas mit 1429 gehört. Ja, betet für ihn. Er scheint ein guter zu sein. Der das wenigstens prüft und nicht so arrogant daherkommt. Ne? Möge der Herr Jesus Christus jeden einzelnen von euch segnen. Ich liebe euch von Herzen. Wir werden nie aufgeben, die Wahrheit zu sagen. Niemals! Denn die Wahrheit hat einen Namen, Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde, um für uns zu bezahlen. Keine Religion, nur der Herr. Amen. Danke, ihr Lieben, vielen Dank. Möge der Herr Jesus Christus jeden einzelnen von euch wirklich in seinem Leben das geben, was er braucht. Amen. Okay, also ich habe die Erklärung im Hadith gesucht und ich habe sie gefunden. Ja. Und da geht es, die ihren Vertrag gebrochen haben. Und im Islam zählt eine Person ab der Pubertät als ein Mann. So. Also siehst du, Kleinkinder, die wohl ein bisschen Haare schon an ihrem Intimbereich waren, wurden nackt therapiert.
Aufrichtigem Herzen. Jetzt frage ich dich aus dem aufrichtigen Herzen. Wenn Mohammed, wenn du zu der Zeit gelebt hättest, wenn Mohammed gelebt hätte, du bist mit deiner Familie dort ganz normal am Leben, auf einmal kommt Mohammed mit seinen Sahabern und greift dein Dorf an, nimmt dich gefangen, vergedingst, du weißt schon, wie in Sure 424, vor deiner Frau macht er das. Und dann nimmt er dich gefangen, macht Nackentherapie mit dir und Nackentherapie mit deinem kleinen Kind, da, wo ein bisschen schon Haare gewachsen sind. Und das nennst du den besten Menschen der Welt? Also zuerst mal, das, also im Islam zählt ja eine Person ab der Pubertät als Mann. Und das steht auch in der Bibel. Also ein Pubertierender ist ein Mann, oder? Stimmst du mir dazu? Was ist pubertierend? Was meinst du mit pubertierend? Also wenn er den ersten... Samenerguss bekommen. Das steht so nicht da, nein. Aber das ist ja ungefähr das Alter. Ich will nicht ungefähr hören, vielleicht oder so. Wir haben hier eine Aussage von deinem eigenen Alter. Okay, jetzt lass mich erklären. Also diese Menschen, die haben ihren Vertrag gebrochen. Die haben den Schutzvertrag gebrochen. Ein Kind hat seinen Vertrag gebrochen. Das ist kein Kind. Das zählt nicht als Kind im Islam. Okay, was hat dieser Junge getan, wo ein bisschen Schamhaare gewachsen ist? Was hat das getan? Kann auch sein, also ich weiß es eben nicht, was genau passiert ist, aber die haben wahrscheinlich sich am Krieg beteiligt. Die haben sich am Krieg beteiligt. Ein 12-jähriges Kind beteiligt sich am Krieg, 10-jähriges? Ja. Oder hängt das an die Bühne? Oder hat das richtig Angst und Panik vor Mohammed und den Sahaba? Früher hat man schon viel früher gekämpft, so, und das war auch im Mittelalter. Ja, natürlich, um diesen Wahnsinn zu rechtfertigen, richtig? Damit du weiter im Islam bleibst. Okay, wann haben dann im Mittelalter die Menschen gekämpft? Die haben auch gekämpft, als sie noch kleine... Du musst also reif sein, sowohl physisch als auch geistig. Du kannst ja nicht einfach einen 10-jährigen Jungen als geistig reif betrachten. Aber der Mohammed macht das ja, weil er auch ein geistig unreifes Kind geheiratet hat, das mit Puppen gespielt hat. Würdest du denn ein Kind heiraten, das mit Puppen gespielt hat? Schau mal bitte. Vor 500 Jahren wurden diejenigen, die schon laufen konnten, wurden zur Arbeit geschickt. So, und das ist normal, und die haben auch gekämpft, diese Ritter und so weiter. So, jetzt geht's ins Lächerliche. Komm, ich bitte nein, dich. Das ist nur, das bitte ist nur Geschichte. Ich rede jetzt ich nur von Geschichte. Dich. Ich bitte dich, es wird langsam lächerlich vor 500 Leuten. Ich bitte dich. Okay, wenn jemand seinen Vertrag bricht, okay, seinen Friedensvertrag. Wie kann ein 10-jähriges Kind seinen Friedensvertrag brechen? Ich bitte dich, hör auf damit. Da steht da 10-Jähriger, da steht. Ab wie vielen Jahren setzt denn das die Haare im Schambereich ein? 12, 13, so. Ja, es kann aber auch Kinder geben, die so zum Beispiel auch 10 sind und wo Haare gewachsen sind. Was machen wir denn dann? Das ist jetzt Vermutung, jetzt vermutest du. Ja, aber es gibt doch Kinder, die zum Beispiel mit 10 Schamhaare hatten. Ja, aber dort vermutest du jetzt, also wir haben würdest jetzt du denn keinen Beweis. Würdest du denn 12-Jährige Nacken therapieren? Also zuerst mal, die haben ihren Vertrag gebrochen, das steht da. Und deswegen wurde dieses Volk auch vernichtet, weil sie ihren Vertrag gebrochen haben. Außer diese, die noch nicht in der Pubertät waren, die wurden am Leben gelassen. Und das hat auch einen Grund, sehr wahrscheinlich, aber den kenne ich jetzt genau nicht. Aber was ich gelesen habe vom Scharach, also von der Erklärung zu diesem Hadith, ist, dass die ihren Vertrag gebrochen haben. So. Was haben die denn da gebrochen? Wir kannten doch Mohammed gar nicht. Mohammed hat sie doch angegriffen, wir den Stand. Ist das der Judenstamm oder was? Banu Qurayza, genau. Das ist der Massaker an dem Stamm Banu Qurayza. Okay, das war mit Safia, oder? Ja, genau. Der hat Safia am gleichen Abend noch du weißt schon. Astaghfirullah, nein, die haben geheiratet. Die haben geheiratet. Geheiratet, habt ihr es gehört? Ja. Also Safia, du siehst, Safia selber wollte. Warte mal, kein Problem. Wir fragen mal alle hier im Chat. Wenn ihr seht, ihr ganzen Frauen, die hier drinnen seid, ihr Wundervollen, wenn ihr seht, dass euer Mann, eure Familie, euer gesamter Stamm ausgelöscht wird von diesem Mann, würdet ihr bei aller Liebe mit diesem Mann, der eure ganze Familie ausgelöscht hat, heiraten? Okay, einen Moment. Darf ich kurz erklären, bitte? Warte, bitte, lass mich kurz. Eine Minute, lass mich kurz erklären, bitte. Also, was hat Mohammed Safia angetan, sag mir. Also zuerst mal, der Prophet hat ihr angeboten, dass sie heiratet. Sie hat zuerst abgelehnt. Auf dem Rückweg nach Medina hat Safia von sich selbst aus gesagt, okay, ich will doch dich heiraten. Und dann hat der Prophet sie angenommen.
Das ist so passiert. Also sie hat sich das dann so auf dem Weg überlegt. Oh, ist ja nicht so schlimm, dass er meine gesamte Familie ausgelöscht hat, meinen Mann Kinana gefoltert hat und ihm dann durch Mohammed bin Maslama den Nacken therapieren hat lassen. Auf seiner Brust hat er ein Feuer entfacht und hat ihn gequält und so. Das war überhaupt gar kein Problem. Okay, ich habe es mir doch mal anders überlegt. Mohammed war ein sehr, sehr toller Mensch. Ich werde mit ihm heiraten. Sag mal, hast du überhaupt noch ein Gehirn da oben oder was? Nein, okay. Was wurde denn Moses befohlen? Was wurde Moses befohlen in der Bibel? Ich gehe jetzt nicht vom Thema ab. Einen Moment, das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche, was bei euch passiert. Nein, das ist nicht das Gleiche, Mann. Das ist nicht das Gleiche. Es ist sogar noch schlimmer. Es gibt Anweisungen im Deuteronomium, im fünften Buch Mose. Du kannst nicht einfach eine Frau nehmen und sie so wie der Mohammed das getan hat. Amir, einen Moment bitte. Also Moses wurde befohlen, alle zu töten aus dem Stamm, außer die Frauen und diejenigen, die noch nicht Unzucht getrieben haben, die nicht gesündigt haben. Okay, und diejenigen, die schon einen Mann hatten, die durfte man töten, genau? So, genau. Oder? Diese Leute haben gesündigt. Dann hör Verstehst du, damals haben die Leute miteinander sehr, sehr schlimme Dinge getan, Bruder mit Schwester Juden und alles. Die Juden waren noch schlimmer. So. Hier geht es darum, dass die Leute bestialische, satanische Praktiken durchgeführt haben, mein Lieber. Das kannst du doch nicht gleichsetzen mit einem jüdischen Dorf, das Mohammed überhaupt nichts getan hat. Die haben Mohammed sallallahu alaihi wasallam verraten. An was? An das zweite Volk, das mit dem Propheten Krieg hatte. Aber das weiß ich nicht genau, wie es heißt. Aber du weißt, was ich meine. Diese Leute waren ganz normal friedlich am Leben, haben ihre Kamele getränkt. Und Mohammed hat nach und nach diese ganzen jüdischen Dörfer angegriffen. Aus irgendwelchen Gründen. Weil Das steht doch in der Erklärung zum Hadith. Und es gibt auch andere Hadithe, in denen es steht, was die Juden ihren Vertrag gebrochen haben. Die versuchen gerade diesen Wahnsinn zu erklären. Ja, aber da gibt's nichts zu erklären. Man sieht den Wahnsinn direkt. Du kannst nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam für etwas kritisieren, was bei dir an Moses befohlen wurde. Wenn er ein Prophet wäre, dann müsste er doch genauso handeln wie Moses, oder nicht? Okay, was hat denn Moses gemacht? Er hat alle Moses getötet. Wurde befohlen, diese Frauen mitzunehmen und einen Monat lang nicht anzufassen oder sonstiges. Sie soll trauern über ihre Familie. So sieht's aus. Und Mohammed hat die Gesetze aus dem Alten Testament gebrochen und hat nach Sure 4, Vers 24 befohlen, vor den Ehemännern mit denen Frauen zu verkehren. Und sag mir nicht, dass ich lüge. Okay, willst du jetzt mit der Zeitehe kommen? 21,55, schlag den Hadith bitte auf. Okay. Bitte, bevor du jetzt Hadithe da bringst und Hadithe da. Also ich kenne den Krieg ungefähr umfassend, allgemein kenne ich den Krieg, was da genau passiert ist. So, Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat diese Juden angegriffen, weil sie den Propheten verraten haben. Sie haben dafür gesorgt, sie haben ihn verraten und das steht auch im Tafsir von Ibn Kathir. Wer sagt dir sowas, dass sie den verraten haben? An was und an wen? Ja, sie haben dafür gesorgt, dass... ich weiß nicht mehr. Es gab ein zweites Volk, die auch mit dem Propheten Krieg hatten in dieser Zeit. Und sie haben... Kann es sein, dass Mohammed diese ganzen Dörfer einfach so angegriffen hat, so wie die Gelehrten das auch sagen? Warum lügst du gerade so? Nein, du kennst den Krieg. Ich muss das dir nicht erklären. Du kennst, was da ungefähr passiert ist. Nein, Mohammed ist einfach losgezogen, Aslam Taslam. Er hat in Medina seinen ersten islamischen Staat gegründet und hat angefangen, die Juden auseinanderzunehmen. Er hatte einen Friedensvertrag mit ihnen und sie haben ihn gebrochen. So. Ach, sie haben ihn gebrochen. Warum setzt der Mohammed überhaupt Friedensverträge? Wer ist das denn, dass der Friedensverträge setzt? Diese Leute haben da in Frieden gelebt. Vor was sollen sie denn geschützt werden? Vor Mohammed und seine Leute. Ja, und sie müssen die Jizya bezahlen. Das ist ja auch ein Teil. Habt ihr es gehört, ihr Lieben? Damit man jetzt auf einmal kommt die Wahrheit. Sie müssen die Jizya bezahlen. Habt ihr das gehört? Bitte, lass mich bitte kurz ausreden. Und du kannst auch gleich deinen Punkt bringen. Also zuerst mal, das war ja, du weißt ja, die Scharia, die wurde ja eingeführt. Also bevor es die Scharia gab, gab es diese Kriegszeiten so. Und ab dem Moment, ab dem die Scharia kam, war für jeden Frieden, man muss die Juden und die Christen müssen die Jizya zahlen und die Muslime müssen die Zakat bezahlen. Und wenn ein Muslim die Zakat nicht bezahlt, dann wird er genauso bestraft wie ein Jude, wenn er nicht die Jizya bezahlt. Und das Aber ich möchte nicht dein islamisches Gesetz über mein Volk und alle haben, okay? Ich will nicht dein Allahs-Gesetz über mich haben. Das ist deine Meinung. Haben die Juden ja so gedacht. Das ist deine Meinung. Aha, meine Meinung. Also sollen wir dir das aufzwingen? Sollen wir dir christliches Recht aufzwingen?
Oh mein. Siehst du, was du da machst? Siehst du. Selbst die Verwirrtheit ist schon verwirrt bei dir. Du lässt mich aber gut, dass du es zugegeben hast. Habt ihr gesehen, wie jetzt, dass die Leute Jizya zahlen mussten, um am Leben zu bleiben? Kein Wunder, dass die sich gewehrt haben und Mohammed versucht haben, alles entgegenzubringen, um ihn aufzuhalten. Aber Mohammed war viel, viel stärker. Ja, und diejenigen... Schau mal, bitte einen Moment, lass mich ausreden, okay? Wenn ein Muslim die Zakat nicht bezahlt, er wird genauso bestraft wie ein Christ, wenn er die Jizya nicht bezahlt. Kein Problem, wenn der Mohammed das innerhalb seiner Leute macht. Aber warum will er die Dörfer angreifen und islamisches Recht ihnen aufzwingen? Weil das eine Offenbarung ist von Allah. Ah, da haben wir es. Und das war, für eine bestimmte Zeit. Wer ist dieser Jibril, den Allah geschickt hat? Jibril a.s. ist einer der größten Engel, so. Aber du bringst ein Thema nach dem anderen. Lass mich doch auf eins antworten. Ich will dir nur sagen, war es dieser Engel, der Mohammed befohlen hat, die Juden anzugreifen? Ja oder nein? Es war Allah. Ja, wer, okay, Allah war das. Wen hat er da hingeschickt? Jibril. Jibril ist der Offenbarungsträger. Aha, sehr gut. Allah schickt Jibril. Okay. Und das, der hat zu Mohammed gesagt, ey, Mohammed, die Leute wollen dich angreifen. Geh hin und mach dieses Dorf platt. Wer ist dieser Jibril? Gesagt. Nein. Ich verstehe dein Problem nicht. Ich habe ein Riesenproblem mit Jibril. Also wer ist dieser Problem mit der... Mit der Mohammed einfach befiehlt. Jibril ist ein Engel. Jibril ist ein Engel, der jeder Muslim liebt. Und jeder, der Jibril zum Feind nimmt, den nimmt Allah auch zum Feind. Und Allah sagt das im Koran. Ja. So. Wer ist denn dieser Jibril? Ist es Engel Gabriel? Ja, Engel Gabriel. Also bei euch ist der Gabriel, bei uns ist es Jibril. Meinst du, der Gott des Universums, der seinen Engel Michael, Raphael und Gabriel schickt, würde sein eigenes Volk hassen? Also welches Volk meinst du? Jüdische Volk. Du weißt ja, nach Altem Testament ist ja das jüdische Volk der Augapfel vom Herrn. Und die Engel Gottes haben ja das Volk Gottes immer durch Gezeiten auch mit unter anderem geführt, ne? Die Engel sind also nicht diejenigen, die Juden hassen, richtig? Das würde ja Gott widersprechen. Sein eigenes Volk. Der Islam hat alle anderen Religionen abrogiert. Und das weißt du auch. Die wurden abrogiert durch. Thema. Hallo, bitte, mach mal. Bitte. Das ist ja das Thema. Ich will jetzt deine Bibel nehmen. Engel Gabriel ist nicht Jibril und Jibril ist nicht Gabriel. Denn Gabriel wurde vom wahrhaftigen Gott geschickt und dieser Gabriel hasst bestimmt nicht das Volk Gottes. Das ist meine Meinung. Gott hasst doch nicht sein Volk. Allah, schau mal, Jibril hasst denjenigen, den Allah hasst. Wenn Allah jemand hasst, dann hasst Jibril. Ja, aber wer ist denn Allah und Jibril? Das widerspricht, also ist Allah nicht der Gott der Bibel? Also zuerst mal, du weißt, was wir Muslime über die Bibel, über eure alten Neues Testament sagen. Ich muss dir das nicht erklären. Ich verstehe nicht, warum du so ein Drama machst. Ich mache ein Drama, weil Gott sich nicht widersprechen würde. Wenn er also sein Volk liebt, so müssen ja auch die Engel Gottes das Volk lieben. Und nicht, sie sind die Feinde der Juden. Was ist das? Die Engel sind die Feinde von Juden? Wir glauben nicht an das jetzige Alte Testament. Okay, ist der Engel Gabriel der Feind der Juden? Aha, siehst du, und das passt nicht zum Engel Gabriel aus der Bibel, weil er ist nicht der Feind der Juden. Dein Jibril ist Al-Abiyad. Weißt du, wer Jibril ist? Al-Abiyad. Wir glauben nicht an die Bibel. Der Weiße, ein Dämon. Wir glauben nicht an die jetzige Bibel. Wir glauben nicht an die jetzige Bibel. Ja, ihr glaubt dann überhaupt gar nichts, das ist das Problem. Ihr glaubt nur an Kamelurin. Astaghfirullah, Hezekiel 4,12. Ja, genau. Hezekiel 4,12 ist besser als Kamelurin. Das ist besser als Kamelurin. Ja, genau. Das ist besser als Kamelurin. Sehr, sehr schön. Das ist, Kuhkaka ist besser als Kamelurin. Ja, das ist besser zum Verdauen. Ich habe dir schon einige Sachen jetzt gegeben, jetzt wirst du schon wieder lächerlich. Ja, schau mal, wenn du zu mir respektlos bist, dann bin ich auch zu dir respektlos. Das ist ein Teil deiner Religion. Der Mohammed hat gesagt, wenn ihr das unerträgliche Klima in Medina nicht aushält, dann geht und trinkt Kamelurin. Was ist das denn bitte? Schau mal, das war kein allgemeiner Hadith und das hat auch Anas Islam erklärt. Kannst du mal bitte sagen, erzähl mir die Hadith 2042 aufschlagen.
Anas Islam hat dir das erklärt, als Ganz, er hier oben war. Anas Islam kann überhaupt nichts. Er hat ein Problem damit, dass Aisha Puppen gespielt hat. Schau mal, du nimmst ein Thema, bitte. Okay, bleiben wir jetzt beim Kamelurin, bitte. Okay. Das Kamelurin, das ist nicht ein allgemeiner Hadith. Das ist ein Hadith, der war für eine bestimmte Zeit. Das hat der Prophet Menschen gegeben, die Wüstenfieber haben. Aha. Und nicht einfach für jeden, jeden kann, kann nie, das ist eine Verdrehung. Du verdrehst den Hadith und sagst, ja, das ist allgemein, jeder kann jetzt Kamelurin trinken. Aber also die Leute, die zum Beispiel deine Geschwister, die nach Saudi-Arabien jetzt pilgern und dort Kamelpipi trinken, also Schiuchs, mit Milch gemischt, würdest du sagen, ihr seid das allerletzte Haufen Müll oder würdest du sagen, ist okay? Das ist ihre Entscheidung, aber sie handeln nicht nach dem Hadith, weil der Hadith ist nicht allgemein. Also du willst mir sagen, dass zum Beispiel ein Scheich nicht nach dem Hadith handelt und das für Sunna erklärt, zum Beispiel gegen das unerträgliche Klima dann einen Schluck Kamelurin mit Milch zu mischen? Der Hadith ist nicht allgemein. Wir können einen Scharach. Kannst du mal bitte Jami At-Tirmidhi Hadith 2042 aufschlagen? Du musst mir diesen Hadith nicht bringen. Ich kenne schon die Erklärung. Das ist nicht allgemein. Ich weiß nicht allgemein. Siehst du, so ist das. Also diese ganzen Leute, die zum Beispiel Kamelurin trinken, was machen sie, was verkehrt oder nicht verkehrt? Also schau mal, wenn jemand das trinkt, ich kann nicht sagen, das ist Haram, aber ich sage, es ist nicht Sunna, weil dieser Hadith ist nicht allgemein. Ja, aber warum sagen denn deine Muslime, das ist halt sogar Krebs? Weil es dazu Aussagen gibt. Was denn von Dr. Sheikh, Dr. der Kamelurin-Universität oder was? Da kannst du nachschlagen. Das kannst du nachschlagen, das steht. Ich danke dir also von ganzem Herzen. Ich danke dir, das war schon wieder viel zu dir. Dankeschön. Lass mich noch eine Sache, bitte. Aha. Ich sage dir noch eine Sache, komm. Langsam wird's lächerlich. Die Leute erzählen mir von Kamelurin heilt Krebs. Der sagt, das ist, nee, du kannst du doch nicht einfach so trinken und so. Die Leute wandern aus, so zigtausenden trinken das in Videos, zeigen sie uns, wie wundervoll das ist. Und der schämt sich in Grund und Boden, ne? Und Mohammed sagt in Jami At-Tirmidhi Hadith 2042, wenn ihr gegen das unerträgliche Klima so Abhilfe verschaffen wollt, dann trinkt Kamelurin. Ja, ich lass dich ausreden. Komm, jetzt kannst du ausreden. Echt. Kann doch nicht wahr sein. Lass lieber auch andere mal rein. Du hast genug geredet. Du hast dich in Grund und Boden geredet. Warte mal, ich bin live. Hallo, Gott segne dich, mein Freund. Ich auch, mein Freund. Alles gut? Ja, alles gut bei dir. Jetzt wunderbar. Sag mal, Armin, ich habe mir wieder zugehört. Sag mal, kennst du dieses Buch? Also meine Nachbarin, die war, hat in der Bezirksregierung gearbeitet, so eine ältere Dame. Und ich habe mich einfach mit ihr über Religion so unterhalten, so am Zaun. Da sagt sie, sie hat ein Buch über Mohammed. Vielleicht, was für ein Buch? Ja, das ist 800 Seiten. Das heißt auch Mohammed. Und ich habe gesagt, was steht denn da drin? Sie so, das war ein Bandenführer. Bandenführer, wie sie das anhört. Nee, ich habe gesagt, wie ein Bandenführer. Sagt sie ja, da steht nur, da macht nur kriminelle Sachen, hat er gemacht. In jeglicher Form. In jeglicher Form. Das Buch heißt Mohammed, 800 Seiten stark, wollte ich dir nur sagen. Oh, das ist aber nett. Ja gut, mittlerweile kannst du ja alles über Mohammed im Internet finden. Ist ja alles offen. Aber sie ist eine Religionsbeauftragte gewesen. Genauso wie ich auch Religionsbeauftragter bin. Ich bin Jugendschutzbeauftragter. Aber sie hat gesagt, sie hat sowas noch nie gelesen, sowas Schlimmes. Ich bin auch Kamelurin-Beauftragter, wusstest du das? Ich weiß. Kamelurin für uns alle. Okay, mein Lieber, Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Pass auf dich auf, mein Bester. Danke, ciao. Kamelurin für euch alle. Kamelurin. Trinkt das für das unerträgliche Wetter. Gänsehaut. Ich gehe bei The Voice. Ich gehe bei Ballermann Hits mal Wind machen, genau. Ballermann Hits 2024 mit Dr. Sheikh Abu Amir oder diese Bravo Hits, kennt ihr das noch? Da bin ich bei Labu schon so, ne? Na 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 na.
Das ist so dick. Voice of Jesus. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ja, was kann ich für dich tun? Also, da geht's ja immer ziemlich ziemlich ab hier irgendwie, ne? Ja, irgendwie geht's immer ziemlich ab, ne? Bei Dr. Sheikh Abu Amir ist immer die Party los hier. Es ist immer Party. Womit kann ich Ihnen dienen? Meine Therapiestunde hat begonnen. Wo drückt's denn? Hören kannst du mal. Ja, möchtest du einen Kamelurin-Song? Nee, alles gut, Bruder. Ich will dir einfach nur was. Nee, alles gut, ich hab schon. Jesus, Bruder, ich bin ein Bruder im Glauben. Also ich habe nichts mit dem Islam zu tun, Bruder. Aber ich habe eine muslimische Frau damals geheiratet, Bruder, die ihr Leben Jesus gegeben hat, weil sie gesehen hat, damit Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Halleluja. Wundervoll. Deine Frau ist eine sehr gute Frau. Und was ich so interessant immer hier finde, ist, wie die Menschen versuchen, oder wie man sieht, Bruder, wie dieser Geist, dieser muslimische Geist, dieser Geist, der verwirrt auf den Menschen haftet und sie trotzdem, trotz allem, wenn Wahrheit hineingesprochen wird, sie trotz allem irgendwie versuchen, da ihr Ding raus. Kriegst du die ganze Zeit Anrufe oder was ist da los hier bei dir? Menschenskinder, du. Wir kommen gleich. Ich weiß nicht, ob das mein Handy ist oder so, ich weiß es nicht. Ja, bekommst du Anrufe oder was ist das? Nee, das ist irgendwie, bricht immer so ein bisschen ab, keine Ahnung warum. Weiß ich nicht, was das ist. Ich wollte dir einfach nur sagen, was ich dir einfach nur sagen wollte in der Sache ist, oder beziehungsweise alle anderen, die vielleicht jetzt noch hier reinkommen und versuchen, Mohammed gut zu reden und das alles super zu reden. Man sollte sich, glaube ich, ein bisschen mehr mit der ganzen Sache beschäftigen. Und ich glaube, es gibt eine einzige Sache, die alles entmachtet mit dem, was die Menschen hier sprechen. Wer leugnet, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der leugnet Gott. Ja. Und wenn Jesus Christus nicht für uns am Kreuz gestorben wäre und sein Blut für jeden Einzelnen gelassen hätte, dann hat das alles, was diese ganzen Schriften und was die Leute sagen, hat alles keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Die können, dem Wort kannst du nichts hinzugeben und nichts wegnehmen. Das muss man sich mal bewusst machen, welchen Menschen, beziehungsweise Mohammed war ein Kaufmann, der sich selber irgendwann mal, der so wahnsinnig war und sich selber als den größten Propheten Gottes bezeichnete, der veranlasst hatte, dass Kinder versklavt werden, Frauen geschlagen werden, ja. Alles so eine Geschichten, wie man dann da immer noch so groß von diesen Menschen reden kann, so, ne. Also das ist für mich immer noch so unbegreiflich, wie man da noch in diese Diskussion reingehen will. Das ist das, was ich meine, weißt du? Danke dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich danke dir auch, mein Bruder. Aber ich finde es gut mit dem The Voice. Ja, siehst du, habe ich doch gesagt. The Voice ist gut. Ich habe früher auch mal gesungen. Mein Name ist Menowin, Bruder. Menowin? Ja, ich habe früher mal gesungen. Ich habe mal Musik gemacht in der Öffentlichkeit und so. Ach so, Mr. Fröhlich, ne? Man kennt mich, genau. Ah, okay, du bist das. Ach so. Ja, genau. Ich heiße Voice for Jesus, Bruder, deswegen. Voice for Jesus, aha, der Menowin. Ja, genau. Sehr gut. Ich habe damals habe ich dich noch gesehen gehabt, als du gegen den Mersat da angetreten warst. Im Finale, das war heftig, ey. Wann war das? 2012, ne? 2010, Bruder, war auch alles. Siehst du mal, wie das alles gekommen ist, Bruder. Ich glaube, wenn das alles anders gekommen wäre, Bruder, hätte ich niemals das so machen können, wie ich das jetzt mache, Bruder. Und ich habe mein Leben Jesus gegeben, Bruder. Hat mein komplettes Leben. Ich hoffe natürlich, dass du gefestigt bist im Glauben, ne? Nicht, dass du wieder so hin und her wie eine Meereswoge hin und her gepeitscht wirst, ne? Nein, ich glaube, das war so ein bisschen bei dir im Leben so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, ne? Ja, sehr oft, natürlich. Okay, sing uns mal einen Song. Beeil dich, komm. Mach mal einen schönen Song. Das ist doch schon ein bisschen lange her, Bruder, mit dem Singen. Ich sing dir einen Song. Kamelurin, nimm einen Schluck davon, Kamelurin. Ja, den hab ich schon gehört.
Wie fandst du den? Also weißt du ja, also ja, wenn du so einen Song noch mal bringst. Ich geh zu Dieter Wohl. Aber weißt du, also könntest du dir mal einen Song aussuchen, ja. Der Herr segne dich, Bruder. Dich auch, mein Lieber. Gott segne dich, wenn du willst, ja. Danke dir, mein Bruder. Ciao. Ciao, ciao. Ja, seht ihr? Alle sind sie da. Wie fandet ihr meine Einlage? Melorin! Stell dir mal vor, ich gehe da so hin und mach's auf Michael Jackson mit Kamelurin. Kamelurin! Was krank! Hallöchen! Was ist das? Warum hast du deine Maske an? Was soll's? Du machst mir Angst. Das Matchen. Ja klar wollen wir matchen, das sicher doch. Kennst du den neuen Trend hier auf TikTok? Kamelurin-Match? Immer wenn die sagen, wollt ihr matchen, sag ich, ja, ja. Kennst du den neuen Trend? Wollen wir den neuen Trend mal machen? Kamelurin-Trend? Unglaublich. Das kannst du keinem erzählen, was hier los ist. Auf TikTok hält man das nur so aus. Hallo. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Ebenso, danke schön. Ja. Ich habe nur tatsächlich eine ganz schnelle Frage. Ja. Und zwar, das Jahr 2024 gilt ja als Referenzjahr nach Christus. Mhm. Und das gilt ja auf der ganzen Welt, oder? Sehe ich das mal richtig? Was meinst du? Worauf willst du denn hinaus? Die Frage ist, wieso auch muslimische Länder im Jahr 2024 leben. Das würde mich mal interessieren. Die haben ein ganz anderes Jahr bei ihnen. Ne? Die gehen ja nicht nach Christus, sondern nach der Hijra, nach der Auswanderung nach Medina. Und das ist zufälligerweise das gleiche Jahr, oder? Ja, umgerechnet halt. Ne? Die rechnen es dann halt um. Ne? Aber sie haben jetzt beispielsweise, ich weiß nicht, was es im Iran ist, Iran dürfte jetzt, glaube ich, 1300 und noch was sein. Zeitrechnung, 1375. Ein bisschen weit weg. Und dann habe ich noch eine kurze Frage. Und zwar wurde vorhin erwähnt, dass in der Bibel stande, dass Frauen, wenn die Röcke tragen, sich den Kopf scheren sollten. Wenn sie sich nicht bedecken wollen. Ah, okay. Ich habe das mal nachgeschlagen und mit Kopfscheren meinte man nicht den Kopf abhacken, sondern abrasieren, Haare schneiden. Nein, genau, der meinte Haare das auch. Abrasieren. Aber der Apostel Paulus sagt ja nicht, dass es ein Muss ist. Man muss ihr die Haare, man sollte, aber es ist kein Muss. Soll und Muss sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dann liest man weiter und dann ergibt das einen ganz anderen Sinn. Man muss nur weiterlesen. Denn der Frau sind die Haare als Schleier gegeben worden. Man darf nicht einfach aufhören zu lesen, sondern muss weiterlesen. Richtig. Ja. Okay, das war's schon. Ja, alles klar. Ich bedanke mich. Gott segne dich. Dich auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ex-Muslim, ich muss kurz raus, ich höre dich nicht, hast du einen Fehler, okay? Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Gerade will er noch rein und jetzt will er raus. Hi. Gott segne dich. Gott segne auch dich, mein Lieber, alles gut? Ja, bei dir? Ja, auch, danke dir. Wie läuft's in deinem Glaubensleben? Sehr schön, sehr gut, wunderprächtig. Ja, sehr, sehr gut. Das ist ja fabelerregend. Wundervoll. Ich hätte eine kleine Frage bezüglich der Ehe. Ist die Ehe vollkommen, also ist die Ehe vor Gott vollkommen, wenn man standesamtlich geheiratet hat? Oder ist das ein Muss, dass man in einer Gemeinde noch heiratet? Wenn du vor der Obrigkeit geheiratet hast, gilt das vor dem Herrn. Das gilt. Du kannst zusätzlich nochmal in der Gemeinde heiraten als Beweis nochmal vor den ganzen Geschwistern, dass ihr das als
Feier unter Geschwistern dann nochmal zelebriert. Ne? Aber wenn du dich der Obrigkeit nach Römer 13, das habe ich auch Roger Liebe gefragt, er meinte auch, er sagte auch so, wie ich das genauso in meinem Kopf hatte, dass nach Römer 13 die Obrigkeit als erstes sich unterordnen muss und dann vor der Gemeinde. Okay, aber das heißt, wenn ich jetzt nur standesamtlich geheiratet habe, dann ist das aber schon gültig, oder? Natürlich, wenn du vor dem Standesamt geheiratet hast, bist du verheiratet vor dem Herrn. So ist das. Okay, weil das Ding ist, Die Ehe ist gültig. Die Ehe ist sofort gültig, sobald du standesamtlich heiratest. Oh, okay, weil ich habe mit einem Bruder gesprochen. Er meinte, nee, das ist Unzucht. Du musst auch vor einer Gemeinde heiraten, sonst ist das Unzucht. Erstmal kommt die Obrigkeit. Erstmal ordnest du dich der Obrigkeit unter, nach Römer 13. Du gehst also standesamtlich heiraten, hast das beglaubigt auf Zettel. Du hast also eine Heiratsurkunde. So, du bist verheiratet auf Papiere, verstehst du? Und dann gehst du zu deinen Geschwistern und machst ein wundervolles Fest unter deinen Geschwistern in der Gemeinde und heiratest dann unter deinen Geschwistern. Dann nochmal, also dann als Symbol. Ne? Okay, aber wie kann ich das sagen? Aber ab dem Zeitpunkt, als ich standesamtlich geheiratet habe, kann man die Ehe komplett vollziehen. Ist das richtig? Natürlich, du kannst die Ehe konsumieren, natürlich. Du darfst mit deiner Frau dann Verkehr haben, schlafen. Und sowohl auch die Frau mit dem Mann. Okay, ja, danke, du hast mir geholfen, weil ich. Du bist mit dem Herrn als verheiratet, ja. Ja, vielen Dank, weil ich habe mit einem Bruder gesprochen. Er meinte zu mir, nee, das ist Unzucht. Dann war ich aber in meiner Gemeinde und habe die Leute da halt gefragt. Und die haben mir halt gesagt, nee, mach dir keine Sorgen und so. Wenn standesamtlich verheiratet bist, dann gilt das. Aber die haben halt auch gesagt, wir empfehlen dir so, halt das nochmal in der Gemeinde zu machen. Genau, so sieht's aus. Du bist vor dem Herrn verheiratet, vor der Gesellschaft genauso. Du hast dich also dem Herrn untergeordnet, nach Römer 13, so wie er es von dir verlangt. Und dann wirst du das nochmal zusätzlich, wenn du das auch möchtest, kannst du vor der Gemeinde, kannst du die Gemeindenmitglieder einladen, deine Geschwister und dir auch den Segen in der Ehe abholen, durch die ganzen Gebete und alles Mögliche an diesem Tag. Ne? Ist doch wunderschön. Oh, vielen Dank, du hast mir so einen Stein vom Herzen genommen, Armin. Vielen, vielen Dank. Na klar, Gott segne dich, mein Lieber. Du bist auf dem richtigen. Danke, danke schön. Gott segne dich, mein Lieber. Pass auf dich auf. Ciao, ciao. Wir hören uns. Okay, ciao, ciao. Oh, danke. Möge Allah uns recht leiten. Was ist das? Möge Allah uns links leiten. Moin. Hi. Hi, alles klar bei dir? Ja, alles gut bei mir und bei dir? Ja, ja, muss schon, muss schon. Muss, das Leben läuft hier irgendwie weiter, ne? Warum hast du denn ein Bild? Ich hab mal eine Frage an dir. Warte mal, warum hast du denn ein Bild, wo ein Mann und eine Frau ist? Ist das nicht zu wenig? Wieso zu wenig? Wieso, wie viel sollte ein Mann denn Frauen haben? Er fragt, warum ich ein Bild gemacht habe von einem Mann und einer Frau. Ja, hättest du Mohammed als Vorbild genommen, sein Gesicht als Licht gemacht, dann hättest du regulär 13, 12 Frauen und eine Kindsfrau dahin gemacht. Wenn du möchtest, kann ich dir das genau erklären, warum ich das nicht gemacht habe. Ja, warum hast du das? Genau, und zwar geht es darum, der Prophet, Frieden und Segen seien auf ihn, hat uns ermöglicht, und er war ja ein Vorbild für uns, um uns zu zeigen, wenn ein Mann sich entscheiden sollte, mehr als eine Frau zu haben, hat er Bedingungen gestellt. Also Gottes Wort hat Bedingungen gestellt. Das heißt, wenn man mehr als zwei Frauen, also mehr als eine Frau hat, muss man die andere Frau genau gleich behandeln wie die andere Frau. Also egal, was die eine Frau hat, so muss er genau mit der anderen umgehen. Und ehrlich gesagt, das weißt du, weiß ich und wissen viele Muslime auch, sowohl auch Nicht-Muslime, dass diese Möglichkeit, menschlich gesehen, eigentlich nicht durchsetzbar ist. Und deswegen hat er gesagt... Hallo. Darf ich kurz reingrätschen? Also du hast gesagt, dass Mohammed uns ein Vorbild ist und er sozusagen als bestes Beispiel vorausgeht, weil er die Frauen gut behandelt hat und keine auf die andere eifersüchtig war oder so, ne? Nein, nein, nicht. Es geht nicht um Eifersucht, sondern es geht darum, wenn angenommen jetzt Mohammed zwei Haushalte hat. Der eine Frau ist bei den anderen, also in einem Haushalt und der andere bei den anderen.
dann ist das so, er muss dann genau gleichberechtigt. Hörst du mich? Ja, geh mal bitte in einen anderen Raum, Mann. Ja, bin ich. Boah. So, jetzt noch einmal. Also es geht einfach darum, der Prophet, Frieden und Segen sein auf ihn, er hat durch ein Vorbild gezeigt, dass man die Frau, wenn man mehr als eine Frau hat, dass man die gleich behandeln muss. Ja, okay, und das warte hat er mal, uns warte dann, noch mal. Wenn du also alle ja. Frauen gleich behandelst, dann darf doch die eine auf die andere nicht eifersüchtig sein, richtig? Genau. Weil jetzt würdest du die ja gut behandeln, alle richtig behandeln, richtig? Genau. So, ich lese aber hier genau das Gegenteil. Sahih al-Bukhari, 74-84. Dein Prophet hat die Frauen nicht gleichberechtigt behandelt. Und hier heißt es, Aisha überliefert, ich habe noch niemals so eine Eifersucht gespürt in meinem Herzen, wie ich die für Khadija gespürt habe. Hm. Aber wenn ich aussprechen darf, mein Bruder, Eifersucht ist eine Unvollkommenheit und wir Menschen sind alle unvollkommen. Kinder, wenn man selbst Kinder hat. Dein Prophet auch? Nein, die Frauen waren unvollkommen. Ja, aber wäre dein Prophet vollkommen, hätte er doch die Frauen so behandelt, dass niemand auf jemanden eifersüchtig sein müsste. Also war er auch nicht vollkommen. Überleg doch mal, wenn der Teufel, die Bibel lehrt ja auch, wenn ich jetzt auf den Christentum übergehe, wenn die Bibel auch lehrt, dass sogar der Teufel Eifersucht empfand gegenüber Gott und er wollte selbst angebetet werden. Wo sind dann Menschen? Du musst immer versuchen, das aus einer menschlichen Perspektive zu sehen. Ist doch kein Problem. Dein Prophet heißt doch Al-Insan. Das ist nicht so, was ich da jetzt im Beispiel genau. Hast du irgendwelche Valium-Tabletten genommen oder warum redest du in Slow Motion? Wie nur Slow Motion? Das verstehe ich nicht. Warum redest du in Slow Motion? Du redest so, als hättest du irgendwelche Tabletten genommen und du bist total auf Valium. Ich habe da doch nur ein Beispiel genannt. Ja, deswegen sage ich dir, das, was du sagst, ergibt in der Realität keinen Sinn. Weil wenn der Prophet, wenn dein Vorbild, den du ja die ganze Zeit so hochhebst, der beste Mensch ist, der vollkommen ist, der über der Schöpfung steht sozusagen, dann müsste er ja die ganzen Frauen, mit denen er verheiratet war, so behandeln, dass keine auf die andere eifersüchtig wäre. Richtig? Ich habe dir ja erzählt, dass unter die Frauen eine Unvollkommenheit sind und unvollkommene Menschen. Aber erzählst du doch, dass er nicht unvollkommen ist. Also wenn er nicht unvollkommen ist, dann müsste er so eine Art und Weise, einen Charakter haben, wo die Frauen niemals aufeinander eifersüchtig sind, weil er sie alle gleich behandelt. Verstehst du es jetzt? Ja, guck mal, du schreist an und wenn ich spreche, dann verstehst du. Du wiederholst dich und verstehst das nicht. Ich habe da doch eben gerade ein Beispiel gemacht. Ich habe da ein Beispiel gemacht, dass selbst Engel nach der Bibel gesehen, dass selbst die Engel gesündigt haben und auf der Erde gekommen sind. Wo ist dann deine Argumentation, dass Menschen eifersüchtig sind? Selbst wenn Engel, wie erklärst du dann das? Erklär mir, wenn ich da diese Rückfrage stelle. Abi, guck mal, nochmal ganz ruhig. Ja. Guck mal. Ich will nochmal erklären. Ja, du sagst zu den Menschen und mir, dass Mohammed ein vollkommener Mensch ist. Das heißt, dass er perfekt ist. Richtig? Aber es geht ja nicht um den Mohammed. Du hast mich gefragt, warum die Frauen. Du sagst, dass der Mohammed der vollkommene Mensch ist. Also der reine, der perfekte, der fehlerfreie und, richtig? Mhm. So. Wenn er also der reine, perfekte, heilige Mensch ist und er auf einmal vier Frauen jetzt hat oder mehrere Frauen, dann musste er doch in der Lage sein, die Frauen so gut zu behandeln, dass keine auf die andere zum Beispiel eifersüchtig sein müsste, oder? Ich habe dir das noch einmal erklärt. Du hast mich gefragt, ich habe dir geantwortet. Was soll ich da denn noch was anderes sagen? Ich habe dir erzählt, dass die Menschen leider unvollkommen sind. Also die Frauen waren unvollkommen und natürlich sind die Frauen... Das habe ich doch verstanden. Aber wenn du jemanden als... Wenn ich zum Beispiel vollkommen wäre und du ein unvollkommenes Wesen, das habe ich doch verstanden, kein Problem. Aber ich habe doch die Fähigkeit, die Menschen so zu behandeln, dass sie nicht aufeinander eifersüchtig sein müssen, oder?
Genau, und Gott hat das ja auch gemacht. Gott ist vollkommen und trotzdem haben die Menschen untereinander gesündigt. Die Geschichte von Abel und Kain ist da wohl bekannt. Wir reden hier Verstehst gerade du? Nein, aber ich will da erklären, dass selbst Gott vollkommen ist in seiner Liebe uns gegenüber und trotzdem waren die Menschen nicht in der Lage, ihm zu dienen. Was erwartest du dann von einem Propheten Mohammed? Er hat die Frauen gleich behandelt, aber wenn die Frauen unter sich eifersüchtig waren, dann ist das nicht seine Schuld, genauso wie Gottes. Ah, das Genauso ist wie doch Gott seine nicht Schuld. schuldig ist, wenn die Menschen untereinander sich nicht verstehen. Gott hat uns alles gegeben. Er hat alles gegeben. Angefangen bei Abel und Kain. Kennst du ja Aha, die also Geschichte? dein Prophet Wenn wir ist. jetzt sagen, dass Wir Gott halten schuld mal ist, fest. Moment, Wir halten Moment, mal Moment, fest. jetzt stelle ich dir eine Frage. Können wir Dein jetzt sagen, Prophet. dass Gott schuld ist? Ja, aber siehst Dein du, guck mal, Prophet ist du also gehst der nicht beste drauf an. Mensch der Welt. Dein Prophet ist also der beste Mensch der Welt, der fehlerfrei ist, der alle Menschen gleich behandelt. Und doch sehen wir, dass der Mohammed die Menschen nicht gleich behandelt, weil er zum Beispiel die eine vor der anderen bevorzugt und die andere dann auf die andere eifersüchtig wurde. Sagst du, dass in dem Moment ist er vollkommen? Ist er vollkommen in dem Moment? Ist er Selbst vollkommen? Jesus Ist hat er vollkommen jeden. in deiner falschen Ausredesucherei? War er in dem Moment Moment. vollkommen und perfekt oder unperfekt und unvollkommen, als er die Frauen ungerecht behandelt hat? Aber guck mal, ich rede doch vernünftig, du schreist. Und dann sagst du zu mir, ich nehme Deswegen Medikamente. versuche ich dich zu Anscheinend fokussieren. Ich versuche zu fokussieren, mein Lieber. Ich bist versuche dich zu fokussieren, damit du verstehst, dass Mohammed die Frauen nicht gleichberechtigt behandelt hat. Ein kurzes Beispiel. Sure 66, Vers 1. Ein kurzes Beispiel. Hey, mein Lieber. Ich höre dir vernünftig Hör zu. zu. Du Hör musst zu. Ein nicht schreien. kurzes Das ist kein Beispiel. Ein Dialog. kurzes Beispiel, damit du verstehst. Sure Das ist die 66. christliche Liebe. Du übertönst mich ja. Das ist ja das Problem, mein Lieber. Hier, guck mal, lies doch deine Kommentare. Kein Problem. Ich achte auf gar keinen hier. Verstehst du? Hör mir zu, Das was sind ich dir auch sage. Ein kurzes Christen, die Beispiel, sagen, damit du dass mich sie. verstehst. Ein kurzes Beispiel, um Ja. dir zu zeigen, dass Mohammed nicht vollkommen war und sogar beim Ehebruch erwischt wurde, weil er die Frauen ungerecht behandelt hat. Soll ich dir zeigen aus Koran? Du hast mich doch gefragt, warum die Frauen eifersüchtig waren. Und ich habe dir das Weil Mohammed erklärt. und die Frauen nicht. Versteht das? Das Selbst kann ich nicht. Jesus hatte 12 Jüngern Ich habe keinen gehabt Nerv und die für dich. zwölf Jünger haben gefragt, wer von Ich uns. sag dir, ich habe keinen Nerv für dich, keinen Nerv. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will ihm sagen, dass der Mohammed die Frauen nicht gleichberechtigt behandelt hat. Ich kann es sogar prüfen aus Koran. Da will er es nicht wahrhaben. Die eine war auf die andere eifersüchtig. Da hat der eine Vorrang gegenüber der andere. Was soll das? Ist das also der vollkommene Mensch? Er wusste ganz genau, wo ich hin will. Das ist das Problem. Er wusste genau, wo ich hin will. Zu Sure 66, Vers 1 mit Maria der Koptin. Als er das Bett von Hafsa versudelt hat und sie ihn beim Ehebruch erwischt haben. Und er hat die Hafsa gesagt, in meinem Ehebett, an meinem Tag, in meinem Haus. Das war also gleichberechtigt behandeln, liebevoll behandeln. Ich wollte nur, dass du Sure 66, Vers 1 liest und dazu den Tafsir. Und dann hätten wir schon Mohammeds Charakter schon beleuchtet. Dann hätten wir den schon beleuchtet. Schade. Da habe ich keinen Nerv mehr gehabt. Irgendwann ist auch gut. Bis hier oben hat es mir gereicht, echt. Wie die noch lügen, wie die lügen und nicht mal ein bisschen Schamgefühl noch haben beim Lügen. Kein Schamgefühl, nix. Unfassbar. Ja, wie der seinen Propheten versucht, so vor mir gut aussehen zu lassen, obwohl die islamischen Schriften genau das Gegenteil von dem erzählen, was er mir versucht, weiß zu machen. Das ist krank. Das verstörend ist das, Mann. Hallo? Hallo, meine Liebe, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, dich auch. Ich hätte eine Frage an dich. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja auch eine Gruppe von Muslimen, die nennt sich Koraniten. Also die quasi beziehen sich nicht auf die Hadithe, sondern nur auf den Koran selber. Und
die sind ja auch der Meinung, dass das, was uns quasi über den Propheten gesagt wird, nicht richtig ist. Und da wollte ich dich fragen, was du dazu hältst. Ja, natürlich. Also das du kannst sie mit anderen Worten Heuchler-Muslime nennen, die Mohammed als Vorbild ablehnen. Das ist das. Sie haben sich also das Leben von Mohammed angesehen und haben sich das Leben eines sündhaften Menschen durchgelesen. Verstehst du? Die Hadithe porträtieren uns einen Menschen, der bösartiger nicht sein kann. Beispielsweise, dass der Menschen Geld bezahlt, um sie zum Islam zu konvertieren, dass der Menschen durch Heimtücke umlegen lässt und so. Verstehst du? Nur weil sie ihn kritisieren. Das ist absolut kein Vorbild, dass er ein 6-jähriges Kind heiratet. Wer will sowas als Vorbild haben? Sag mir bitte. Welcher Mensch mit gesundem Menschenverstand, der das Leben von Mohammed von oben bis unten sich durchgelesen hat, von Ibn Ishaq und Ibn Hisham, die ganzen Hadith von Bukhari, Muslim und alles durchgelesen hat, der mir noch sagt, dass dieser Mensch ein vertrauenswürdiger Mensch wäre, dem man folgen könnte? Na normal, da wird man emotional aufbrausen. Wie kann das sein, dass ich das alles herausfinde, aber diese Leute nicht? Lesen die etwa etwas anderes als ich? Nein, ich sage es dir warum. Sie haben ein ganz anderes Herz als ich. Ich sehe mit meinem Herz, was für ein bösartiger Mensch das mir beigebracht wird, also mir porträtiert wird, und die anderen akzeptieren jeden Quatsch, der in den Hadithen ist. Verstehst du? Das ist das Problem. Die stellen es nicht in Frage, weil sie den Islam nicht verlassen wollen. Obwohl es so eindeutig ist, es ist vor ihren Augen im Zeitalter des Internets. Das ist das Problem, was wir haben. Das ist das Problem. Ich verstehe beide quasi Ansichten. Natürlich versteht man die Koraniten. Natürlich verstehe ich sie, absolut. Ich würde sogar sagen, sie sind vom Verstand, von der Moral und Ethik 10-mal heftiger als die Leute, die Hadithe akzeptieren. Weil stell dir mal vor, ein Muslim, der sich mit den Hadithen auseinandersetzt, was wird denn aus ihm? Aus ihm wird nur ein IS-Kämpfer. Ja. Ja. Da haben wir das große Problem. Wenn er also die Hadithe, die Sunna, die Aussagen der Gelehrten, alles ernst nimmt, was soll denn aus ihm werden? Der größte Mörder aller Zeiten. Mhm. Ja, okay, das war's eigentlich schon. Ich hatte nur diese Frage. Danke dir. Ja, genau. Ich danke dir, dass du da warst. Gott segne dich und deine Familie. Und dich auch. Dankeschön. Ja, nochmal, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass es Muslime gibt, die, also nicht nur ein paar, sondern millionenfach, die sagen, ich akzeptiere überhaupt gar kein Hadith. Aber das ist Quatsch, du kannst es nicht. Der Koran wird nur komplett durch Hadithe. Das eine ergänzt das andere. Ohne Hadithe verstehst du gar nicht den Koran, das ist das Problem, was wir haben. Du hast ja gar kein Asbab in Nuzul, du hast gar nichts, nichts. Ja, ich habe schon gesehen, dass du hoch willst. Kein Problem. Ich habe ja gesagt, die Leute, die sagen, ich will hoch, werden als letztes hochgelassen. Ich sehe das schon. Keine Sorgen. Moin, grüß Gott. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dein auch. Amjabi. Erzähl. Ja, ist erstmal zu Ende. Ist erstmal zu Ende, dann rede. Bruder, alles gut. Ich habe hier irgend so eine Tüte gefunden mit Nüssen, alles drum und dran. Eine Tüte mit Nüssen. Da muss ich direkt an Sure 47, Vers 23 denken. Allah hat auch Cassius hier Kerne. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Wie kam es dazu, dass du Christ bist? Ja, ich habe den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben in Jesus Christus gefunden. Und er hat sich mir offenbart. Und ich danke ihm von ganzem Herzen, dass er mir meine blinden Augen geöffnet hat. Und ich heute diese Finsternis namens Islam mit eigenen Augen ansehen konnte und die ganzen Menschen warne und sie zu Jesus Christus rufe. Amen. Du erwähnst ja gerade das Sahih Bukhari und so alles, ne? Ja. Ich als Alevite auch ein Glaubensrichtung des Islams. Bring dich um, sobald die erwischen, dass du Alevite bist. Astaghfirullah, guck mal, mein Bruder. Das Ding ist, Sahih Bukhari, lass mal Sahih Bukhari zur Seite, das sind so oder so, laut denen ist das eine authentische Quelle. Ach. Ja, was heißt laut denen? Sind das 5, 6 Leute, über die du redest, oder eine Milliarde? Leider sind viele Leute, aber lass mal die mal zur Seite. Du redest gerade so, als würdest du über eine kleine Gruppe reden. Du redest gerade über 1 Milliarde sunnitische Muslime, die sagen, Sahih Bukhari ist die authentischste Quelle, die wir überhaupt haben, nach dem Koran. Die sagen auch, also die Sunniten sagen ja auch, ich sag jetzt nicht gegen den Sunniten, aber ich sag jetzt von den Sunniten, die es halt sagen, die sagen, das ist der Cousin vom Koran, das stimmt alles nicht. Ich habe auch Quellen, wo bei den Sunniten auch interpretiert wurde. Kennst du Omar?
Omar ibn al-Khattab? Genau, der hat sein Gliedmaß an seinen Stein gerieben. Oder, Astaghfirullah, dass ich das so eigentlich sagen muss. Oder, dass ja, wenn's da steht, was willst du denn machen? Wenn es da steht, dann stehst du mal da. Ja, das ist leider, oder mit Aisha. Wir Aleviten verfluchen die oder lehnen die halt ab. Warum? Du weißt ja warum. Die Aleviten verflucht auch Aisha? Ja, ich kann auch genau Gründe nennen, warum. Okay, erzähl mal. Weil Aisha, Lanatullah alayhi, die hat den ersten Fitna gegen Imam Ali alayhi salam gestartet. Also den ersten Kalif und den Imam, ne? Ja, das weiß ich, die Kamelschlacht. Genau. Und die Sunni interpretieren leider, dass das Juden waren, obwohl Juden damit nichts zu tun haben. Ja. Um Imam. Bitte? Das ist Quatsch, dass es mit Juden zu tun hat, denn die Gelehrten sagen doch, dass Aisha und Ali zu der Zeit bei der Kamelschlacht diesen großen Konflikt miteinander alle hatten, ne? Und ja, diese Spaltung entstanden ist. Genau, das ist ja, also die Spaltung ist ja nicht nur deswegen entstanden, die Spaltung ist ja auch entstanden wegen Abu Bakr, weil er ja sich zum Kalifen ernannt hat, also eine Konferenz gestartet hat, hinter Imam Ali alayhi salam, wie Ritter getrauert hat. Kennt die Geschichte auch, glaube ich, oder? Ja, mit unter anderem, ja. Shia, das ist ja nichts anderes als Partei. Die Shia sehen sich als Partei Alis, ne? Ex-Muslim, du musst, was unterscheiden zwischen Aleviten und Shias. Shias, ich war vorhin in Schieten im Stream. Ich werde nicht gegen jeden Schieten was sagen, aber es gibt so eine Partei, die hauen, TikTok-sportlich, die hauen sich. Es gibt so eine Partei, die sagen, Imam Ali, alayhi salam, wäre Gott. Stimmt auch nicht, oder Stellvertreter Gottes, das. Selbst, guck mal, ich als Alevit ein Glaubensrichtung des Islams, ich gehe auch davon aus, dass auch meine Glaubensrichtung des Islams auch der rechte Weg ist, weil bei dem, ihr bezeichnet euch doch gar nicht als Muslime, ihr habt doch eure eigene Jami, alles, ihr habt doch gar nichts mit Islam zu tun. Ich kann dir ganz genau auch nennen, warum wir andere Jamis haben. Wir haben ja Jamavis, also Jamhaus auf Deutsch. Denn, das ist ja gar keine Moschee, das ist überhaupt nichts, das ist Kulturhaus. Du verstehst ja bei Moscheen was anderes. Guck mal, die Masjid wird im Koran auch so erwähnt, Masjid, weder Moschee, weder Jamavi. Aber die heutigen Moscheen haben Minaretten und Kuppeln. Hatten die damaligen Masjid Minaretten und Kuppeln? Hatten die nicht, das ist alles Bedar, ne? Und das Jamal will einfach Nüsse verschluckt, yo. Und das Jamal will hat weder Minaretten, weder Kuppeln. Die waren nicht dick, die Nüsse. Wie bitte? Ich hoffe, die waren nicht dick, die Nüsse. Junge. Erzähl weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Nüsse. Nicht bei Nüsse davor. Ja, mein Lieber, du weißt, dass das Problem ist. Wir kommen auf gar keinen Nenner. Das Problem bei dir ist, du bist ein Alawite und du weißt, was die Sunniten mit Alawis machen, ne? Hast ja in Irak und Syrien gesehen. Richtig? Ja. Ja. Leider werden Aleviten sehr, also verfolgt, sei es politisch oder religiös. Ja, sobald ihr sagt, dass ihr zu dieser Gruppierung gehört, da gibt's nur entweder Islam konvertieren oder Nackentherapie. Das war's. Du siehst ja, was der Islamische Staat mit den ganzen Aleviten getan hat in Syrien. Hast du es gesehen, als sie diese drei LKW-Fahrer angehalten haben und die Aleviten waren, die aber Angst hatten und gesagt haben, nee, wir sind sunnitische Muslime. Da hat er zu ihnen gesagt, rezitiert mal Al-Fatiha. Alle drei konnten das nicht. Auf der Stelle LKW stehen gelassen, alle drei mussten ihr Leben lassen in der Wüste. Kennst du das Video? Nee, leider nicht. Ich möchte auch gar nicht mehr. Die wurden auf der Stelle in die Ewigkeit geschickt. Mit drei Schüssen. Für die ist ein Menschenleben nichts wert. Leider gibt es Sunniten. Ich will nicht die ganze Glaubensrichtung jetzt damit angreifen, aber ich rede jetzt von den einzelnen Menschen von den Sunniten. Leider die Ausrufezeichen, Dollarzeichen, als die wahren Muslime aussehen. Obwohl die das, was sie machen, den Islam leider schlecht interpretieren, also schlecht darstellen, weil was sie tun, die schreien Gott groß und machen so und so. Du weißt ja die Geschichten. Sei es die Taliban, sei es die Al-Qaida. Das sind alles irregeleitete oder rechtsradikalische Muslime. Die haben nichts mit dem Islam zu tun. Was machen die denn, du rechtsradikalen und irregeleiteten Muslime? Naja, darüber will ich jetzt nicht so reden, weil du weißt ja warum. Die schreien Gott groß, aber machen Sachen, die man nicht machen sollte, als Moslem. Was denn zum Beispiel? Nackentherapie, ist das islamisch oder unislamisch? unter was verstehst du Nackentherapie? Du weißt, was ich damit meine. Ich kann es dir nicht äußern. Du weißt, was Nackentherapie ist. Ich habe das hier gemacht. Das hat nichts mit Islam zu tun. Es hat nichts mit Islam zu tun. Habt ihr das gehört, ihr Lieben? Nackentherapie hat mit Islam nichts zu tun.
Es wird nur zweimal im Koran erwähnt, dass Allah sagt, nackend therapiert die Ungläubigen, aber es hat nichts mit Islam zu tun. Sehr gut. Aber warte mal, du musst aber auch verstehen, was mit dieser Sura oder so auch gemeint ist. Es meint man aber auch an dem Kriege. Während du hast doch gerade gesagt, Nackentherapie hat mit Islam nichts zu tun. Ja, aber in dem Sinne, wie die es interpretieren. Guck mal, ist Nackentherapie jetzt islamisch oder unislamisch? Die greifen ja aber Leute ja an. Okay, habe ich verstanden. Ist Nackentherapie islamisch oder unislamisch? Je nachdem, wie du es. Also islamisch. Guck mal, Ex-Muslim, die Sude. Geht auf die Geschichte des Krieges ja alles ein. Woher weißt du das denn, wenn du keine Hadithe akzeptierst und so? Ich akzeptiere Hadithe. Welche denn? Kennst du Imam Jafar Sadiq, Bruder? Ja. Diese Hadithe, ich akzeptiere die Hadithe der Sunniten oder Schia. Von den Schia oder was? Imam Jafar Sadiq gehört zu den Schia. Imam Jafar Sadiq, natürlich ist er. Der ist doch der größte Gelehrte bei denen. Und Al-Kulaini und so. Nein. Buruch. Imam Jafar Sadiq Buruch. Das haben die nicht. Oh. Die haben was anderes mit Imam Jafar Sadiq. Ist das der Bruder von Bulghur oder was? Darüber sollte man sich nicht witzig machen. Als Muslim. Du hast doch Bulghur gesagt. Buruch. Buruch. B-U-Y-R-U-K. Buruch. Ah, hat sich angehört wie Bulghur. Nein. Und ich hab's, wo ich schon ansprechen wollte, okay, du bist vielleicht zweifach, dreifach so alt wie ich, ne? Aber bei dem einen Typen, ist egal, ob der ist Muslim selber oder nicht, frage ich mich, warum du ihn jetzt so angepipelt hast. So, das nein, der wollte es partout nicht verstehen. Er hat mir versucht, seinen Propheten als das Vorbild aller Vorbilder zu verkaufen, dass er mit seinen Frauen alle super umgegangen ist. Da habe ich auf einmal ihm ein Hadith gezeigt, wo er auf einmal gemerkt hat, oh, jetzt komme ich nicht mehr weiter mit meiner dummen Argumentation. Jetzt müssen wir eine Ausrede finden. Da habe ich gesagt, aber der Koran zeugt sogar davon, dass dein Prophet die Frauen nicht gleichberechtigt behandelt hat, weil er Maria, die Koptin, in Hafsas Bett mit ihr geschlafen hat. Und Hafsa sich darüber aufgeregt hat und gesagt hat, Mohammed, in meinem Haus, in meinem Bett, schläfst du mit dieser Frau? Das steht bei Sahih al-Bukhari wahrscheinlich. Koran, Sure 66, mach mich nicht wahnsinnig, das meine ich. Ich habe den Koran leider nicht ganz vollständig gelesen. Na siehst du, wenn du den vollständig gelesen hättest, würdest du niemals sagen, ich habe irgendwas mit Islam zu tun. Aber du musst auch verstehen, Hocharabisch, das jetzt, also den alten, also auf der Sprache, auf irgendeine andere Sprache zu übersetzen, ist sehr, sehr schwer. Du musst dafür auch studieren. Guck mal, ich als Nicht-Arabisch-Versteher, ne, könnte, wenn du mir jetzt irgendeine Sache jetzt aufzählst, kann ich jetzt nicht glauben. Das Ding ist, ich hole mir, wenn ich mir einen Koran hole, guck ich auch, wer es auch interpretiert hat. Es gibt ja Ahmadiyya, Sunnis oder Hast du deine Interpretation, da? Man kann, einer hat dir geschrieben, man kann den Koran nicht übersetzen. Man kann den Koran nicht übersetzen. Redest du mit mir oder redest du mit Kommentare? Ich rede mit euch beiden. Nein, du redest mit mir. Wir führen doch eine Konversation oder soll ich einen Monolog führen oder was? Ja, es tut mir leid. So, ich habe zu dir gesagt, in Sure 66, Vers 1 sagen die Tafsire, dass Mohammed mit der Koptin Maria erwischt wurde im Ehebett von Hafsa und der Mohammed die Frauen ungerecht behandelt hat und die Hafsa sich aufgeregt hat über Mohammeds Verhalten. Er müsste eigentlich nach Scharia gesteinigt werden. Allah, der Gott von Mohammed sagt, warum verbietest du dir etwas, was ich dir erlaubt habe? Hä? Warum schreibst du diese Ungerechtigkeit zu? Geh und mach weiter mit dieser Frau. Schau dir das an. Der Allah macht sich Gedanken um die sexuelle Lust seines Propheten. Woher kommst du ursprünglich? Jetzt auf einmal fragst du mich, wo ich ursprünglich komme, ne? Ja, ich frag ja so. Ich danke dir von ganz Herzen für Kamelurin. Vielen Dank. Dankeschön für Kamelurin. Danke. Vielen Dank. Das ist das Dachfüller, genau. Viel zu viel Kamelurin. Das war viel zu viel Kamelurin. Es hat ihm nicht so gut getan. Was soll ich bloß machen? Oh ja. Ich singe mein Lied für die, dass sie zur Besinnung komme. Ich kann das nur so therapieren. Das ist meine Eigentherapie und Eigenschutz. Eigenschutz vor wahnsinnig werden. Ja, anders kannst du es nicht aushalten, das ist heftig, ey.
Nur mit Kamelurin, so. Ich gehe wieder inkognito. Oh, da ist er wieder. Ich bin die ganze Zeit da. Ich bin wieder hier. Oh, in meinem Revier. Lern von Dr. Sheikh Abu Amir. In meinem Revier, genau. Das kannst du keinem erzählen. Hallo? Hallo, mein lieber Gott. Hi, danke, dass du mich drangenommen hast. Ich glaube, ich muss meine App einmal aus- und anmachen. Ich komme gleich wieder rein. Danke. Ja, danke. Ja. Die greatest hits von Dr. Sheikh Abu Amir. Was, Bruder? Alles gut? Ja, Gott segne dich und deine Familie. Es geht. Ich habe eigentlich zwei Fragen, nur danach bin ich direkt wieder raus. Meine erste Frage ist, ne, was gibt hier manche muslimische Kollegen, die sagen, angeblich es wären Hadithe nicht authentisch. Da wollte ich dich mal fragen. Ist das wirklich so, dass Hadithe im Sahih al-Bukhari nicht authentisch sind? Nein, das ist Quatsch, sonst würde es ja nicht sagen. Genau, das habe ich auch gesagt. Ja. Das ist doch Blödsinn, Alter. Wie kann man denn so einen Scheiß erzählen? Weißt du, was das... Nein, nein, das ist nicht authentisch. Weil ich hatte Diskussionen gehabt mit diesen 72 Jungfrauen. Sag ich denen, das steht doch bei euch drinne. Dann sagt er zu mir, nein, nein, das ist nicht authentisch, das stimmt nicht. Sag ich, erinnere mich verarschen oder was? Das Problem dabei ist, dass die meisten sich schämen, ne, für die Hadithe und das versuchen, so gut es geht, unter den Teppich zu kehren. Beziehungsweise auch, ja, zu leugnen. Ne? Sahih Bukhari ist die authentischste Quelle nach dem Koran. Ne? Und da steht das doch drin mit den 72 Jungfrauen oder bei Sahih Muslim? Es steht in den authentischen Schriften drin, dass der Muslim, der Märtyrer bekommt 72 Jungfrauen. Ne? Der sich für Allahs Sache in die Luft jagt. Ne? Und der Beste war, da habe ich auch den Leuten hier die Sure gezeigt, Sure 9, Vers 111. Ne? Sag ich zu denen so, Jungs, aber was ist denn hiermit? Sag ich, da kannst du einfach erkaufen. Sag ich, wie kann man mit Gott, wie kannst du Gott kaufen? Das geht nicht. Sag ich, was ich ins Paradies komme. Sag ich, wie kann das funktionieren? Du setzt dein Leben ein. Ne? Der Allah verlangt von dir, dass du dein Leben für ihn gibst. Ne? Das ist das. Der Gott der Bibel ist ja so, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Allah ist derjenige, der dein Kind von dir verlangt, dass du sicher ins Paradies kommst. Guck dir das mal bitte an. Sure 9, 11. So, ich gehe wieder hinter meinem Schleier. Aber ich habe noch eine zweite Frage an dich, ne? Das ist jetzt eine christliche Frage. Ist jetzt Jesus Gottes Sohn oder ist er Gott? Weil viele sagen zu mir dann, nein, er ist Gottes Sohn. Ich rede ja viel auch mit Christen, weißt du? Die sagen, er ist Gottes Sohn. Wenn jemand zu dir sagt, er ist nur der Gottes Sohn, dann musst du ihn fragen, ja, was bedeutet denn Gottes Sohn? Die Juden haben das ja genauso verstanden, wie er das zu ihnen gesagt hat. Der hat ja Gott seinen Vater genannt und sich somit den Sohn Gottes genannt hat. Verstehst du? Der Sohn Gottes ist ein Titel, den der Herr Jesus Christus hat. Gott der Sohn. Ne, die Dreieinigkeit, so wie ich das immer wieder sage. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Gott der Sohn wurde Mensch. Das ewige Wort Gottes, das Gott selber ist, wurde Mensch. Das in Ewigkeit schon existiert hat, wurde Mensch. Also das Wort wurde Mensch, oder was? Ja, richtig. Und das Wort ist ja Gott selber. Denn das Wort von Gott ist ja nicht unabhängig oder entfernt von ihm. Das ist schon in Ewigkeit mit ihm. Denn durch sein Wort hat er ja das gesamte Universum ja geschaffen. Durch den Hauch seines Mundes. Also ist das Heiliger Geist, Wort und das Dritte? Der Gott, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Ach so, okay. Genau. Ja, da habe ich das jetzt verstanden. Das ist also drei Titel, die aber eigentlich von demselben Kerl, also von dem Kerl, sage ich jetzt schon. Aber du weißt, was ich meine. Selbe, sie alle drei teilen das ein und dasselbe Wesen. Sie alle drei sind dieser eine Gott. So wie Zeit, bestehend aus Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, aber alle diese drei Komponenten sind die Zeit. Verstehst du? Ja, genau. Doch, gutes Beispiel. Du hast ein gutes Beispiel genannt gerade sogar. Ja, genau. So wie Materie, flüssig, fest und gasförmig. Genau, ja, gut. Hast du echt gut mir gerade beigebracht. Deswegen siehst du, dass der dreieinige Gott der wahrhaftige Gott ist, weil alles um uns herum dreieinig ist. Verstehst du? Da fliegt ja Allah als einziger durch die ganzen Gegenden, ne, mit seinen Schienbeinen. Mit seinen Schienbeinen.
Der Thron von Allah ist sehr, sehr am Weinen und am Schreien, weil Allah so schwer ist. Und er sagt, ah, bitte nicht mehr. So. Ja, der schießt ja auch, ne, so komische Sachen vor seinem Thron. Der Samen also, schießt er unter seinem Thron nieder. Ja, also das ist echt krank, ne, also wirklich. Wer diese Schriften kennt und weiterhin diesem Glauben folgt, hat wirklich nicht mal alle Tassen. Ach, die Muslime verlassen reihenweise den Islam. Das ist das so. Wir sehen es nicht, weil die meisten Muslime Angst haben, sich da zu äußern. Ist mir allerbeste ist ja hier unser Pierre Vogel. Ne? Da geht man unter seinen Kommentaren, man beleidigt den Kerl nicht mal, man schreibt nur wahre Sachen und er blockiert einen sofort. Ja, natürlich, weil du eventuell das jemand lesen könnt, ja, das ist das Problem bei ihm. Sehr unehrlicher Mensch, ne? Du musst dir mal vorstellen, und dann gucke ich mit einem anderen Account, was der anderen Leuten auch antwortet, aber die halt dümmere Fragen stellen. Verstehst du, was ich meine? Also so ein bisschen nicht so den Konsens richtig verstehen, weißt du? Und dann einfach irgendwas fragen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich weiß. Sich extra schwache Gegner aussuchen, sagen wir es mal so. Ja. Ja, ja, das ist das Problem bei ihm. Ne? Ich wünschte, der würde mal gegen Sam Shamoon reden. Ne? Der kann ja eigentlich, der Pierre Vogel. Der weiß doch schon, wenn er mit dir sprechen würde. Warum nur mit dir? Nicht schlagen oder irgendwie irgendwas. Mit mir kann er auch reden, aber das Beste wäre mit Sam Shamoon. Ne? Der hat nochmal ein ganz anderes Know-how als wir alle anderen. Hat er den Islam auch aufgedeckt oder was? Ach, der hat den Islam so ruiniert. Unglaublich. Aber warum kann man das denn nicht immer so offen zugänglich lesen? Weil man muss immer sehr viel stöbern im Internet, wirklich, wenn man über den Koran liest, weißt du? Ja. Ja, ihr könnt mal eingeben, 101 Widerspruch im Koran. Also die Muslime haben durch Shabi Ali 101 Widerspruch in der Bibel. Und da wurde 102 Antworten gegeben. Und da gab es einen Ex-Muslim, der 101 Widerspruch im Koran gezeigt hat. Was meinst du, wie krass das ist? Was er da alles herausgefunden hat, was im Koran alles verzeichnet ist. Gibt es dieses Buch? 101 Widersprüche im Koran. Und da konnten die keine Antworten für finden? Nee, wie willst du darauf Antworten finden? Ne? Das ist ein. Doch, weil hier so gefakte Antworten da, weißt du, da irgendwo sich irgendwas aus der Nase rausziehen, damit man. Genau, alles kannst du nicht erklären. Einiges muss man halt so stehen lassen. Ne? Das ist das Kranke. Naja, ist doch krass, ey. Ja. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, mein Freund. Ne? Ich wünsche dir einen schönen Abend. Dann. Ich dir auch, ja. Oh, wir sind schon bei 158.000. 3, 2, 1, jetzt alle zusammen, jetzt. Alles mal eine Million. Ja, mein Lieber. Also erstmal Gottes Segen an dich und an die anderen hier im Chat. Ich habe mal eine Frage, und zwar, ich habe heute mit dem Moslem geschrieben, und er meinte zu mir, dass Jesus Shaolin gemacht hat. Und daraufhin war ich ein bisschen verwirrt, weil ich hab ja die Bibel durchgelesen und also da kam nie was von Shaolin vor. Und dann habe ich das auch gegoogelt. Ich glaube, der hat das mit Allahs Flying Leg, also fliegende Schienbein verwechselt. Ne? Der gibt ja mal Low Kicks, ne? Ja, also war das jetzt, also der hat mich da ein bisschen verarscht, ne? Weil. da ist ein Shaolin-Kämpfer. Nee, ja, wenn du ihm sowas sagen, dann muss man direkt darauf antworten. Ja, nee, er hat es wirklich zu mir geschrieben. Ja, genau. Der kann noch sehr viel schreiben, aber der wahrhaftige Low-Kick-Verteiler ist immer noch Allah. mit Schienbeinschoner von Nike. Okay, gut zu wissen, dass das nur Schwachsinn war. Genau, wenn jemand mit so einem Unsinn um die Ecke kommt, kannst du genau auf diesem Niveau argumentieren. Sagst du ja, dein Allah hat doch Schienbein. Wofür braucht er ein Schienbein? Low-Kick zu verteilen oder was? Okay, gut. Hat er einen Schienbeinschoner? Hat er vielleicht einen Schienbeinschoner von Nike? Genau auf dieses Niveau gehst du dann herab, wenn jemand so redet. Okay, danke schön. Aber weißt du auch, wo steht es mit diesem Schienbein? Weißt du, also kennst du die Stelle da? Sura 68, Vers 42 in Kombination mit Sahih Bukhari 7439. Okay, warte kurz. Schreib mir das kurz auf, falls es okay für dich ist. Also, Sura 68, Vers 42. 42 in Kombination mit Bukhari, welche Nummer? 7439 oder 4919. Okay, perfekt. 7439 oder 4919. Perfekt, ich habe mir das notiert, dankeschön, ne? Okay, ja, ich küsse dein Herz, Leute, das war schon mit einer Frage, dankeschön. Deine Familie, mein Bester. Ich ebenso, ciao, ciao.
Okay, ciao. Hallo, Gott segne. Segne dich und deine Familie. Gott segne dich. Ey, Amir, mir ist vor kurzem was passiert. Das wollte ich eigentlich auch mit dir mitteilen. Und zwar, bist du da? Ich höre dich, ja. Also, okay. Und zwar, ich bin ein orthodoxer Christ, okay? Und, aber das Ding ist, immer wenn ich in die orthodoxe Kirche gehe, es ist schön und so, ich spüre schon den Heiligen Geist und diese innere Ruhe. Aber so, es ist nicht alles so. Ich habe das Gefühl, als ob so noch mehr geht, weißt? Und das war vor 4, 5 Tagen oder so, 6. Und das wollte ich dir einfach mal erzählen. Ich wollte mal deine Meinung dazu hören. Also schau, ich war mit meinem Freund draußen. Und der hat ein bisschen Spaß gemacht, weil ich fahre immer mit der Straßenbahn nach Hause, okay? Obwohl es auch einen Bus gibt neben der Straßenbahn. Ich weiß nicht wieso, ich mag es einfach nicht mit Bussen zu fahren. Ich bin nie mit dem Bus gefahren, weißt du? Und immer habe ich die Straßenbahn genommen. Und auch aus dem Grund, weil man bei Bus ein bisschen noch warten muss, wenn man drin ist, weißt? Und ich fahre einfach jahrelang, ich gehe jeden Tag denselben Weg, aber ich habe nie den Bus genommen, weil ich nie Bock hatte, weißt? Und als ich auf dem Weg nach Hause war, war der Bus da, die Straßenbahn auch. Irgendwas in meinem Kopf sagte, steig in den Bus ein, okay? Ganze Zeit steig in den Bus ein, es hatte eine Bedeutung. Also so hatte ich das Gefühl, ich bin dann eingestiegen und damit bin ich dann nach Hause gefahren. Und als ich ausgestiegen bin, normalerweise überquere ich die Straße, weil es schneller geht, okay? Aber irgendwas sagte, überquere dieses Mal die Straße nicht, geh ein bisschen den längeren Weg. Ich habe es einfach gemacht, weil ich hatte Zeit, weißt? Und da ist eine evangelische Kirche und ich drehe mich so um, ich denke mir, boah, das ist neben mir, seit wann ist das da? Weil ich lebe seit Jahren da, aber ich habe diese Kirche noch nie gesehen, weißt du? Also ich glaube, ich habe sie mal gesehen, aber ich habe sie nicht beachtet. Und auf einmal steigt so eine Frau aus, das war zufällig die so eine wichtige Person in der Kirche. Und das war nicht ich, das war einfach mein Körper von allein, hat diese Frau, also ich habe mich umgedreht und ich habe diese Frau angesprochen. Verzeihung, ist es eine Kirche? Sie sagte ja und sie fragte mich, liebst du Gott? Ich sagte, ich liebe Gott über alles. Jesus ist mein Herr. Und so, sie hat gelächelt. Sie hat mich gefragt, ob ich will, dass sie mir die Kirche zeigt. Ich sagte gerne. Sie zeigte mir die Kirche, wir machen eine Tour. Und sie lud mich ein. Sie sagte, du kannst immer kommen. Sie hat mir den Plan gegeben, Uhrzeiten und so. Und ich bin dann nach Hause gegangen. Ich habe mir nichts gedacht. So meine Gedanken waren, ich hatte nicht die Absicht hinzugehen. Also meine Absicht war, irgendwann gehe ich mal hin, wenn ich Bock habe, aber weißt, jetzt habe ich keinen Bock. Ich habe es nicht als nötig angesehen. Aber sobald ich zu Hause war, hatte ich die ganze Zeit irgendein Gefühl und den Drang hinzugehen. Also ganze Zeit hatte ich den Drang, das ist unbeschreibbar. Und ich habe wirklich, ich konnte nicht abwarten, dass ich hingehe. Normalerweise interessiert mich sowas nicht. Ich tue mich eher mit dem Gott zu Hause beschäftigen. Ich schaue mir Predigten an und so. Aber ich bin nicht so ein Mensch, der so viel in die Kirche geht, weißt? Aber da hatte ich wirklich die ganze Zeit den Drang hinzugehen. Und die Kirche begann um 18 Uhr, das war samstags. Ich habe so einen Freund zu mir eingeladen, der war zufällig da. Dann sagte ich, ja, komm, geh mal. Hey, normalerweise, ich wäre nicht hingegangen, weil ich noch Pläne hatte. Aber weil ich so viel den Drang hatte, hinzugehen, habe ich die Pläne sein gelassen und bin hingegangen, weißt? Und da war so eine Predigt, das war so ein Bibelstudiumstunde. Und es war schön. Ich habe viel gelernt. Und als es fertig war, du weißt, wie es in der evangelischen Kirche ist, man wünscht jedem das Beste, so Nächstenliebe halten. Das hat mir sehr gefallen.
ich habe mich dann mit Menschen unterhalten und so, habe ich ein bisschen mit Pastor geredet. Und er meinte, willst du die prophetische Rede, dass wir die prophetische Rede machen? Ich wusste nicht, was das ist. Ich habe ihn auch gefragt, was ist das? Er hat mir irgendwas erklärt, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht gut gehört. Aber ich sagte mir, okay, ich mache das mal, weil es mich wirklich interessiert hat. Da kam die Frau, Sandra heißt sie, eine sehr liebe Frau. Man sieht den Heiligen Geist an, habe ich sofort gemerkt. Und also ich habe mich hingesetzt, sie war hinter mir. Sie hat ihre Hände auf meinen Kopf gelegt, sie hat für mich gebetet. Und bam, 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 da fing der Heilige Geist an, aus ihr zu sprechen. Also er hat über sie gesprochen. Ich kann mich jetzt nicht 100% an alles erinnern, aber es war wirklich sehr schön. Ich kann mich aber an den Kontext erinnern. Der Kontext war, ich bin der Herr, dein Gott, fürchte dich nicht, sowas irgendwie. Ich habe dich in diese Kirche hingebracht. Das war der Drang, den du hattest. Ich wollte, dass du hier hinkommst. Du hast viel Wissen. Es sind Sachen passiert in der Vergangenheit, die dich so reif gemacht haben. Lern weiter, beschäftig dich weiter. Solche Sachen, schöne Reden einfach. Der hat sogar gesagt, weil, weißt du, meine Mutter ist alkoholsüchtig. Und aber sie ist auch nicht gläubig. Und ich versuche, das Ganze zu vermitteln. Also ich bin das schwarze Schaf hier sozusagen in der Familie, weil ich der einzige Gläubige bin, weißt? Alles sonst lauwarm und so. Und ich mache mir halt die ganze Zeit Sorgen über meine Mutter, aber ich habe das nie jemandem erzählt. Oder dass ich mich gefragt habe, ob es Gott gibt, weißt du? Und alles das kam über diese prophetische Rede. Du hast mich mal gefragt, ob ich dir ein Zeichen geben kann, dass es mich gibt. Hier ist dein Zeichen. Da hat auch gesagt, fürchte dich nicht, bete für deine Mutter, mach weiter so, deine Lehrstelle wirst du bekommen, du wirst dein Geld so machen, wie du es dir wünschst, mach dir darüber keine Sorgen. Und er wusste auch, dass mich verfolgen auch die Muslime. Es gibt ein paar Muslime, die mich verfolgen. Und aus dem Nichts, sie verfolgen mich nicht mehr, weil sie mit jemandem gestritten haben, der sie angestiftet hat. Und die verfolgen mich einfach so nicht mehr. Genau da, wo der Herr gesagt hat, mach dir keine Sorgen, dir wird nichts passieren. Also wirklich, das war krass. Das war Amir. Aber das Ding ist, ich habe auch währenddessen geweint, weil es mich so berührt hat. Ich habe die Frau gefragt, ja, wie geht sowas? Und sie sagte mir, ja, schau, ich mach die Augen zu und ich kriege alles, was mir in den Sinn kommt, sprich ich einfach aus. Also das ist der Herr, der mir die Zeichen schickt. Aber ich bin dir ehrlich, obwohl es Sachen waren, das war alles präzise, es war alles schön und gut, ich schaue mir die Kirche trotzdem, so für ein paar Monate werde ich sie mir trotzdem anschauen, weil davon habe ich auch das erste Mal gehört, weißt du. Bin ich mir nicht sicher, ob das so von Gott kommen kann. Ich spüre das zwar, aber ich hinterfrage das trotzdem, weißt du, weil es das erste Mal ist, dass ich sowas höre. Deswegen wollte ich dir auch erzählen, dass ich mal deine Meinung höre. Ja, sehr schöne Geschichte. Du hast sehr viel geredet gerade. Du hast sehr, sehr viel durcheinander gebracht, ey. Aber danke für deine Geschichte, ja. Das Wichtigste ist nicht, in welches für ein Gebäude oder welche Kirche du reingehst. Das Wichtigste ist, dass du von neuem geboren wirst. Verstehst du? Natürlich, natürlich. Ja, natürlich, mein Bruder, das ist klar. Das ist das Wichtigste. Egal, ob du jetzt zu Anfang hast schon gesagt, ich bin ein orthodoxer Christ. Verstehst du, wenn du schon so anfängst? Da muss man schon nachfragen. Ich weiß sehr gut, was du meinst. Ja. Ich hab's dir halt nur so erzählt, dass du halt verstehst, weißt? Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Also das musst du mir nicht erklären, keine Sorge. Okay. Ja, danke dir, dass du dir deine Geschichte mit uns geteilt hast. Meine Frage war, ob du denkst, dass es von Gott war. Ist schwierig zu sagen. Es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Ne? Wenn zum Beispiel, war das so eine Pastorin, die du da gesehen hast? Na, das war keine Pastorin. Die war einfach, ich weiß nicht, was sie war, aber jedes Mal, wo ich in der Kirche war, ich war nur dreimal oder so drin. Sie war immer dabei.
Ich glaube, weil das ist eine spanische Kirche, weißt du? Wenn da geht sie da vorne hin und predigt. Geht diese Frau da hin und predigt in der Gemeinde und in der Kirche? Nein, nein. Nee, sie tut nur, wenn was ist, übersetzen. Oder okay. Diese prophetische Rede halten. Prophetische Rede halten? Wie meinst du das? Also das war das, was prophetische Rede war. Also was sie bei mir gemacht hat. Hm. Sehr, sehr suspekt. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich kann dir dazu keine richtige Antwort geben, mein Lieber. Du musst halt selber schauen. Das Wichtigste ist, dass du von Neuem geboren werden musst. Das ist das Wichtigste. Lass alles erstmal stehen und liegen und schließe dich in dein Kämmerlein ein und bete zum Herrn Jesus Christus und bereue deine Schuld vor ihm. Das ist das Wichtigste überhaupt. Na, passt, Amir. Danke dir. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Dankeschön. Gott segne dich. Ciao, ciao. Okay. Ja, Leute, wir müssen uns auch mal ein bisschen in Geduld üben. Die ein oder andere, dann sagen die zu mir, Armin hat keine Geduld, aber selber. Jetzt habe ich einmal Geduld gehabt, da war schon wieder nicht okay. Keiner von euch hat Geduld. Alle am Ausflippen, was ist denn los mit euch, Mann, ey? Das ist der Wahnsinn, ey. Too much camel urine here. Nochmal, ich habe jetzt nochmal eine Frage. Und zwar wollte ich dich fragen, was dich genau vom Christentum überzeugt hat oder wie Gott dir begegnet ist. Was mich vom Christentum überzeugt hat, war überhaupt nichts. Mich hat nichts vom Christentum überzeugt, mich hat Jesus Christus überzeugt. Das hat mich überzeugt. Sein Leben, seine Handlungen, seine Worte, seine Liebe, seine Güte, sein Dasein einfach. Wenn du das Leben dir von Jesus Christus betrachtest, ich kann mir gar nicht vorstellen, wem man anderes folgen sollte. Wem sollen wir denn folgen? Wem? Wen sollen die Menschen sich als Vorbild nehmen? Sag es mir. Mhm. Alle haben ja gesündigt. Alle, außer? Gott selber. Genau, außer Gott selber, Jesus Christus. Odin. Ja, nee, ist klar, Odin. So hieß mein erster Hund, hieß Odin. Aber da siehst du mal, ne? Und dann, als ich dann anfing, mich mit der Bibel zu beschäftigen, waren ja drei Punkte, die ich berücksichtigt habe, die dir stimmen mussten. Und zwar die Gottheit, die Dreieinigkeit und die Kreuzung und Auferstehung. Und diese drei Begebenheiten sind auch außerbiblisch zu prüfen. Du siehst also, dass wir historische Beweise haben für die Kreuzigung, Existenz und Auferstehung Jesu Christi. Da kann nicht jemand herkommen und sagen, nee, das stimmt nicht, es erschien ihn nur vielmehr so. Nein, Jesus Christus wurde wahrhaftig unter der Anordnung von Pontius Pilatus zum Kreuzestod verurteilt und sein Grab ist leer. Amen. Okay, das war es eigentlich jetzt schon wieder. Dankeschön. Sobald du dich mit dem Thema Kreuzigung und Auferstehung auseinandersetzt, du wirst die absolut krassesten Beweise finden, wo du nur staunen wirst, wie Gott arbeitet. So ist das. Und dass er auch die Qumran-Rollen hat finden lassen, war die größte Backpfeife gegen alle, die sagen, dass sein Wort verfälscht wäre. Das war's. Ja. In Ordnung. Danke dir auf jeden Fall nochmal. Gerne, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Mach's gut, ciao. Ciao. Ja. Hallo? Also. Was ist das denn so? Ich glaube, die Linse ist ein bisschen... Ja, viel besser. Die war voll hell, ey, die Linse. Schon ist es besser. Schon viel angenehmer. Hallo? Hi, Gott segne dich und deine Familie. Ja, dich auch, Amir. Ich habe eine Sache, über die ich gern kurz reden würde. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll. Und zwar, also es ist letztens etwas vorgefallen, ist jetzt 2 Monate oder so her, ich war mit einem Freund unterwegs, war schon etwas später, wir waren ein bisschen unterwegs im Park, so auf der Bank am Chillen und
Ich habe halt in der Zeit bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht so gut über den Islam gesprochen und da hast kamen so Jungs, die, was? Hast du einen auf die Fresse bekommen? Wie soll ich sagen, also da kamen so Jungs, die ich jetzt selber nicht kenne, sondern so über Ecken, also man kennt den einen und der kennt den, so weißt du, was ich meine, kamen die halt richtig aggressiv, hat er mich direkt geboxt und so, haben wir, da hat er mit mir darüber geredet. Und dies, das, und wurden die halt sauer, haben die uns halt gehauen, geboxt und sind dann halt wieder weggegangen. So. Und ich weiß jetzt nicht, wie soll ich dazu stehen. Also ich fühle mich jetzt, es geht ja nicht darum, ob das jetzt wehgetan hat oder nicht oder was da passiert ist, sondern es geht ja ums Prinzip hier in dem Moment. Und was ist damit angefangen? Du hast ihn ja nicht physisch angegriffen oder nicht? Der hat dich doch physisch angegriffen. Ja, eben. Ich habe mich auch nicht gewehrt oder so. Ich habe halt einfach... Ja, ich hab das halt auf mich genommen. Ich wusste halt nicht, was ich in dem Moment machen soll. Ja, du hast richtig gehandelt, ja. Du hast schon richtig gehandelt, so wie der Herr das von dir verlangt. Aber es ist halt nun mal schwer, ne, wenn wir angegriffen werden, weil wir würden niemals auch nur ein Haar irgendjemanden krümmen oder unseren und dorthin gehen und jemanden zu schlagen, der unseren Glauben angreift oder sonstiges. Das ist ja nur ein Ding der Muslime, so ein Zeugs. Aber das ist halt eine schwierige Situation, wenn zum Beispiel jemand angegriffen wird. Aus Reflex allein schon, der menschliche Körper versucht sich ja schon zu wehren, ne? Verstehst du? Ja. Und den Gegner versuchen auszuschalten oder dem wenigstens irgendwie, dass er nicht weiter dir schadet oder was. Ganz besonders, wenn es um die Familie geht, die auch noch da neben dir steht, ne? Das ist auch nochmal heftig. Ja, also ich denke, jeder würde in den Verteidigungsmodus gehen, ne? Nicht angreifen, aber wenn dich jemand angreift, dann musst du halt Verteidigungsmodus annehmen. Aber das, was du getan hast, ist schon das Richtige, was der Herr von uns verlangt. Das ist das. Ja, also ich habe mich jetzt, also ich fühle mich jetzt auch danach nicht irgendwie schlecht oder so, dass ich halt jetzt für den Glauben irgendwie da jetzt, dass das halt da passiert ist, aber... Also, das war halt so, ich wusste halt jetzt nicht, wie ich dazu stehen soll, so, war auch so ein bisschen komisch, so wie, so aus dem Nichts, die kommen einfach so, weißt du, das ist halt, ja, wie als würden die so gezielt nach dir suchen, weißt du? Ja, die sind halt so, ne, was willst du machen, ne? Du musst für sie beten und du musst sie halt lieben, auch wenn die so sind, ne, sollen wir anderes machen? Ja, so ist das halt, ne. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, dich auch. Ciao, ne? Ja. Abdul Aziz. Hi, Amira, wie geht's dir? Gut, Abdul Kadira. Abdul Aziz, nicht Kadira. Abdul Aziz. Amira, ich hab mal eine Frage. Ja, schmeckt das eigentlich so, Geld und Religion für Seele verkaufen? Das musst du Mohammed fragen in Sura 58. Ich frage dich und die dreijährige Rebecca, die ich jetzt da wegnehme. Hab ich dich auseinander. Wie schmeckt das Religion für Geld zu verkaufen? Dein eigener Prophet ist doch der Übelste von allen. Amira, sag mal, komm, wie schmeckt das? Wir verkaufen Grundstücke im Himmelreich, mein Lieber, Sura 64.17. Amira, wie schmeckt das Religion für Geld zu verkaufen? Das kannst du keinen erzählen. Der Typ hat ein eigenes Problem mit seinen Propheten. Erzähl mal, wie schmeckt das, Amira? Warum versteckst du deine wunderschönen Zähne? Ey, Amira. Raus mit dir, du Wahnsinniger. Der hat seinen eigenen Propheten auseinandergenommen. Da verkauft er einfach die Grundstücke. Die Leute mussten ihm schön das Geld und seine Länder reingeben. Und er hat ihnen einen schönen Platz im Himmelreich reserviert. Mit Bongo-Bongo-Dings. BNS. Ich rede mit solchen Wahnsinnigen nicht wie du. Mit dir. Du bist mir zu verrückt. Jack, Verrückter. Du hast seinen eigenen Propheten gerade auseinandergenommen. Das war zu viel Kamelurin, genau. Abdulaziz Kurdi auch noch, Kurdi. Da kommt auch nochmal, ne? Der ist Kurde und macht Werbung für Islam. Das ist unglaublich. Ja, vielleicht kann er sich damit auseinandersetzen, mit Sure 64, Vers 17, ne? Dass der Mohammed dem Allah ein Darlehen gibt. Wer Allah einen Kredit gibt, dem wird Allah belohnen. Allah will Kredite haben. Von Targobank. Ist das cool, ne?
Der Allah macht das schon sehr, sehr gut. Der zockt das ganze Geld der Muslime ab. Von Jobcenter, genau. Hi. Hallo, Gott segne dich. Dich auch, Bruder. Wie geht's dir? Ja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Jesus. Da kommt schon wieder Kamelurin aus mir raus. Das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Nee, alles gut. Ich wollte nur was loswerden. Ich schaue mir deine Live so ab und zu mal an. Ab und zu. Nicht immer. Aber ich komme manchmal so rauf, weißt du? Und sehe, wie du mal so lachst und auslachst und so. Ich finde das nicht in Ordnung, ich bin dir ehrlich. Ja, ist ja nicht schlimm. Man kann ja nicht immer allen gefallen, ne? Ja, richtig. Aber, naja, ist ja alles. Vielleicht hast du Charakterzüge, die ich auch so nicht mag. Kann sein. Das bist du halt, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Kann sein. Ich habe eine Frage an dich. Auch so, hast du den Islam? Ich würde sagen, dass ich den Islam sehr verachte. Ne? Eine Religion, die dazu aufruft, mich und meine Geschwister Nacken zu therapieren und meinen Herrn Jesus Christus als nur einen Propheten runterzubuttern und nicht den Sohn Gottes, meine gesamte Bibel leugnet und uns beleidigt als die schlimmsten Tiere. Ich weiß nicht, was du für so ein Buch hältst. Also hast du den Islam indirekt? Ja, kann man so sehen, ja, klar. Hm. Ich mag den Islam auf keinen Fall. Okay, verstehe. Oder magst du den Islam? Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Moslem, Alhamdulillah. Ich muss doch meinen Glauben mögen, oder nicht? Also magst du, dass dein Gott uns beleidigt als die schlimmsten der Tiere, ne? Und ich glaube nicht, dass er euch beleidigt. Ich glaube daran fest, dass er euch nicht beleidigt. Quatsch, vor allem. Was habt ihr doch in Sura 8, Vers 55, Sura 98, Vers 6? Aber du kannst das doch nicht so ganz genau so sagen, dass Allah die Christen oder die Ungläubigen beleidigt. Er sagt sogar, wenn ihr nicht glaubt an meine Offenbarung, dann vernichte ich eure Gesichter und tu sie in euren Hintern rein. Aber damit beleidigt er dich doch nicht, Brudi. Ach so, ist das keine Beleidigung für dich, wenn ich dir sage, wenn du nicht an mich glaubst, dann werde ich dein Gesicht vernichten und dein Gesicht in dein Hintern reintun? Er bedroht. Ja, okay, kein Problem. Ich werde dein Gesicht vernichten und in deinen Hintern reintun. Was hältst du davon, wenn du so eine Aussage hörst? Dann würde ich sagen, dass du, keine Ahnung, das ist ganz anders, als was du gerade, also das ist ganz was anderes. Ja, was würdest du denn sagen? Wolltest du gerade beleidigen, ne? Nein, warum? Hä? Ja, okay, was hältst du davon, wenn ich zu dir und deiner Familie... Ich wollte nicht beleidigen, Quatsch. Okay, was hältst du denn davon, wenn ich zu dir und deiner Familie sage, du bist das Schlimmste, du und deine Familie seid die Schlimmsten der Wesen hier auf dieser Erde, schlimmer als die Tiere. Wenn du das sagst... Ja, wenn ich das sage, was hältst du dann von mir? Wenn du das sagst, es ist deine Meinung. Ist das also Allahs Meinung dann? Das ist nicht seine Meinung, das ist sein Gesetz. Das ist sein Gesetz, dass wir schlimmer sind als die Tiere. Also wortwörtlich wird es ja nicht so beschrieben, dass ihr schlimme Tiere seid. Doch, doch, mach mal bitte den Koran auf. Warte, ich mach den auf für dich sehr gerne. Sag mal, Rudi, Sure. 98, Vers 6. 98, Vers 6. Ganz kurz, ich muss mir das kurz durchlesen. Ich sag nichts Falsches und wenn ich das nicht verstehe, dann werde ich mich auch dazu nicht äußern, okay? Lies mal für uns laut vor. Sure, was war das? 98, Vers 6. Die Unglaublichen sind, bleiben im Feuer der Hölle. Bruder, sag mal, was du gesagt hast nochmal, wie du es formuliert hast. Kannst du es nochmal formulieren? Lies mal bitte laut vor. Ich habe nur eine Frage an dich. Du wirst ja sehen, ob ich jetzt, was ich gesagt habe, ob es Sinn ergibt oder nicht. Du hast es anders formuliert. Sag das mal nochmal. Okay, ist doch kein Problem. Was steht denn da? Da steht was ganz anderes. Lies uns mal bitte vor. Okay, ich lese es dir gerne vor. Gewiss diejenigen unter den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden im Feuer der Hölle sein, ewig darin zu bleiben. Das sind die schlechtesten Geschöpfe. Schlechtesten Geschöpfe. Aber du hast irgendwas das heißt, Allah, gesagt, Bruder. Wo ist das Wort Tier? Bitte. Möchtest du das Wort Tier hören? Möchtest du das Wort Tiere hören? Es hat den Rücklauf. Wir sind die schlimmsten Geschöpfe, also sind Tiere keine Geschöpfe? Ich weiß nicht, ob diese Leute überhaupt noch ein Gehirn haben, das
dass sie das nicht mehr benutzen, das ist das Kranke. Also dazu fällt mir gar nichts mehr ein. Ne? Deine Lüge kam raus. Diese Kamelurin-Fetischisten, ey. Ah, danke, wie ich. Wie Sack. Das ist so Wahnsinn. Das ist einfach so Wahnsinn. Wo kommen auf einmal die ganzen Leute her? Das ist ja Wahnsinn. Kommt ihr auf einmal her? Habt ihr alle Feierabend, oder was? Das ist ja heftig. Amir! Hallo, Amir! Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Du bist verrückt, Amir. Warum? Wallahi, billahi, du bist verrückt. Ja, aber ich stehe nicht unter schwarzer Magie und stell mir Sachen vor. So lachst du, ja, wallah, ja. Das ist sehr gut gesagt. Ich bin nicht verrückt. Ich stehe nicht unter schwarzer Magie und stell mir vor, dass ich mit meinen Frauen schlafe, obwohl ich es in Wahrheit nicht tue. Weißt du, Amir, der Koran ist gekommen als barmherzig für die Leute und als eine Warnung. Ja, als Barmherzigkeit uns mit scharfem Messer Nackentherapie zu machen. Hast recht. Okay, erzähl doch keinen Quatsch mit Messer in Nacken. Mit Messer in Nacken, viel, ja. Viel scharf. Guck mal, Ich habe eine Frage an dich. Amir. Viel, viel scharf machen Messer. Amir, ich habe eine Frage an dich. Eine oder mehrere? Mehrere normalerweise, aber ich habe keine Zeit. Ich habe nicht so viel Zeit. Guck mal, jetzt, wenn es dunkel wird, in 2-3 Stunden, ne, da ist dunkel. Richtig? Ja, genau. Im Dunkel kann man viel munkeln. Im Dunkeln ist gut munkeln. Beantworte mir bitte eine Frage. Warum gibt es dunkel? Warum gibt es Tag? Ist das Automatik? Ja, weil Automatik. Licht einschalten, Licht ausschalten. Automatik. Warum? Laut Allah geht die Sonne in einem schlammigen Wasser unter und kommt wieder hoch. Sura 18, Vers 86. Amir, wallahi, du tust mir leid. Der sagt zu mir, ich tue ihm leid. Der noch nie einen Vers aus dem Koran gelesen hat. Guck dir das mal bitte an. Ich habe gerade gelesen. Weißt du, warum du mir leid tust, Amir? Weißt du, warum? Ich sag dir mal was. Ich kann nicht mehr das Ganze keinem erzählen. Je später der Abend, desto schlimmer werden die Gäste. Guck mal, ich wollte dir was sagen. Weißt du, warum du mir leid tust? Warum tue ich dir denn leid? Ich folge keinem Menschen. Ich folge keinem Mann, der ein 6-jähriges Kind angefasst hat. Du ja. Weißt du, dass die Christen damals haben auch geheiratet mit so jungen Mädchen, aber damals, diese Zeit. Ja, auch mit dem Blödsinn, bitte. Was? Ich bin 6 Jahre alt, das ist ein Baby, Mann. Das ist fast ein Baby. Außerdem, und es wird berichtet, Mohammed a.s. hat mit Aisha, wenn es 12 Jahre alt war. Verstehst du? Deswegen sagt Aisha selber in Sunan Abi Dawud 21, er hat mich geheiratet, als ich 6 war und hat die Ehe konsumiert, als ich 9 war. Sehr gut. Und was hältst du davon? Du hast recht, ich tue dir leid. Du hast recht, du hast vollkommen recht. Was hältst du davon? Ein Schiite bringt ein 6-jähriges Sunnite um, voll mit dem Messer in den Hals. Sehr, sehr schlimm. Das ist sehr, sehr schlimm. Sehr schlimm. Ja, siehst du? Ja, denkst du, ich sag jetzt, das ist gut oder was? Ja, und das machen die Schiiten. Also ihr Sunniten macht sowas nicht? Nein. Habt ihr das nicht gemacht, Nackentherapie schiitischen Kindern in Irak und Syrien? Beweist mir mal das mal. Ich soll dir das beweisen? Geh im Internet, guck mal, was die Islamische Stadt gemacht hat. Ja, Islamische Stadt, amerikanische Soldaten. Kamelurin-Soldaten, ne? Ja.
Ich geh kaputt, ey. Das kannst du keinem erzählen, ey. Einer verrückter wie der andere. Kannst du beweisen? Kannst du beweisen, ja. Ich kann dir beweisen, dass Kamelurin das allerletzte ist, was man nicht trinken sollte. Ja, genau. Das kann ich auf jeden Fall beweisen. Die Friede, Jesus sei und Christ sei mit dir und deiner Familie. Gelobet werde. Der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei auch mit dir, meine Liebe. Ich wollte dir mal sagen, ich verfolge dich schon eine ganze Weile. Ich bin selber geborene Muslimin, ja. Aber ich habe eine ganz andere Theorie, also eine ganz andere Ideologie. Es gibt keine schlechten Religion, es gibt nur den schlechten Mensch, der die Religion zusammenfasst. Und der Jesus Christ ist Gottes Sohn. Und durch den gehen wir auch durch. Und das ist der jüngste Gericht, vor dem wir Buße tragen müssen. Und das werden viele Muslimen leugnen. Es steht in denen, ja, ihr sollt Ungläubige töten, ihr sollt Ehrenmord, ihr sollt eure Schwestern missbrauchen, ihr sollt eure Schwestern vergewaltigen und. Wenn ich das alles höre. Bitte? Nicht diese Wörter hier aussprechen, sonst werden wir gesperrt, Mann. Entschuldigung, aber wenn ich das höre, dann wundern die sich nicht, warum die viele muslimische Frauen einfach abhauen vor der Religion, weil die dazu genötigt werden und dazu so angstschürend groß werden die Kinder. Es ist schon traurig genug. Also ich weiß, wovon ich rede und das ist schon traurig genug. Und ich bekenne mich zu Jesus Christi und ich habe das Kreuz Jesu auch bei mir. Ich habe Weihwasser, ich gehe zur Kirche und Gott sei Dank. Und der Friede sei mit euch. Auch mit dir. Sie hat Weihwasser, weiß ich sehr, sehr gut. Immer viel Weihwasser, aber ja. Es tut mir leid. Ich musste gerade an einen sehr, sehr lustigen Moment denken. Ich mach bald Remix von diesem Lied, wie heißt das, von Apache 279. Und wenn du gehst, dann kommst du wie ein Komet, na 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 na. Dann mach ich meine Dr. Scheer-Version daraus. Und wenn du trinkst, dann trink einen dicken, fetten Schluck Kamelurin, Kakamelurin. Und wenn du trinkst, dann trink einen dicken, fetten Schluck Kamelurin, Kakamelurin. Nur, die Creator sitzt von Dr. Sheikh Abu Amir. Gänsehaut, ey. Ja, anders halte ich das nicht mehr hier aus, ohne Spaß. Ich muss immer meine Remixe zwischendurch machen, ey. Ja, Jeff Bezos. Wie fandet ihr meinen Remix? Ich schlag immer zweimal ein, genau. Sehr gut. Vergessen, Gänsehaut. Hallo? 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 Is it me you? Ach, der ist schon weg. Und ich mach noch ein Ständchen für den, ey. Gänse vor Ort, aber ehrlich, ey. Dankeschön, King of Kings. So, MC Teddy. Schönen guten Tag. Du, ich bin Songwriter, ganz kurz. Und wenn du gehst, dann wirst du in die Hölle kommen wie dein Prophet, der Pädophil lebt. Der war auch nicht. So, mehr muss ich sagen, mach weiter, der Herr möchte mit dir, möge mit dir sein, ja, und ich grüße alle Christen und Kometprophet, sehr gut, Kometprophet, sehr, sehr gut. Okay, danke dir, ne? Ciao, ciao. Ja, genau, der auf Kinder steht.
dein eigener Prophet. Das ist heftig. Der Prophet, der auf Kinder steht, heftig. Dankeschön, danke dir. Ja, hier, bei mir gibt's nur die Remixe, hallo? Remix jeden Tag. Jeden Tag gibt's was Neues. Hallo? Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Wieso machst du dich gerade lustig über Propheten? Nee, ich mach mich lustig über Kamelurin. So, ich dachte, du machst dich lustig über Islam. Nee, Kamelurin. Findest du das nicht auch lustig, dass jemand befiehlt, Kamelurin zu trinken? Alles klar, ich dachte, du hast über Islam was geredet. Also gut, danke dir, ciao. Okay, ciao. Ich dachte, du hast über Islam geredet. Nee, alles okay. Ach, Kamelurin, okay, kein Problem, ciao. Ist das krass, ey. Und wenn du trinkst, dann trink einen dicken Schluck vom Der Arme, du bist ein Teufel, Alter. Ah, nee, hör auf, sowas zu sagen, ey. Ja, nein, hallo? Nur weil ich mal ab und zu meine Remixe mache, weiß es noch lange nicht sowas. Hallo? Der Arme, Junge. Arme, ich habe eine Frage, mein Bruder. Ja. Du hast gesagt, ich bin selber Christ, ne? Du hast gesagt, aber ich bin orthodox. Du hast gesagt, man muss als neugeborener Christ wiederkommen. Was meinst du damit? Wiedergeborener Christ. Ja, der Herr Jesus Christus führt das wichtigste Gespräch mit Nikodemus. Und er sagt dem Nikodemus, also Nikodemus stellt ihm ja die Frage, Herr oder guter Meister, Rabbi, was soll ich machen, um das ewige Leben zu erhalten? Mhm. Ich lese es dir mal vor, damit wir das wieder hören. Das kann man gar nicht oft genug hören, was der Herr sagt. So. Es war aber, Johannes 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen, also zum zweiten Mal geboren werden. Der Nikodemus denkt so fleischlich. Ja. Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, das heißt, aus dem neuen Reue zeigen, das Wasserbad des Wortes, dass du das Wort verinnerlichst, was der Herr Jesus Christus zu dir sagt, und dass du den Geist Gottes empfängst, Buße tust aufrichtig und von neuem geboren wirst. So kann er nicht das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich zu dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortet und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Damit ist der Herr Jesus gemeint. Dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Siehst du, wie heftig der Herr Jesus Christus ist? Das heißt, das griechische Wort ist hier Metanoia. Metanoia bedeutet, dass du aus dem Geist Gottes, genau, neu geboren werden musst. Du musst also bekennen, dass du schuldig bist vor Gott. Du gehst also in einem tiefen Gebet zu Gott, sprichst, mein Herr und mein Gott, Jesus Christus, ich komme heute zu dir mit all meiner Schuld, mit all meinen Fehlern, die ich in meinem Leben begangen habe. Ich will von Neuem geboren werden, Herr, sende mir deinen Heiligen Geist und bitte lass mich auf dem Weg zum ewigen Leben sein, Herr. Ich möchte mein Kreuz täglich auf mich nehmen und will dir nachfolgen, Herr, auf Schritt und Tritt. Bitte stärke mich, bitte stärke den Heiligen Geist in mir und lass mich von Neuem geboren werden. So. Und das muss aus deinem eigenen, mit deinen eigenen Worten gesprochen werden. Nicht irgendein Zauberspruch, den du nachsagst oder was. Nein, du musst das richtig fühlen. Also ist das quasi ein gesprochenes, gefühltes Gebet, ne, was man machen muss, um neu geboren zu werden? Ein Übergabegebet nennt man das auch.
Du übergibst deine Seele, dein Leib, alles dem Herrn Jesus Christus und bereust deine Schuld, die du in deinem Leben angehäuft hast. Amen. Ja, du bist echt heftig. Also du hast ein Wissen. Also echt, ich ziehe meinen Hut vor dir, Bruder. Wirklich. Ach, jetzt. Also hier sehr viele Geschwister haben auch top Wissen. Aber was du da von dir gibst, also was du dir da als Ex-Muslim, ne, so an Wissen angeeignet hast, ja, für die Religion, für die du lebst und stirbst, Wahnsinn. Wirklich, Amir. Ja, der Apostel Paulus ist ja unser Vorbild, ne? Philipper 1,21. Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Ne? Der Tod ist ja für uns kein Ende. Weißt du, was ich meine? Das Leben beginnt ja nach dem Tod. Das ist das. Denn diejenigen, die sterben, sind ja nicht tot, so wie der Herr sagt, sondern sie leben in Ewigkeit mit dem Herrn. Ist mir eingefallen. Ja. Komm, hau mal ein Fähnchen raus jetzt, bevor ich gehe einmal. Mach mal einmal. In was? Hau mal das Schwänzchen einmal raus, bevor ich abhaue. Nein, jetzt müssen, das war gerade ein ernstes Thema. Hör auf, gleich wieder. Ich wünsche dir alles Gute, Amir. Bleib so, wie du bist. Ihr kennt mich, ich bin immer für den Spaß zu haben. Aber wenn es um ernste Dinge geht, dann bleibe ich auch direkt ernst. Du bist der Hammer, Bruder, wirklich. Ja, Gott segne dich. Ciao, Amir. Ciao. Ciao. Ja, ihr kennt ja euren Dr. Scheich. Ne? Ich bin für jeden Spaß zu haben, aber wenn es gerade um die Wiedergeburt geht und das ganze Zeug. Ich bin für jeden Spaß zu haben, aber wenn es gerade um die Wiedergeburt geht und das ganze Zeug. Ich bin für jeden Spaß zu haben, aber wenn es gerade um die Wiedergeburt geht. Wie viel du? Was ist das für eine blöde Frage? Wo du ist das? Das ist die Waschung, Mann. Was für ein Rakat? Wie fertig müssen die Leute hier drinnen sein, ey? Ey, Amir. Ja, bitte. Genauso wie ich jeden Sunniten auf meinem Kanal zerstöre, zerstöre ich auch dich. Und auch jeden Christen. Ja, du bist der Zerstörer. Ich weiß, Destroyer. Genau. Ich zerstöre dich, die Mutter-Ehe und alle Christen. Ja, viel Spaß dabei. Sehr gut. Schau, ich habe eine Frage. Schau, ich habe auch eine Frage. Gibt's, nein? Okay, dann stell deine Frage. Wer spricht in Sure 66, Vers 5? Keine Ahnung, ich bin kein Hafiz. Und so willst du anfangen, jemanden zu zerstören? Adi. Ich bin gekommen, um zu zerstören. Kannst du mir sagen, wer in Sure 66, Vers 5 redet? Ich bin kein Hafiz, aber sich so aufspielen. Oh, mein Rückgrat kommt gleich wieder raus, ey. Ich krieg gleich Kopfschmerzen. Ich kann nicht mehr. Eigentlich müsste ich für das Millionen von Euro kriegen, damit ich mir das antun mit diese Kopfschmerzen. Ja! Yeah. Ja, das ist genau der Zeitpunkt. Und wenn ich trinke, dann trinke ich ein Stück von meinem Kamelurin. Kamelurin. Ah, wenn euch jemand mit blöden Fragen und blöden Antworten kommt, dann nur diesen Song singen. Und wenn du trinkst, dann trink einen dicken Schluck vom Kamelurin. Sag mir, wie soll man das anders aushalten? Sag es mir, wie soll man das anders aushalten? Ich bin gekommen, um die Schiiten und die Christen zu oh, diese TikTok macht mich fertig, Mann. Ich sag's dir. Ah, mein Rückgrat kommt gleich schon raus. Oh, mein Kopf. Okay. Okay, jetzt beruhigen wir uns wieder. Was kann ich für sie tun? Bruder, was ist mit denen los? Sind die alle krank? Was haben die genommen? Nein, die möchten sich einfach aufspielen. Also, ist schon okay. Wir haben ja unseren Spaß auch dabei. Ist auch okay. Die Geschwister haben heute einen harten Tag gehabt. Dr. Sheikh Abomi sorgt dafür, dass sie ihre Probleme mal für ein paar Minuten vergessen.
Die denken sich immer, oh, das ist Gott sei Dank ist Dr. Scherer, wo haben wir da? Danke dir, dass du deinen kleinen Knecht da hinschickst, damit wir wieder gute Laune bekommen. Okay. Ach, boah, ich hab richtige Schmerzen hier, ey. Ja, ich war. Mein Freund, hör mal. Die Leute, die an Koran glauben, ne? Jetzt hör, ich bin keiner, ich bin ein Christ, wiedergeborener Christ. Okay? Ja, ich weiß, jetzt musst du gerade schon wieder ein ganz, ganz komisches Ding machen. Weißt du, was ich nicht verstehe? Im Koran steht drin, er gibt den Leuten nicht mal eine Sicherheit, dass sie am Ende des Lebens zu ihm kommen. Denn er wird es am Ende entscheiden. Wo finden wir diese Aussage? Bruder, das weiß ich nicht. Das steht im Koran. Merkt ihr das? Sure 66, Vers 8. Vielleicht wird Allah euch vergeben. Ja, genau. Vielleicht. Also ist das so, 50-50. Wenn er gut drauf ist, nimmt er dich. Wenn nicht, ja, geh raus. 50-50. Wie diese Zeitung, die Obdachlosenzeitung. 50-50. Kennst du das? Unglaublich. Der Allah sagt vielleicht. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Vielleicht wie ein Mensch. Vielleicht. Wenn er gut drauf ist, nimmt er dich. Und wenn er nicht gut drauf ist, kein Geld vom Jobcenter bekommen hat, dann schmeißt er dich raus. Ja, genau, richtig, ja. Und meine zwei Cousins, Bruder, wir sind eine sehr, sehr große Familie. Und wir sind mit dem Christentum aufgewachsen, von klein ab. Und die und meine zwei Cousins sind abgekommen davon und stehen dem Koran bei und ich verstehe das nicht. Ja, die haben sich verführen lassen. Ne? Also die Dawa ist ja nichts anderes als Propaganda. Sie lügen und betrügen um den Islam als die wahre Religion oder nenn es wie du es willst, ja. Weg zu Gott irgendwie schmackhaft den Menschen zu machen. Und das funktioniert. Durch Lügen und List, wie ihr Gott, Allah, der selber der listigste von allen ist, so sind auch die Anhänger Allahs sehr, sehr listig in ihrer Vorgehensweise. Ja, so ist das auch. Das ist der Teufel persönlich. Ich würde mir Gedanken machen, wenn mein Gott behauptet, der beste Täuscher aller Zeiten zu sein. Von allen, der beste Täuscher, der jemals existiert hat. Ja, auf jeden Fall. Gott von sich selbst sagt, dass er der Listigste ist, der Täuscher, ein Makir. Makir ist ja ein sehr, sehr bösartiges Wort. Ihr könnt mal, habe ich euch schon sehr oft gesagt, geht zu Sure 3, Vers 54, genau, Prophet. Sure 3, Vers 54 und kopiert einfach nur mal das Wort Makir, wie der Allah sich selber beschreibt. Ja. Und dann werdet ihr sehen, dass das einfach nur ein negativer Begriff ist, den der Teufel für sich benutzt. Makir, Makara. Also ein listig sein, hinterhältig, täuscherisch, Betrüger. Ja, ein Listenschmied. Sind das die Eigenschaften Gottes? Hinterhältig, betrügerisch. Was ist das? Das ist kein Gott, mein Freund. Das ist kein Gott. Einer der Namen von Allah ist Al-Mutakabbir. Hier, der Ghost hat das dahin geschrieben. Sehr gut, sehr gut. Einer der 99 Armen Allahs ist der Betrüger, Al-Mutakabbir, der Täuscher, der Listige. Ja. Wie kann ich dann den Koran... Der Listigste war. 1. Mose 3,3. Ja, das ist der Wahnsinn. Mein Freund, das ist der Wahnsinn. Das verstehe ich nicht. Das geht einfach nicht in meinen Kopf auf. Ja. Und vor allen Dingen noch, du bist als Christ groß geworden, als kleines Kind, schon immer mitbekommen von den Eltern, schon immer, jeweils. Und dann gehst du rüber zum Koran. Ja. Ja, das ist doch rein der Teufel, das kann mir doch keiner erzählen. Ja. Ja, okay, mein Lieber. Hast du noch eine Frage? Ansonsten hol ich deine nächsten. Alles gut, mein Freund, alles gut. Segen dich und deine Familie. Dich auch, mein Freund. Mach's gut, ciao. Ciao. Dr. Sheikh Abu Amir featuring. Wer will Feature machen mit Dr. Sheikh Abu Amir? Wer hat Lust auf Feature? Gänsehaut. Hallo? Featuring Farid Bang, genau. Ich muss mal Farid anrufen. Ich muss sagen, Farid, ich bin's Amir. Komm mal, wir machen Feature. Kameluri. Der wird sagen, alles klar, mir kein Problem, komm.
Wir gehen in ein dickes Studio. Dann komm bitte in deinen Scheranzug. Nur so akzeptieren wir das. Da kommt die Stimme besser. Almutter Kabel bedeutet was ganz anderes. Ja, natürlich, dass du Muslim das nicht erkennst. Kein Wunder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie kommst du, dass du sowas zu mir sagst? Egal. So, also, du sagst, dass Mutakabir was ganz anderes bedeutet. Ich zeig's dir mal kurz so. Der war gut. Das ist egal, egal. Dein Prophet hat zwar gesagt, grüßt nicht die Juden und die Christen, lasst euch zuerst grüßen, aber egal. Ich hab Respekt. Du, mach mich mal kurz groß. Schau mal, was da bitte steht, wenn du Englisch kannst. Lies uns vor, was da steht. So, da steht. Ist das von Muslimen bestimmt, ne, die das versuchen zu erklären, ne? Nein, Mutakabir, also, kannst du Englisch? Ist das von Muslimen für Muslime? Was meinst du für? Ich verstehe deine Frage nicht. Nimm mal bitte das Wort Makir, Sure 3, Vers 54. Warte, lass mich mal kurz anhören. So. Geh mal in die arabische, Lexikon Al-Lisan Al-Arab. Lisan Al-Arab, die Zunge der Araber. Oder andere Wörterbücher der Araber. Gib mal das Wort online. Kannst du das machen? Du kannst das Wort kopieren, einfügen und dann siehst du, wie schrecklich das Wort eigentlich ist. In was für ein Vers 54, ne? Genau. Allah und sie schmiedeten eine List und Allah schmiedete eine List und Allah ist der beste Listenschmied, ne? Oh makaru, wa makara Allahu khairul makirin. Hier, da steht auf Deutsch, das ist ein deutscher Koran, ich hab gerade nur den. Und sie schmieden eine Liste und Allah schmiedet eine Liste und Allah ist der beste Listenschmied. Siehst du? Und jetzt gehen wir zur Bibel. Erste Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1. Und Gott, der Herr, schuf die Schlange und sie war die listigste auf dem Felde. Ja, in der Bibel. So, du kannst ja nicht sagen, dass im Koran, du kannst jetzt, wie soll ich das sagen? So, im Koran steht doch, okay, da steht er ja jetzt mit dem Listenschmied. So, in der Bibel steht dann was, ist der Listenschmied, der beste Listenschmied. Ja, okay. Auf jeden Fall, in der Bibel steht, dass die Schlange die listigste ist und dein Gott sagt selber, ich bin der listigste. Wer ist also Allah? Allah ist der Barmherzigste, Allah ist der Allvergebende. Wenn Allah sagt, ich bin der Listenschmied und die Bibel sagt, die Schlange ist der Listenschmied, wer ist Allah? Ja, die Bibel ist... Also, wenn du mich nicht verstehen willst, Allah, dann... Also bitte, die Bibel ist doch sowieso nicht richtig. Wie viele Versionen... Kannst du keine Witze? Und wenn ich trink, dann trink ich einen Schluck von meinem Kamelurin. Kamelurin. Ist das krank? Ich kann nicht mehr, die eine schlimmer wie die andere. Boah, mir platzt gleich das Gehirn, ey. Oh, Herr. Hallo? Das kannst du keinem erzählen, genau. Hallo? Hallo? Do you want to talk with me? With Dr. Sheikh Abu Amir? The nicest Sheikh from the neighborhood? Huh? Come and talk with me. Talk with... Ich weiß nicht, anders halte ich das nicht aus. Talk with me, hello. Nein, dann nicht. Der ist schizophren. Sein Name passt dann auch zu ihm. Der ist a little bit schizo. Schizo. Danke, Ivan. Moin Bruder Amir, ich habe eigentlich eine ganz schnelle Frage, Digi. Ja. Ich wurde stumm geschaltet, was ist hier los? Du wurdest stumm geschaltet? Ja. Oh,
Wer hat das gemacht? Ich weiß nicht. Wer hat Mr. HSV hier stumm geschaltet? Das kann doch nicht wahr sein. Das darf so alles nicht wahr sein, ey. Ey, ja. Den Song, den du gerade gemacht hast, ey, der muss auch mit auf die Playlist. Der ist auch gut. Hallo, Greatest Hits von Dr. Scherer. Aber wir kommen bald raus. Monatliche Zuhörer bei Spotify, 1 Million. Album ist schon bestellt. Album ist, ich werde meine Boxen raushauen. Alle unterschreiben. Dr. Scherer. Ey, Amir, ich hab das ja die ganze Zeit zu mitbekommen hier mit den Muslimen, ne? Ey, die sind doch nicht mehr zu helfen. Ja, das Problem ist, sie... Du redest gegen die Wand. Sie sehen das schon, sie sehen schon, was abgeht, aber das Herz lässt es nicht zu, das ist das Problem. Das ist eine Herzensinstellung. Ja, der Verstand, der das auf einmal sieht, wehrt sich gegen die Realität und dann auf einmal beginnt das Herz auch sich zu verschließen und versuchen, eine Ausrede zu finden, das ist das. Der eine ist ehrlich genug und lässt sein Herz offen für die ganze Sache. Der andere verschließt das. Sein Verstand spricht total dagegen. Sein Herz wird verschlossen. Und dann versucht er aus irgendwelchen unsinnigen Sachen eine Ausrede zu finden. Ne? Obwohl es klar und deutlich ist. Weil sie sich natürlich schämen. Ne? Ja. Weil was da alles drin steht, da würde ich mich auch nicht drüber freuen. Also... und ansonsten geht's dir gut? Ja, alles super. Und dir? Ja, Mann. Ja, auch wunderbar, gepriesen sei der Herr. Ansonsten habe ich eigentlich gar nichts auf der Seele, nur dass ich gestummt war. Ist nicht schlimm, kein Problem. Ich kann dich irgendwie. Aber ich hau ja deswegen nicht ab. Ja, genau. Der Support muss immer bleiben. Okay, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke für was. Ich auch, Amir. Danke dir. Ciao. Ja. Danke, Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist immer da. Beste. Verfassungsschutz ist immer da. Danke, Lisa. Was, du Körperk? Wie meinst du das, du Körperk? Du wolltest sagen, du Körperk? Ja, deinen Propheten alle Ehre. Der hat auch Aisha beleidigt als Körperk. Du bist wie dein Prophet. Sehr gut. Wann kommt Merchandise? Demnächst, bald. Camel Urine for everybody. Itekula ist auch wieder da. Itekula. Oh mein Gott. Itekula, jedes Mal bist du hier. Hast du denn noch nicht gelernt, Itekula? Kannst du noch mal einmal hochkommen? Ich will noch mal mit dir reden, Itekula. Hör auf zu beleidigen. Itekula, Dr. Scherer, aber wir will mit dir reden. Ich hab dich erkannt, Itekula. Wir erkennen dich, Itekula. Itekula, wir haben dich gesehen. Danke, Slidex. Vielen Dank. Itekuli, come here to Dr. Sheikh Abamir. I want to talk with you. I sent you a request. Wir sehen dich. Itekula, come here. I want to talk with you. Come here to your Dr. Sheikh Abamir. Yeah. Hello. Was geht? Itekula ist auch da. Hallo, mein lieber Slide. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, was hältst du so von den Mormonen? Gar nichts. Das ist eine absolute Sekte, Mann. Ja, ich muss sagen, ich hatte selber damit jetzt auch Erfahrung gemacht. Die kamen zu meinem Haus und die haben mich so eingeladen und sowas. Ich bin zu denen hingekommen, hab mir das alles so eingeguckt und so. Fand ich zwar ganz interessant, aber irgendwie war es auch nicht so das Richtige. Nachdem ich dann so die Mormonen kennengelernt habe,
habe ich mich dann mit dem Islam beschäftigt und der Islam hat mich auch nicht so richtig überzeugt, muss ich sagen. Und ja, jetzt bleibe ich immer noch den nämlichen Jesus bleibe ich treu. Aber was ist so genau dein Weg? Also bist du einfach würde ich sagen, Anhänger von Jesus oder? Ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus und nehme mein Kreuz täglich auf mich, ne? So ist das. Aber das ist keine richtige Beschreibung für dich. Weißt du, wie der Herr Jesus Christus uns vor diesen ganzen Sekten gewarnt hat, die an unseren Türen klopfen, wie Zeugen Jehovas, Mormonen und diese ganzen Leute, ne? Der Herr beschreibt diese Leute im zweiten Johannesbrief. Bisher habe ich das noch nicht erfahren. Was hat denn zeige dir das mal. Ich lese dir das mal vor. 2. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 10. Guck mal hier. 2. Johannes. 2. Johannes. Kapitel 1, Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Siehst du, wie der Herr uns warnt, dass ja, diese Leute vor deinem Haus stehen und du sollst sie nicht ins Haus aufnehmen? Okay. Guck mal hier. Warnung vor verführerischen Irrlehren heißt sogar die Überschrift. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Was bedeutet das? Dass Jesus Christus nicht bekennen. Unter anderem, was bedeutet ins Fleisch gekommen? Ja, dass Jesus Christus Gott ist. Sehr gut. Du siehst also, du kannst immer die Frage stellen, wenn du auf einen Christen triffst, der sagt zu dir, ich bin Christ. Stell ihm die Frage, ist Jesus Christus der allmächtige Gott? Denn er sagt, ja, Amen, er ist mein Herr und mein Gott. Sagst du, wundervoll, Amen, super. Wenn er sagt, er ist nur der Sohn Gottes, da merkst du schon den Geist des Irrtums und den Geist. Verstehst du? Stell eine Frage, prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Die Mormonen, die ich kennengelernt habe, die haben gesagt, ach, Jesus ist auch Gott, ne? Also... Ja, ein himmlischer Geist, der bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott geboren. Guck mal hier. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist zum Beispiel Mormonen, Zeugen Jehovas und diese ganzen anderen Sekten. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, siehst du, es geht innerhalb des Christseins, des Christentums, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Und jetzt kommt's. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt innerhalb des Christentums, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt auch nicht. Zeugen Jehovas, Mormonen, die versuchen, sich in deine Irrlehre reinzudrücken, dass Jesus Christus nicht ins Fleisch gekommen ist und so. Verstehst du? Darauf bezieht sich das, dass Christus, die kommen mit solchen Lehren um die Ecke, innerhalb unserer Christenheit. Ja, weil die glauben ja auch an ein ganz anderes Buch, ne? Johannes Evangelium sagt uns, was bedeutet Christus ins Fleisch. Guck hier, ich lese dir das vor. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Weiter, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, Vers 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, der Herr Jesus, und die Seinen nahmen ihn nicht auf, haben den Messias nicht erkannt. Allen aber, die ihn aufnahmen, du und ich, die den Herrn Jesus Christus erkannt haben als Messias, Gott den Allmächtigen, denen gab er das Anrecht, sich Kinder Gottes zu nennen. Du, ich und die gesamten Geschwister, die glauben, dass Jesus Christus Gott ist. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Siehst du, was bedeutet Christus ins Fleisch gekommen? Gott wurde Mensch? Ja, das hat eine ganz andere Bedeutung, die viele andere einfach nicht verstehen. Das ist das. Die Bibel ruft uns dazu auf, prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten rausgegangen, Verführer, die euch
eures Glaubens berauben wollen. Dass ihr nicht glauben sollt, dass Christus ins Fleisch gekommen ist. Das ist das. Ich muss auch sagen, dadurch, dass ich diese verschiedenen Leute kennengelernt habe, das hat mich so von meinem Weg abgebracht, weil die letzten 3-4 Jahre habe ich extrem Jesus Christus verfolgt und dadurch, dass ich dann mich auch damit beschäftigt habe, bin ich extrem von meinem Weg abgekommen. So, das ist wie eine riesige Ablenkung für mich gewesen und dass ich einfach meine Energie damit verschwendet habe, mich darüber zu informieren, habe ich gemerkt, bin ich umso mehr von meinem Weg abgekommen, so Jesus Christus zu folgen. Und ja, sehr, sehr heftig. Ich muss auch sagen, für mich hat sich das auch nie so richtig angefühlt, weil irgendwie hatte ich immer so ein richtig komisches Gefühl, egal ob beim Islam oder bei den Mormonen. So, für mich hat sich das nie so richtig angefühlt. Aber was, wie machst du das denn überhaupt? Wie zum Beispiel kommst du einfach Jesus Christus näher? Ich bete, ich gehe ins Gebet, lese jeden Tag immer ein bisschen, so dass ich immer mit dem Herrn in seinem Wort mit ihm verbunden bin. Das Wasserbad des Wortes nehme ich jeden Tag auf mich. Das heißt, ich lese immer wieder zwischendurch, jeden Tag, wie ich kann, dass der Herr das Wort des Wasserbades mir sozusagen durch meinen ganzen Körper durchfließen lässt und ich den Heiligen Geist in mir stärke. Ah, okay, aber du machst da keine Praktiken, wie jetzt zum Beispiel im Islam, dass du dich so irgendwie wäscht oder sowas. Nee, sondern du lernst einfach nur von dem Leben von Jesus Christus, indem du einfach die Bibel studierst. Weißt du auch wieso? Guck mal hier, ich sage dir auch wieso. Lassen wir die Bibel sprechen, was der Herr zum Thema sich waschen und sowas sagt. Pass mal auf. Jeremia 2,22. Denn wenn du dich auch mit Lauge waschen und viel Seife dazu nehmen würdest, so würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, spricht Gott der Herr. Siehst du? Ich hab doch schon meinem Bruder eine Einladung geschickt. Wenn er nicht annimmt, was das? Alles schreiben, ja. Leser. Ich hatte auch ständig das Gefühl, wo ich auch dem Islam kennengelernt habe, dass das, was die praktizieren, dieses Reinigen vorher, ich fand das zwar auf eine Art und Weise gut, weil derjenige dann sauber ist, so, aber ich hatte für mich nicht das Gefühl, dass es den Menschen dann auf einmal reinigt, weißt du? Ja, hallo ihr Lieben. Der Friede und die Gnade unseres Herrn und Heilands Jesus Christus sei mit euch allen. Mit mir auch. So, ist der Ex-Muslim schon wieder am Hetzen, ja? Ja, ich glaube auch. Das kann nicht wahr sein, dass ihm das nicht langweilig wird. Nach 150.000 Jahren muss es doch langweilig werden, irgendwo mal diese Gehetze. Nee, ich glaube, das liegt daran, weil er der Heiligen Geist hat. Der Abu Hetzman. Abu Hetzerei. Amir, lass mich in Ruhe mit deiner Hetzerei. Ich will damit nicht in Verbindung gebracht werden. Lass mich einfach nur in Truhe. Aber Amir, eine Frage. Welche App oder du schaust das wahrscheinlich das meiste so auf dem Handy nach, so wie ich sehe. Ja, natürlich, ich habe ja die App auf meinem Handy, da habe ich die ganzen verschiedenen. Was empfiehlst du denn da? Diese braune Bibel-App, das hat jeder auf seinem Handy. Die Bibel. Die musst du dir runterladen. Da hast du alle Übersetzungen, kannst du nachschlagen, kannst du dir jeden Tag Markierungen machen, was wichtig ist und du kannst dir Lesepläne erstellen, Entschuldigung. Ja. Da hast du schon eine gute App. Und wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Herrn Jesus Christus? Weil du hast so immens viel Wissen, das ist echt unglaublich. Also das flasht mich, ehrlich. Wie die einfach die Verse aus dem Kopf schießen. Dass ich habe schon vergessen, was ich gestern Mittag gegessen habe. So, denkst du das alles? Da fällt sogar das Ding hier um bei mir. Das ist unglaublich, ehrlich. Der hat der Wahrhaftige war, dass er richtig gelegen hat. Und er hat auch in seiner Wohnung alles voller so Zettel an den Wänden und so. Das bist du halt, ne? Der überall so diese ganzen Verse kleben hat. Ja, genau. So ist das. Ist ehrlich so.
Noch kurz ja, zwischendurch, Frage. Zwischendurch gibt's dann noch meine Songs. Die schlagen auch noch mal richtig ein. Das ist wie ein Komet. Wie ein Komet schlagen die ein. Zweimal in der Härte, das ist er. Du musst auch den Kometen bekommen. Den Komet, der heißt doch dieser Viva Komet. Ja, oder genau. Ein Live-Komet für den Kamel-Urin-Song. Man muss das hier. Glaub mir, meine ganze Community würde mich nominieren. Auch die Muslime, die würden sagen, nominiere den Dr. Sheikh, der muss dahin zu Viva und diese Komet. Alle Leute, schlag bitte den Amir für die nächste Eurovision Song Contest aus, dass er Deutschland repräsentiert mit dem Urin Song. Das würde durch die Decke gehen. Deutschland würde gewinnen. Deutschland würde gewinnen mit Sheikh Abu Amir. Da gab es diese, wie heißt die, diese Conchita Wurst und ich komme dann mit meinem Sheikh-Anzug dahin und singe dann für Deutschland. Kamelurin für euch alle. Da will ich Ticket buchen und sagen, ich habe Heimweh bekommen. Das ist er. AfD wird mich bezahlen. Das ist er, AfD. AfD wird Dr. Sheikh Abu Amir bezahlen, damit die alle Heimweh bekommen. Das wäre mal so eine Idee, ne? Okay. Kamel-Urin-Song für Deutschland. Ja, so sieht's aus. Okay, mein Lieber, hast du noch eine Frage oder war soweit alles geklärt? Ja, eine Frage habe ich noch und zwar, was sagt die Bibel oder Jesus Christus eigentlich so zum Rauchen oder halt so Koffein und so schlechte Sachen halt? Der Tempel, in dem der Heilige Geist Platz nimmt, ist heilig. Und du sollst den Tempel Gottes, der deinen Körper darstellt, nicht verunreinigen. Ah, okay. Du sollst nicht sündigen. Aber klar, jeder von uns sündigt, jeder von uns hat seine Schwächen. Und da muss man dran arbeiten, dass wir Schritt für Schritt immer den Tempel des Herrn heiligen, reinigen und nach vorne schreiten. Hebräer 12, Vers 14. Jagt dem Frieden nach und der Heiligung, also der praktischen, fortlaufenden Heiligung und Reinigung, ohne die keiner den Herrn Jesus sehen wird. Ah, okay. Ja. Verstehe ich, ja. Und ist denn jetzt der Kula hingegangen, ey? Die war doch gerade hier drin. Ist es zum Beispiel auch ein guter Weg, einer Gemeinde beizutreten oder ist das nicht wichtig? Also, wenn wichtig du eine ist Gemeinde gefunden Glaube hast. An sich, oder? Wenn du eine Gemeinde gefunden hast in dieser Laodicea-Zeit, was wir jetzt momentan haben, wenn du eine Gemeinde gefunden hast, die wirklich biblisch ist und alles... Ich finde, mich bringen die ganzen Gemeinden eher nur durcheinander. Ja, also dann... Verschiedene Gemeinden, Christen... Dann musst du alleine bleiben. Ah, okay. Ja, gut. Apostel Johannes war ja auch zum Schluss seines Lebens alleine auf Patmos. Der war abgeschottet von allen anderen Christen. Der musste auch klarkommen. Ja, Jesus war ja eigentlich auch ziemlich abgeschottet. Ja gut, der Herr Jesus ist ja Gott. Wir reden jetzt über uns und die Jünger. Also wir sind ja seine Jünger. Ne? Wir waren, also sozusagen der Apostel Johannes war ja abgeschottet von den Gemeinden. Mhm. Und der war alleine auf der griechischen Insel Patmos. Also du musst damit rechnen, auch alleine zu sein. Okay. Ja gut. Dann wünsche ich euch Gottes Segen. Das war's. Ja. Ciao. Gottes Segen. Mach's gut, ciao. Ja. Ja, hallo Armin. Hallo, lieber Gott segne dich und deine Familie. Ich bin natürlich auch. Ja, ich komm nur mal kurz rein, weil vorhin hat der junge Mann ja etwas gesagt von den Mormonen. Hm. Ich sag dir jetzt mal. Ich war als junger Kerl hatte ich schlimme Erfahrungen. Ich war 16 Jahre heroinabhängig und ich war wirklich in der Gosse bis unten so. Und ich war verheiratet und das war auch nicht mehr wie es so sein sollte. Und meine Frau, weißt du, sie hat unsere Tochter weggenommen und Es war die Zeit, dass wir sie sollten zurückbekommen, sagte meine Frau auf einmal morgens, ja, geh hol uns doch was, weißt du, ich sagte, nein, bist du verrückt, dann kriegen wir die Kleine nie mehr zurück, hör auf mit dem Scheiß, sagte ich, ja,
Und sie hat sich nicht aufgehört. Da ging ich bei, ich war Dachdecker früher. Da ging ich bei uns aufs Hausdach. Das war 5 Stockwerke hoch. Da sagte ich zu ihr, was machen wir jetzt? Kriegen wir die Kleine zurück? Wir hören auf mit dem Scheiß. Ich wollte die Angst machen. Oder springe ich hier runter. Ich hab's genug gesagt. Ich hab die Schnauze voll. Ja, auf einmal kam sie und sie hat innen geflucht, ja, du hast sowieso keine Eier, du traust dich ja sowieso nicht. Da kam die Stimme in den Kopf, sagte sie mir, und was machst du jetzt? Wenn du jetzt reingehst, dann hat sie recht, hast du keine Eier. Und ich hatte überlegt, oh, dann höre ich die Polizei, weil der Nachbar hatte schon Polizei gerufen, kamen die von Ambulanz, Krankenwagen, kamen die über die Kreuzung gefahren mit Feuerwehr alles, kamen die auf den Park, ging, ich stand da. So sagte sie, sagten sie zu mir, ob ich runter käme. Auf einmal kommt die Stimme wieder in den Kopf, sagte zu mir, und was macht es, wenn du reingehst, hat sie recht, und wenn sie dich hier runternehmen, dann gehst du ins Irrenhaus, dann kommst du nicht mehr raus. Da kam eine Panik auf in mir, und das Bild hat vor mir so gewackelt, und da bin ich gesprungen. Ja, und da lag ich unten, da haben sie mich ins Koma gelegt während 8 Wochen. Und im Koma habe ich eine Lungenembolie bekommen. Und da war ich für 7 Minuten, war ich wirklich tot, richtig tot. Und die 7 Minuten, die waren so intensiv, so. Ich war auf einem Platz, ich war auf 2 Plätzen. Auf der einen Platz, das war die Hölle. Also das war wirklich grausam da. Und da möchte keiner von uns hinkommen. Das ist wirklich, das war so schlimm da. Und als Jesus mich da rausnahm, ging ich auf die andere Seite, eine schöne Wiese mit schönem Wald, alles mit Holzbänken so, und die Leute, die da waren, alle gelacht und fröhlich waren sie zusammen. Es gab keine Zeit da, es gab keine Zeit, es gab auch kein Geld da, nichts, das gab's alles da nicht. Und die Leute voller Freude da. Und auf einmal sehe ich von fern kommt so eine Lichtfigur auf mich zu. Und sie kommt immer näher und das Licht wurde immer intensiver. Aber das war eine Farbe, die hat gelebt. Die hat wirklich gelebt, die weiße Farbe. So etwas gibt es nicht hier auf der Erde. Und kam sie zu mir, wurde immer größer, 2,40 Meter so ungefähr. Und als er dann vor mir stand, ich habe keine Angst gespürt, ich habe nur Liebe gespürt, aber eine Liebe, die war so intensiv, ich hatte sie fast nicht ausgehalten. Und da hat er zu mir gesagt, hey Roma, du, es wäre nicht meine Zeit, ich könnte nicht da bleiben, ich müsste zurück. Ich sagte, ja nein, ich habe gesehen, dass das Jesus war, aber der Schleier, das Licht, das hat ihn so verschleiert, dass man fast sein Gesicht nicht sah, aber ich wusste, dass es Jesus war. Und er sagte zu mir, du kannst nicht hierbleiben. Ja, sagte ich, und jetzt wieder zurück. Sagt er, ja, da musst du hier, da war ein Teich, und im Teich, der Teich, der war so, musst du dir vorstellen, wie eine Plazenta von einer Frau, wo ein Baby auf die Welt kommt, nach unten. Das war die Tiefe, und oben war es wie ein See, aber voller Blut war der. Sagt er, ich müsste da reinspringen. Sag ich, wow, erstens habe ich Angst, da reinzuspringen, und zweitens, es gefällt mir sehr gut hier. Ich würde schon gern hier bleiben. Sagt, nein, wenn du Angst hast, ich gebe dir die Hand, dann gehe ich mit dir ein Stück. Da sind wir da reingesprungen und gingen wir unter langsam bis in der Mitte. Sagt er laut zu mir, atme, atme. Und da habe ich Luft gezogen. Mach ich die Augen auf, da lag ich im Krankenhaus mit Schläuchen überall, und war wirklich schlimm, wie ich da lag. Alles kaputt, alles weh. Ja, und dann jetzt Jahre später, 20 Jahre später, kam immer wieder die Stimme in den Kopf, du musst dich taufen. Er hatte zu mir gesagt, ich soll mich in seinem Namen taufen lassen, das wäre wichtig.
Ja, und jetzt, na, da 20 Jahre habe ich überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Wo gehst du die Taufen, die Kirchen, alles, das ist alles Pädophile und das, ich traue denen nicht. Und da sagte ich, lieber Gott, sagte ich zu ihm, bitte zeig mir den Weg. Da ging ich ins Internet. Das erste, was ich gegoogelt hatte, war, das habe ich auch noch nie was davon gehört. Das waren die Mormonen. Habe ich da angerufen, habe ich gesagt, entschuldigen Sie, ist das möglich, mich bei Ihnen taufen zu lassen? Das ist die heißt ja die Kirche Jesu Christi, die Heiligen der letzten Tage. Und sagten sie, ja, das würde schon gehen. Aber da haben sie mir auch die Missionare vorbeigeschickt während einem Monat. Ein Monat drauf wurde ich dann getauft von denen. Ich gehe auch noch sonntags manchmal zu den Versammlungen. Aber die glauben auch, dass Jesus Gott ist und dass es jetzt an der Zeit ist, wo es wichtig ist, an ihn zu glauben. Ja, also bist du jetzt nicht Mormone oder was bist du? Mormone, ja, ich bin Mormone. Ich glaube an Jesus. Weißt du, für mich ist Jesus die. Gar keine. Das hat mir gerade schon gereicht mit Mormonen. Komm. Oh Mann, das ist alles so traurig, ne? Das ist alles so traurig, meine Herren. Ja. Allein schon die Art und Weise halt, ne, wie der so redet und so durcheinander, dann Nahtoderfahrung, ich war tot und dann kam ich zurück und so weiter, ja. Ja. Und dann landet er bei den Mormonen. Da hat der Herr Jesus ihn zu den Hormonen gebracht. Also eine Kirche, die lehrt, dass mehr Ehen, mehr, also viel Weiberei vom Herrn ist. Und da hat der Herr Jesus ihn dahin gebracht. Also der Herr Jesus bringt ihn dahin, wo der selber aber in seinem eigenen Wort in der Bibel sagt, ein Mann, eine Frau. Das sind diese tollen Kirchen und diese tollen Jesus, die diesen Leuten während ihrer Suff mit viel Drogus Intus dann begegnet. Meine Herren, in was für eine Irrenanstalt, wie sind wir hier gelandet? Das gibt es einfach nicht. Und die Hormonen ist besser. Die Hormonen lehren, dass der Herr Jesus und Satan Zwillinge sind. Das sind Zwillingsbrüder. Sehr, sehr schön. Die Hormonen. Ja, genau. Der hat das Buch Mormon oder was, ne? Das ist so ein falscher Prophet gewesen, Joseph Smith. Der auch so ein extra Buch verfasst hat, ne? Mit irgendwelchen Prophezeiungen. Ja, alles Satans Kinder. Und viele hochrangige Mormonen auch in den USA und so weiter. Ne? Ihr Hauptsitz ist ja Utah, glaube ich, Salt Lake City, Utah. Die sind hochgradige Freimaurer. Da gibt es ja, Satan ist aktiv. Ne? Der Satan läuft wie ein brüllender Löwe umher, um zu verschlingen, wen er kann. Ne? Und gerade mit solchen Irrlehren versucht er dich zu fischen. Ne? Der kann ja die Bibel nicht mehr verfälschen oder kann die angreifen. Er will also Irrlehren einführen. Dafür warnt die Bibel ja. Ja, ja. Also es sieht böse aus. Die Tage sind böse. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Was soll man dazu sagen? Es sind so viele Ehelehrenströmungen innerhalb jetzt des Christentums, dass man kann das gar nicht mehr zählen, alles. Errettet. Zum Beispiel 1. Thessalonische Kapitel 4, Vers 16. Da sagt der Apostel Paulus, habe Acht auf dich und auf die Lehre. Nicht habe Acht auf dich und auf die Lehren, sondern auf die Lehre. Eine Lehre, wo du dich selbst und andere Leute errettest, die auf dich hören. Ne? Ja, es ist halt Endzeit, pure Endzeit, wo der Satan versucht, eben mit seinen Wölfen im Schafspelz so die Gemeinde Gottes zu verführen. Ne?
Die wahren Geschwister im Herrn werden davon sozusagen unbeschadet bleiben und auch durchkommen. Der Herr bringt sie durch. Meine Schafe kann niemand aus meiner Hand reißen. Aber diejenigen, die nicht die Schafe des Herrn sind, die werden verführt werden. Entweder Hormone oder Zeugen Jeschuas oder wie die sich alle nennen. Ne? Das ist das Heftige an der ganzen Sache. Ja, da hast du recht. Und auf TikTok wimmelt es ja auch, ne, von solchen Ehelehrern. Ja, Gott, Jesu Gottheitleugner, da gibt es die Judaisierer. Ja. Und. Gottes Segen, hallo. Gottes Segen, mein Lieber. Bruder Dragunic. Du, ich habe letzte Nacht eine Offenbarung gehabt, einen Traum mit Allah, Mahmoud. Und zwar, ich habe geträumt, ich bin mit einem Kamel geflogen, ja, über Mekka. Und dieser Kamel hat Regen lassen, also mit seinen Urin, hat die ganze Menschheit, beziehungsweise ganz Islam, hat Regen. Kamel-Urin-Regen. Genau, Kamelurin regnen und alle waren auf einmal gesund. Ne? Und dann, ja, der liebe Allah war das Ach Mahmoud, hat mich erstmal in die Hölle geschickt, ne? Hat mich ein bisschen gebraten. Ja, und dann musste ich die Shahada sagen. Und da habe ich die Shahada gesagt und der hat mir 72 Jungziegen, Kindziegen geschenkt. Ne? Und da war ich natürlich happy. Hat mir auch eine Palme geschenkt vom PLI und so. So hart wie der Mount Everest. Und auf einmal hat er mich auf die Erde geschickt. Ne? Und dann kam ich auf die Erde und weißt du, was Allah zu mir gesagt hat? Hahaha, hat er mich ausgelachen, hat er gesagt, pass auf, ich bin der große Täuscher. Das hat dir nur erschienen, dass du da oben bei mir warst. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin echt enttäuscht. Habt ihr eine Meinung dazu? Ja, Abu Amir würde jetzt empfehlen, dreimal täglich nach dem Essen ein Glas Kamelurin. Okay. Und dann wird es deinem Geist wieder Schritt für Schritt besser gehen. Dann wirst du die Wahrheit erkennen, ob das wahrhaftig war mit dem Allah oder doch nicht. Kann man das über Sahih Buhari da bestellen, über dieses Buch da? Über Sahih Buhari? Ja, das kannst du. Ja, das musst du versuchen. Ne? Gut, alles klar, dann weiß ich trotzdem. Vielen Dank nochmal, Jungs. Ne? Und trotzdem gerne, gerne. Medizinische Anfrage, nimm mal Dr. Sheikh Abu Amir, das ist, er ist Professor an der Universität Kabul, Medizinische Fakultät Kabul. Ist der leitende Facharzt und all diese wichtigen medizinischen Fragen, die die Menschheit interessiert, bitte an Dr. Sheikh Abu Amir. Ne? Okay, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage, fragen Sie Mohammed oder Allah. Oder so, ja. Alles klar, vielen Dank, trotzdem Gottes Segen, Bruder, euch alle. Gottes Segen. Vielen Dank nochmal für diese schöne Aussagen und ja, diesen guten Tag. Schöne Ausführung. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ja. Mashallah, mashallah. Was für eine Story. Ja, wunderbar, wunderbar. Sehr, sehr heftig. Wissenschaftlich auf höchstem Niveau. Sehr, sehr brutal. Ja, boah, ich habe voll die Kopfschmerzen bekommen vom ganzen Diskutieren hier mit diesen Leuten. Boah. Mit wem hast du diskutiert? Worüber? Mit Islam? Alles Mögliche, was hier gerade so reinkam. Oh, Wahnsinn. Ja, du bist dem Ganzen ausgesetzt, ne? Mit diesem Wahnsinn, was die Leute mitbringen. Ne? Jeder hat ja seinen eigenen Wahnsinn. Ja. Und damit musst du dann halt das alles auf dich einwirken lassen. Das ist schon, ja, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, ne? Ja, richtig. Ja, ist nicht einfach, aber ja, der Herr macht das schon. Amen.
Ja, das macht natürlich einen wahnsinnig, wenn die versuchen, Mohammed zu ins rechte Licht zu rücken. Auch bezüglich, da kam jemand hier rein, sagte der so, der hat die Frauen alle gleichberechtigt behandelt und sowas. Weißt du, wenn er die gleichberechtigt behandelt hat, warum waren die denn eifersüchtig aufeinander? Also war er doch nicht so gleichberechtigt, die Leute am Behandeln. Sonst würde ja niemand auf die andere ja eifersüchtig sein, weil der Mohammed ja der einen die Gunst ja erweist als der anderen. Verstehst du? Der wollte nicht raffen. Und dann meinte ich so, okay, lass mal das beiseite. Im Koran, Sure 66, Vers 1, steht, dass er mit Maria der Koptin den Verkehr hatte und das im Bett von Hafsan erwischt wurde. Und ja. Hafsan zu ihm sagte, in meinem Bett, in meinem Haus, wie kannst du mir das antun? Also sehen wir, dass er nicht gerecht war, der Mohammed. Ja. Und da sehen wir eben auch die Auswirkungen der Sünde, ne? Wenn eine Lehre falsch ist, wie Allah eben den Muslimen erlaubt, vier Frauen zu haben und sagt, ja, die müssen gut behandelt werden, aber das geht nicht, die werden eifersüchtig. Ja. Deswegen hat der Gott von Anfang an einen Mann und eine Frau, ne? Ja. Also merken wir, dass diese Religion von einem Mann für einen Mann ist. Dankeschön. Aber weißt du, warum die auch solche Mehrehen haben? Weil zum Beispiel im Alten Testament Jakob zum Beispiel mehrere Frauen hatte. Ja. Aber das war ja nicht so, weil Gott es ihm ja gesagt hat, geh und heirate mehr. Der hat ja gegen Gottes Gebot ja gesündigt. Er hat ja mehrere Frauen gehabt, entgegen des Gebotes Gottes. Ja, richtig. Und die denken, ach so, okay, ein Prophet wie Jakob hatte mehrere Frauen gehabt, okay, dann erlauben wir das auch. Verstehst du, da siehst du, dass das sowieso, dass das ein Mensch ist, der das Alte Testament falsch verstanden hat oder die Bibel und aus seinem eigenen Kopf jetzt Gebote aufstellt und sagt, das hat Gott gesagt. Ja, danke. Verstehst du, das sind falsch verstandene Lehren aus dem Bibel, wo ein Mensch das nicht richtig verstanden hat. Der kann Sünde und Gebote des Herrn nicht unterscheiden und dann bringt er das in den Koran rein und sagt, Allah hat das gesagt. Genau wie bei David, ne? Der Herr hat ihm ja nicht erlaubt, die Frau seines Soldaten da auszuspannen und in den Tod zu schicken. Der Herr hat ihn bestraft. Ja. Und hat David sehr oft bestraft für seine Sünden, ne? Entgegengesetzt der Gebote des Herrn. Ja, David hat sich auch mehrere Frauen genommen. Ja. Obwohl der Herr gesagt hat, mach es nicht, siehst du? Ja. Das Gebot Gottes, ein Mann, eine Frau, ein Adam und ein Eva. Und nicht ein Adam und eine Sabine und ein Eva und ein Jessica, nein. Ein Adam, ein Eva. Alle vier Frauen. Aua, 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 hey. Ja, jetzt musst du natürlich, wenn du diesen Kamel-Urin-Song, du musst ein Duett machen mit Marcel Krass an mir, wenn der rappt und du machst dann diese Sing-Parts, so wie Eminem und Rihanna. Ja, genau. Er ist Eminem, er rappt. Das ist der rappende Part und du machst dann diese Gesang-Part, diese Rihanna-Part. Ah, das würde sehr große Wellen schlagen. Versuch das mal mit dem zu machen. Ex-Muslim featuring Marcel Krass. Camel urine for humanity. Camel urine united. For humanity. Oh mein Gott. Camel urine against cancer. Wahnsinn, Lisa. Camel urine against cancer. MC Camel urine. MC Camel urine und Marcel Krasovic. MC Camel urine. Ja, genau. MC Camel urine und Marcel Krasovic. Krasovic. Marcel Krasovic. Ja, genau. Krasovic, genau. Heftig, das ist gut. Ja, sehr gut. Ja, wie gesagt, also da kamen ja einige Konsorten rein, die ja mich da wahnsinnig gemacht haben. Ne? Auch, dass Mohammed niemals befohlen hat, Frauen und Kinder da abzumurksen. Also, obwohl er danach gefragt wurde, ne? Nach seiner Entscheidung. Was ist mit den Kindern? Die sind von ihnen, sagte er, ne? Lass sie. Genau, die sind ja von ihnen. Lass sie von ihnen, ne? Ist kein Problem. Ja, weg mit denen. Die gehören zu ihnen, zu diesen Kuffar. Weg mit denen. Ja, genau. Weg mit diesen Kuffarias. Ja, und dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass Gabriel nicht der Engel Jibril ist, weil Gott ja sein Volk liebt. Also müssen ja auch die Engel Gottes die Juden ja auch lieben, oder? Was für einen Sinn ergibt das auf einmal, dass sie der Feind der Juden sind? So Blödsinn sowas. Ja.
Da wollte er nicht verstehen. Ne? Das ergibt also keinen Sinn. Aber so, ihr Lieben, komm, ich habe irgendwie leichte Kopfschmerzen bekommen. Ich guck mal, dass ich gleich nochmal live komme, ihr Lieben. Und dass wir gleich nochmal ein bisschen live gehen. Ich habe sowieso eingeschränkte, wie nennt man das? Live ist eingeschränkt. Live-Sichtbarkeit. Life is life. La 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 la. Urin ist Urin. La 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 la. La, la, la. Urin is life. La 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 la. Life is Urin. Hast du meinen Urin-Song gehört, den mit Apache 2038? Apache 0815? Apache 0815, also mein Song, mein Remix. Und wenn ich trink, dann trinke ich einen Schluck von mein Kamel-Urin. Kakamel-Urin, Kakamel-Urin. Ah, yeah. Hammer. Hammer. Deshalb sag mir nicht, dass der brutal ist. Deshalb. Gänsevorhaut. Deshalb. Gänsevorhaut kriege ich, ja, genau. Ja. Was meinst du, wie der einschlägt, wie ein Komet, deshalb der Song? Vom falschen Prophet. Er schlägt ein wie Komet. Wunderbarer Song. Auch wie du die Töne triffst, das ist einfach nur. Das ist einfach herrlich. Wunderbar, nach dem Feierabend einfach den Song laufen zu lassen, um wieder runterzukommen, ne, von dem Park. Um wieder hochzufahren. Um wieder high zu werden. Um wieder richtig auf die Palme zu gehen. Eine Runde Kamel-Urin-Song von Dr. Sheikh nach dem Feierabrund und der Tag ist. Der Tag nach ist dem gut. Feierabend eine Runde. Wer möchte das nicht? Sag es mir. Was ist denn, wenn du auf einmal irgendwo mal so nach Spanien fährst, so, und dann gehst du so an auf Mallorca und dann läufst du an den Läden vorbei, auf einmal hörst du deinen eigenen Song, wie die so alle darauf feiern. Ja, das kommt heftig. Auf einmal spielt jemand meinen Kamel-Urin-Song, das ist so krank. Auf Ballermann 6. Auf Ballermann 6 mit Sangria und sowas. Und die Leute gehen dann auf den Blizzard. Denken, wer ist der junge Mann? Der hat eine Stimme. Das ist fabelhaft. Gewaltig. Gewaltig. Die Töne, Wahnsinn. Das belebt Geist und Seele. Lieber die. Boah, ich habe so Kopfschmerzen. Das ist unglaublich. Oh. Das hat mir heute den Rest gegeben schon wieder. Du musst mal dir einen Ding ins Energy Drink rausholen. So ein bio-guter, so gesunder Bio-Energy Drink und dann Camel Urine, ne? Ja. Das wäre ja mal wirklich eine Sache, ne? Der Kassenschlager. Aber das muss wirklich sehr gesund sein, ne? Sehr gesund. Keine Sünde dann, ne? Den Menschen was Gutes tun und dabei, ne? Ja. Auch die Marke propagieren. Ja. So, okay, dann hast du Lust, gleich nochmal live zu kommen, oder? Ja, so Gott will. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, dass wir eventuell dann gleich nochmal live kommen oder was. Da ist ein paar Sachen zu erledigen. Ich habe auch ein bisschen Copping. Und dann sehen wir uns dann, so Gott will, gleich. Ja, okay, alles klar. Okay, ihr Lieben, Gott segne euch und eure Familien. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest, ob wir da sind, ob wir weg sind. Der Jesus Christus bleibt die Nummer 1 und er soll auch immer die Nummer 1 in eurem Leben bleiben. Er ist der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist und für die Sünden der Menschen zu bezahlen. Amen. Okay, ihr Lieben, macht's gut, ja. Gott segne dich und deine Familie, Amen. Amen, dich auch und deine Familie. Mach's gut. Ciao. Deine Familie. Ciao, ciao, ciao.